Sound resumed. So, da sind wir, Freunde. Kann man uns sehen? Noch nicht, aber hören. Oh Gott, viertägig gestreamt. Ich bin voll aus dem Haus, yo. Jetzt kann man uns sehen. Winken. Hey, moin, moin. God bless. Willkommen. Ich hab gehört, Snappy, du machst den Moderator heute, oder was? Ja, haben wir gerade noch besprochen, ne? Dass ich der Moderator bin. Ach so. Ja, moin, Leute. Zum 16. Plankschnack. Ich bin gerade nicht zu Hause, wie ihr seht. Ich sitze hier in der Schweiz bei Herb im Büro. Zu Gast heute Sali, weil Garak hat ein bisschen was zu tun. Und dann haben wir noch den Hahn im Korb heute. Ja, moin, moin. Hahn. Stell dich einfach kurz vor, bevor wir das ganze Geplänkel hier anfangen mit Yippie Yippie und Yadi Yadi. Sag doch mal ein Schlagwort. Ich bin selber auch Streamer, wie man, denke ich, mal sehen kann, wie die anderen Mitstreiter hier letztendlich auch. Bin damals noch sehr, sehr viel aktiv gewesen auf YouTube. Bin weitestgehend FIFA-Streamer gewesen, 23 Jahre alt, komme aus dem schönen Niedersachsen und mache eine Ausbildung und verkaufe fleißig Küchen. Und dann hat man schon die wichtigsten Punkte, die mich momentan beschreiben würden. Kriege ich Prozente? Nein. Schade. Was? Ja, vielleicht hätte er Vitamin B. Komm drauf, Vitamin B kannst du gerne aufbauen, aber es dauert noch ein bisschen. Komm, Daniel, weißt du, ich habe dich eingeladen zum Plankstag, wie sieht's aus hier? 80% oder was? Gib einen Kühlschrank. Oh Mann. Wir haben ein schönes Thema. Wir haben das heute mal so ein bisschen auf Daniel zugeschnitten. Und zwar werden wir heute ein bisschen über den Wechsel von einem festen Spiel zu Variety. Denn diesen Wechsel hat Daniel vor kurzem gemacht. Und ich würde gerne mal so die Erfahrung teilen mit allen Vieren, die gerade hier sind. Und vorher wird Sali und Slabby noch Hallo sagen. Hallo! Einen wunderschönen guten Abend. Wie war die Woche? Traurig. Warum? Ach so, weil ich nicht beim Community-Treffen war. Fröhlich. Heuch weil ich fröhlich. Nicht beim Community-Treffen war. Wow. Wow. Also ich kann dir sagen, du hast echt was verpasst, aber dazu später mehr. Ich hab schon gehört. Dazu später mehr. Irgendwer tingelt mich hier gerade an. Daniel. Ja. Sehr gerne. Erzähl mal einen Schlag so von deinem Werdegang. Ich meine, du bist ja nun mittlerweile, glaube ich, auch schon über 2 Jahre? Ja, also wirklich aktiv 2 Jahre, kann man sagen, auf Twitch selber. Erzähl mal einen Schlag von deinem Werdegang. Und dann steigen wir einfach ein. Also mehr oder weniger angefangen hat damals alles auf YouTube. Pi mal Daumen 11.11.2011, das habe ich vorhin schon mal kurz angedeutet, zum Release von Skyrim. Gibt auch ein paar Videos, die da vorgehen, aber die sind in der Regel, glaube ich, nicht freigeschaltet, weil das ist sehr peinlich. Ja, habe ich mit Skyrim angefangen, auf YouTube durchzustarten, habe das Spiel einfach komplett durchgezogen, soweit wie es, sage ich mal, ging. Und habe dann auch relativ zeitnah mit FIFA angefangen. FIFA war dann letztlich mein Zugpferd, sowohl auf YouTube als auch dann später auf Twitch. Ich habe relativ früh die Plattform Twitch, sage ich mal, für mich entdeckt, weil ich einfach gemerkt habe, hey, es gibt eine Möglichkeit, live mit der Community zu interagieren. Und ich habe da sehr, sehr viel Potenzial, sage ich mal, drin gesehen. Und dann vor knapp 3 Jahren, Pi mal Daumen, habe ich dann den Kanal auch auf Twitch eröffnet. Hab da in einmal einer Woche, alle 2 Wochen, wie mal Livestream gemacht. Das war dann noch alles sehr klein und auch noch nicht 1,5 Jahre mit dem nächsten Schritt weitergeht. Und grundlegend sah es halt, wie gesagt, so immer aus. FIFA hat sich immer für mich alles drum gedreht. Ich bin fußballbegeistert. Bildung oder meine erste Ausbildung, die ich dann angefangen hatte, und dann durch die zweite Ausbildung, hat sich alles in die Richtung bewegt, dass ich mich von YouTube eher entferne. Auch noch aus diversen anderen Gründen, aber vor allem aus zeittechnischen Gründen. Und jetzt abends, seit 2 Jahren häufig nach Hause kommen, einmal einen Startknopf drücken und dann kann es, sage ich mal, losgehen. Und das hat sich jetzt mittlerweile bei mir komplett verfestigt und so weit verfestigt, dass ich das bald nach der Ausbildung auch einen gewissen Zeitraum dann nochmal ein bisschen enger angehen möchte, bis es dann in 1,5 Jahren mit dem nächsten Schritt weitergeht. Und grundlegend sah es halt, wie gesagt, so immer aus. FIFA hat sich immer für mich alles drum gedreht. Ich bin fußballbegeistert und B, ist FIFA ein Spiel, was man in der Regel, wenn es einem gefällt, das ganze Jahr über auch wirklich sehr gut spielen kann. Und immer viele neue Rungen mit sich mitbringt. Bis jetzt FIFA 16, was sich von Patch zu Patch immer ein bisschen weiter verschlechtert hat und dann alles ein bisschen weiter runterging und ich mir dann gedacht habe, da muss ich jetzt irgendwie was dran ändern. Mir macht es nicht mehr so viel Spaß, ich will aber mit Stream weitermachen
und habe dann mehr oder weniger ab und zu mal andere Kleinigkeiten gestreamt, dann auf einen Titel gewartet, wo ich sage, ja, das ist jetzt dein neues Zugpferd, da kannst du mit aufsteigen und deiner Community auch ein bisschen näher bringen, dass du deinen Horizont erweitern möchtest. Und das war jetzt bis vor 2 Monaten Division. Und ja, anfangs war es sehr, sehr schwierig und ziemlich kompliziert, weil viele, weiß ich nicht, das nicht so gut fanden, dass ich nicht mehr FIFA streame, sondern auch andere Sachen. Wir sind Angst hatten um den Kanal, wie sich das alles entwickelt, etc., etc. Aber hinten raus ist es jetzt auf jeden Fall geglückt und geht alles ein bisschen weiter bergauf. Und das freut mich extrem, weil man einfach viel mehr Möglichkeiten hat. Also es gibt ja mehr als nur ein Spiel, was einen selber interessiert und was man selber spielt. Und wenn man dafür Leute begeistern kann, ist das für mich eine coole Sache. Wenn man damit dann auch die Freude natürlich teilen kann. Ja. Das war jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ist jetzt FIFA 16 erst im Nachhinein kaputt gepatcht worden? Oder wie meinst du das? Ja, also ich sag's mal so, dadurch, dass die Zuschauerschaft beziehungsweise generell die meisten Leute, die FIFA spielen, sind in der Regel ein bisschen jünger, würde ich jetzt aus dem Bauch heraus sagen. Und jedes Jahr kommt der Aufschrei, oh, neues FIFA hier, neues FIFA da. Es ist ja immer dasselbe. So, dann wird immer an EA appelliert, als den Publisher, macht mal was Neues. So, und dann war jetzt FIFA 16 mal anders, es war schwieriger, es war um einiges realistischer und ging wirklich eher in Richtung Simulation, aber es war den meisten zu schwierig. Und dann haben wahrscheinlich die Spielerzahlen nicht gestimmt und dann wurde Patch für Patch zurückgerudert und auf dem PC läuft es dieses Jahr sowieso katastrophal, ich spiele weitestgehend auf dem PC, Konsole ist nicht so ganz mein Ding und man hat es dann vor allem auch bei Twitch in der Zuschauerzahl gesehen. Also, es ging dann immer von oben, weiter runter, weiter runter, weiter runter. Und ich habe mich dann halt gefragt, okay, liegt das jetzt an mir? Mache ich irgendwas verkehrt? Habe ich mich irgendwie blöd entwickelt? Oder kann es auch andere Faktoren geben? Und in dem Fall war es wirklich so, dass FIFA dieses Jahr gerade auf Twitch extrem abgebaut hat. Also so wahrscheinlich 50-60% von der Viewerzahl her. Und dann habe ich mir mal gedacht, komm, das willst du jetzt auch nicht mehr so viel antun. Wozu soll ich was spielen, was mir nicht mehr super viel Spaß macht? Mach's weiterhin, aber such dir auch noch andere Dinge. Und das habe ich jetzt mehr oder weniger getan. Hat dir das sehr die Beine weggehauen? Also, ich sag mal so, also die Thematik, die Frage würde ich gerne an alle stellen. Ich bin super vorbereitet, ich hatte eine lange Autofahrt hinter mir auf der Autobahn. Ja. Übrigens, Leute, im Westen, Entschuldigung, dass ich jetzt diese Ost-West-Sache anbringe, aber im Westen können die Leute kein Auto fahren auf der Autobahn. Ich habe echt gedacht, ich muss sterben. Also, Sicherheitsabstand ist so, was ist Sicherheitsabstand? Also du sitzt im Auto und vor dir wirklich so 2 Zentimeter, du könntest ihn schon an der Anhängerkupplung packen. So, jetzt bin ich drinne! Und dann sitzt du da und kackst dir in die Hose und denkst, du musst sterben, ja? Aber war nicht so. Professionellen Autofahrer hatte ich dabei. Zurück zur Thematik. Die Frage, die ich an alle stellen wollen würde, wie ist so euer Eindruck, wenn ihr Variety-Streamer seid? Was ja nun Slappy, Sali und Werden, dann Hahn. Wie ist so euer Bauchgefühl immer? Wisst ihr, wie ich meine, wenn ihr streamt, so, ihr macht was Neues, wo ihr noch nie wart und es ist so, ja, ich sag mal, ihr testet mit einem kleinen Zeh gerade so ein Schwimmbecken an, wo ihr noch nicht schwimmen wart. Wie sind so eure Gefühle dabei? Sali, fang doch mal an. Sali? Ja, Sali. Ah, das bin ich. ja, ich freue mich eigentlich immer auf neue Projekte von Spielen. Ne? Ich bin ja da wirklich ganz breit gefächert. Ich spiele vom letzten Crap bis zum AAA-Titel einfach alles. Und man hat ja seine eigene Community so um sich herum. Und indem man in ein neues Spiel geht, lernt man ja neue Teile von diesem Spiel, dieser Community kennen. Und das ist eigentlich immer ganz spannend, so. Wo man denkt, oh, da ist vielleicht gar nicht so viel los und dann kommen da so viele Leute, die sich für das Spiel interessieren, das erste Mal dann reinschauen, statt wegen dem Streamer. Und ich finde das ganz spannend. Also, ja, aber bei anderen Spielen, wo ich mir denke, oh, das ist so das Ultimativen vom Ultimativen und es ist schon ein bisschen älter, da sind dann meistens die Communities etwas kleiner oder die Fanbase etwas, ja, ne? Wo man erwarten würde, dass er eigentlich viel, viel größer ist und dann steht man dann doch etwas alleine da auf einmal so, ich finde das ganz toll und die anderen, nee, ich ziehe es da trotzdem durch, weil ich finde es halt ganz toll. Es bringt halt nichts, wenn ich mit so einem Flunsch da sitze, so, oh toll, das spielen jetzt alle und ich finde das, das bringt mir nichts, da, nö. Aber ich finde das spannend. Immer wieder in neue Sachen reinzuschauen und so.
Bist du da aufgeregt? Nein, weil ich aber auch noch nicht solche Sachen angefasst habe wie Minecraft oder sowas. Also das will ich. Ja, also ich habe ja vor, Minecraft auf der PlayStation dann mal reinzutun, weil ich das gerne mal auf 100% spielen möchte. Ne? Also rein als Achievement Hunting. Hab gedacht, das wäre was Schnelles, so von 15 Stunden. Geht dann anscheinend doch so um die 40 Stunden, weil ich irgend so einen Enddrachen finden muss und sowas. Keine Ahnung. Da werde ich dann, glaube ich, vielleicht ein bisschen, werde ich mal gucken. Aber da verlasse ich mich dann ganz auf meine Community. Das ist, da bin ich ganz ehrlich. Ich verlasse mich da vollkommen auf meine Community. Das ist, die sind wie so eine, ich sag immer, wie so eine homogene Masse. Das ist so was ganz Eigenes. Die regeln vieles selbst und das funktioniert irgendwie so. Also da fühle ich mich dann wohl. Nö, eigentlich nicht. Dank meiner Community fühle ich mich da, wie gesagt, ich habe Minecraft noch nicht gestreamt. Mal gucken, wie das wird. Also ich sag mal so, wenn ich das einfach mal als Beispiel aufgreifen darf, du hast ja Far Cry Primal gespielt. Das war ja, glaube ich, das erste Mal, dass bei dir ein Release richtig reingehauen hat, ja. Also ich habe mich wohlgefühlt wie, also pudelwohl, ich habe gebannt wie ein Weltmeister. Sind das so Tage, also denkst du an sowas und hast du vor sowas Angst eigentlich, wenn du was an Neues spielst, was rauskommt, oder bist du da eher abgestumpft und sagst dann so, ja, ist mir egal. Darauf hätte mich keiner vorbereiten können. Ganz ehrlich nicht. Da, auf das hätte mich keiner vorbereiten können. Damit hätte ich auch nie gerechnet. Und das war, oh Mann. Das Spiel hat mir mega Spaß gemacht, aber oh. Ja, seitdem habe ich, glaube ich, das Doppelte an Mods. Also ich habe aufgestockt. Ich musste aufstocken. Das war, oh, das war mega anstrengend. Also das war, und davor müsste ich sagen, jetzt wo ich mit den Mods aufgestockt habe, oh nee, also da war ich dann aber auch ein paar Tage im Nachhinein noch echt angespannt. Das habe ich dann selber gemerkt. Das ging mir auch so ein bisschen an meine eigene Psyche. Also so schnell reizbar war ich schon lange nicht mehr. Der Geduldsfaden wurde von Tag zu Tag dünner und dünner. Und das Spiel hat mir aber so viel Spaß gemacht. Und ich habe dann etwas weniger Chat gelesen. Und wenn ich Chat gelesen habe, dann war das immer so, oh Gott. Oh, das war, also davor, ich habe aufgestockt mit Mods. Angst nicht, aber es graut mir davor, dass es noch mal so wird. Das war schon mega anstrengend. Also so kenne ich seit 1,5 Streamen, so, das habe ich noch nie erlebt, dass da so tagelang so Halligalli ist. Und so viele Leute und so viel und immer die gleichen Fragen und immer das. Ja, Noch nie Levi, erlebt. wie ist das bei dir? Ich meine, du bist ja Ich finde quasi, das. Ja. ja, Ich finde hau das rein. interessant, wie schnell sich bei einem Spiel die Communities drumherum bilden. Ich habe damals, also ich kann jetzt zum Beispiel zwei Extreme vergleichen. Einerseits Stardew Valley und andererseits Hyper Light Drifter. Habe ich beide gespielt an dem Tag, als sie rauskamen. Also wirklich an exakt dem Tag, in mehr oder weniger der gleichen Stunde, an der sie rauskam. Bei Stardew Valley habe ich noch mehr Zuschauer gehabt als bei Minecraft, weil dieses Spiel einfach von Tag 1 an, von der ersten Sekunde an, so gehypt wurde. Ich weiß gar nicht, wo das wirklich herkam, ehrlich gesagt, aber extrem angenehm, also eine sehr, sehr angenehme Community. Ganz, ganz viele nette Leute habe ich quasi über dieses Spiel kennengelernt. Und dann habe ich Hyper Light Drifter, was im Prinzip, naja, man kann es vergleichen vom Schwierigkeitsgrad mit Dark Souls. Das heißt, da wäre eigentlich ein Anspruch da an Zuschauer. Aber halt aus so einer Pixel, Sicht irgendwie so von oben. Und es interessiert wirklich keinen. Also, es hat niemanden interessiert. Deswegen, das finde ich halt so interessant, wie das Interesse da halt sich unterscheidet von Spielen her. Das kann man überhaupt nicht vorher, wenn man dieses Spiel nicht mal angemacht hat, im Stream kann man das überhaupt nicht einschätzen. Gar nicht. Und es ist einfach ein Lehrprozess, den man halt auch mitmacht, durch verschiedene Spiele zu spielen, weil du einfach weißt, okay, am ersten Tag, an dem du ein Spiel anmachst, wenn es nicht gerade ein Stardew Valley ist, wirst du
wird es auf jeden Fall wieder einsinken. Das heißt, du darfst dich auf keinen Fall irgendwie davon abbringen lassen. Dafür aber lernt man dann mit der Zeit, dass je länger man so ein Spiel spielt, umso mehr steigt es halt auch wieder, weil die Leute sich daran gewöhnen und dann wiederkommen. Deswegen darf man sich von diesem ersten Tag auch gar nicht unterbuttern lassen, tatsächlich. Und das finde ich interessant, wie diese Verteilung da ist. Das hatte ich zum Beispiel damals, als ich komplett nur Minecraft, also nur Modded Minecraft gespielt habe, mit Dark Souls gehabt. Da habe ich Dark Souls halt angemacht, was halt komplett in die andere Richtung geht. Und ich hatte trotzdem, Erfolg, wenn man so sagen möchte. Weil Dark Souls einfach eine ziemlich feste Community hat. Wo du gerade Dark Souls ansprichst. Mein Hahn, du hast ja jetzt Dark Souls auch angefangen. Und das ist eine super Überleitungsfolge. Hast du perfekt hingekriegt. Also solltest du echt probieren, Moderator zu werden. Hahn, du bist ja, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne und meine Recherchen stimmen, hast du von FIFA das erste Mal, glaube ich, Division gezockt, ja? Bist damit dann weggegangen und jetzt in Dark Souls rein. Genau. Also der Sprung ist ja wirklich von ein Extrem ins nächste in das Haifischbecken dann, ja? Also erzähl mal so, wie sind so deine Eindrücke bis jetzt? Also grundlegend, ich wäre jetzt selber, nachdem er den Satz beendet hat, auch eingesprungen, weil ich mir selber jetzt gedacht habe, jetzt, wo ich das ganze Revue passieren lasse, habe ich vor Dark Souls eigentlich hinten raus mehr Respekt, als in dem Moment, wo ich es angemacht habe. Ich habe halt rumgefragt, ja, was kann man mal spielen? Alle haben gesagt, ja, guck dir mal Dark Souls an, ist schwer. Ne? Freuen sich ja mal alle, wenn man regelmäßig auf die Fresse fällt im Stream, auf gut Deutsch gesagt. Und ich habe immer so, ja gut, mach das mal. Ist was für dich, motiviert dich, wenn du, sag ich mal, mit den Herausforderungen auch mitwächst in Spielen. Und dann ging's los. Und anfangs war es noch relativ verhalten. Ich war beim ersten Boss, habe ich immer schön einen auf den Deckel bekommen, die paar Male. Haben mir gedacht, alles klar, wird hart, wird sehr hart. So, und mit Mal für Mal und mit Stream für Stream sind halt auch mehr Leute darauf aufmerksam geworden. Und vor allem auch Dark Souls-Veteranen. Und ich habe jedes Mal, also wirklich im Titel stehen gehabt, dass es mein erstes Dark Souls ist, dass die Erwartungshaltung von einem Veteran möglichst niedrig sein soll. Weil, wie gesagt, wie es in Basali ja auch der Fall ist, hatte sie ja vorhin schon erzählt, dass da teils Nostalgie bei irgendwelchen bestimmten Schwertern und irgendwelchen Gegenständen ist. Für mich ist es in erster Linie ein Schwert. Weil es das in Dark Souls 1 gab und weil das irgendjemand Tolles hat fallen gelassen oder sonst was, ist für mich total surreal. Ich sitze da und denke mir dann halt, okay, Schwert, Wert ist, macht 60 Schaden, 20 weniger als meins, will ich nicht. So, und es ist halt sehr stumpf ausgelegt bei mir, aber nach und nach war es halt, denke ich mal, auch irgendwo interessant, weil es halt für mich komplettes Neuland war. Also man konnte mich so ein bisschen, wenn ich es gewollt habe, man sollte mich ja nicht unbedingt spoilern, aber wenn ich um Hilfe gebeten habe, waren viele da, um zu helfen. Ist es für viele auch wirklich witzig gewesen, auch für mehrere Veteranen, die gesagt haben, es ist total witzig, ein so fragwürdig dieses Spiel zu sehen, weil die das Spiel selber so nicht angehen würden. Und deswegen würde ich hinten raus sagen, einfach super Spiel, meiner Meinung nach generell für Streams. Es ist super spannend, man kann viel gemeinsam machen, man kann Entscheidungen treffen. Es ist halt bockschwer, umso häufiger ich, sag ich mal, auf die Fresse falle, umso witziger finden es in der Regel alle. Weltklasse. Also das war sehr, 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 sehr gut. Derjenige, der es mir empfohlen hat, ich weiß nicht mehr, wer es war. Also großes Lob an denjenigen. Richtig cool. Und macht einen Heiden Spaß. Also ich werde es auch noch ein zweites Mal durchspielen. Ich persönlich muss ja sagen, ich gucke ja am liebsten Leute, die das erste Mal ein Dark Souls-Teil spielen. Weil man da einfach das Spiel nochmal von einer ganz anderen Seite sieht. Das kann ich mir gut vorstellen, wobei in der Regel, denke ich mal, es bei den meisten Spielern so ist, man geht irgendwo hin, um weiter was zu lernen oder um seinen eigenen Horizont zu erweitern. So bei FIFA, Großteil der Leute kommen und sagen, hey, scheint's nicht schlecht zu spielen, wie kann ich das verbessern, was kannst du mir empfehlen, wie kann ich meinen eigenen Spielstil verbessern, selbiges gilt für Division. Ich habe mich mit Division und der Mechanik so oft auseinandergesetzt und so intensiv auseinandergesetzt, dass wenn Leute nachts in meinen Stream gekommen sind, ich einfach nur Theorie-Craften gemacht habe. Heißt, ich habe mehrere Waffen hergestellt und habe denen dann vorgerechnet, warum diese Waffe besser ist als eine andere. Einfach, damit die sich diesen Prozess selber sparen können. Und das war, glaube ich, auch ein extremer Schritt, der mir bei Division sehr weitergeholfen hat. Wenn ich jetzt überlege, mein erster Division-Stream hatte 80 Zuschauer. Von den 80 Leuten haben 76 geschrieben, wann kommt FIFA? Also es war, es ist dann halt ein ziemlicher Umbruch gewesen, um dann auch auf diese Nummer zu sprechen zu kommen und auf die Frage,
ob es mir die Beine weggerissen hat, extrem. Der Chat war so gut wie tot. Wenn, hat es sich nur um Fußball und um FIFA gedreht. Und es ging letztendlich nur darum, so wann ist das, was du da machst, endlich vorbei. Und da habe ich mir dann halt gedacht, okay, komm, Augen zu und durch. Irgendwann werden neue Leute dazukommen. Irgendwann kommt der Punkt, das ist dann die alteingesessenen Leute auch dann akzeptieren. Da habe ich mir sehr viele Gedanken drüber gemacht. Vor allem, als ich so eine Zeit dann wirklich FIFA komplett außen vor gelassen habe. Aber hinten raus war es der richtige Weg. Man muss halt kontinuierlich sein und kontinuierlich am Ball bleiben. Und dann werden es auch die größten Dickköpfe, nenne ich sie jetzt mal, irgendwann akzeptieren. Ob die bleiben oder nicht bleiben, sei mal dahingestellt. Aber der harte Kern und die, die einen weiter unterstützen, werden immer da bleiben. So, weil die sind dann nicht wegen dem Spiel bei einem, sondern wegen der generellen Unterhaltung. Und ansonsten, weiß nicht, war es jetzt hinten raus auf jeden Fall der richtige Schritt. Ich bin froh, dass ich es gemacht und vor allem auch geschafft habe. Ich habe mich vorher nicht getraut. Da waren Division und Dark Souls schon sehr, 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 sehr gut für. Also für mich individuell. Ich glaube, viele haben Probleme, sich diesen, den Schritt zu gehen und sich das zu trauen, weil ich nenne es halt immer Berg- und Talfahrt. Und ich sag mal so, viel, viel hat ja auch die Viewerzahl damit zu tun und sie sagt ja auch irgendwas aus. Aber es ist halt zu konzentriert darauf und deswegen wollen sie aus ihren festen, sag ich mal, Spielen irgendwie nicht den Schritt raus wagen. Man sieht natürlich immer, also habe ich auch das Gefühl über die Jahre gemacht, du siehst halt immer aus wie ein Bambi. Ne? Manchmal hast du halt von irgendwas keine Ahnung. Und dann, oh, guck mal, der kleine Doofe. Ja, kriegt er das nicht hin? Ja, titschi, titschi, titschi. Und das passiert auch sehr, sehr häufig. Und ich glaube, dass sehr viele davor Angst haben. Was ich wirklich sehr interessant finde, ist, dass es sehr viele Menschen gibt, die überhaupt gar keine Spiele finden, die sie spielen wollen. Das kann ich zum Beispiel überhaupt gar nicht nachvollziehen. Also da gibt's hunderte von Streamern, die schon gesprochen haben. Sag mal, wollt ihr jetzt das Ding da die ganze Zeit zocken? Ja, ich weiß nicht, was ich spielen soll. Und dann gucke ich immer so in meine Liste von gespielten Spielen. Ja, da gibt's einige. Ja, nee, das interessiert mich nicht. Nee, Story, nee, Story ist doof. Ich glaube, also was ich mal denke, was sehr wichtig ist bei solchen Thematiken, ist das, was Hahn sagt, ja, dass du kontinuierlich dabei bist, dass du mit Leidenschaft und mit Liebe einfach das den Leuten verklickerst, ja. Also ich sag mal so, wenn du bei einem Release-Tag die Ruhe selbst bist und du gibst da deine 120-130%, du wirst immer größer und größer und größer, weil die Leute werden bei Release, bei Variety, die Leute lieben Variety. Es gibt gar nicht eigentlich so viele, die immer nur dasselbe sehen wollen. Weil niemand möchte sich heutzutage noch die Spiele kaufen, sondern vorher angucken. Und dadurch entstehen Freundschaften, wie jetzt zum Beispiel die letzten 4 Tage, die ich jetzt getroffen habe. Ja? Und dann ist es so, wie Hahn, wie gesagt, die Dickköpfe, die haben es verstanden. Okay, weißt du was, scheiß auf das Spiel, ich guck dich wegen dir. Und das ist echt Gold wert. Und es ist immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist eine Berg- und Talfahrt. Wenn ich an meine Release-Tage denke, ich habe manchmal 1.200 Viewer. Und dann 2-3 Tage später ist das wieder abgeappt und dann bist du bei 500-600. Ich meine, natürlich haut das rein und das bringt so ein bisschen deine Gefühle so in Wallung, weil man kriegt das ja auch mit. Man weiß ja, was los ist. Aber im Endeffekt hat man nur gewonnen, weil du besser deine Erfahrungen sind besser geworden, ja, du hast wieder was dazugelernt und ich nehme eigentlich immer was mit von Release-Tagen und deswegen mag ich Variety so gerne, weil du einfach sagen kannst, wisst ihr was, Leute, ich habe keine Lust heute, ich mache 4,5 Stunden Begrüßungsstream, who cares, ist mir letztens passiert, ja, ich hab den Leuten Hallo gesagt und das war dann 4,5 Stunden lang habe ich nur geredet und dann habe ich am Ende gesagt, okay, wir spielen jetzt Golf und dann gehe ich schlafen. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Hahn, ein Lob von mir an dich, dass du dich das getraut hast, weil das ist echt ein riesiger Schritt, weil gerade, zumal wenn du von FIFA kommst, ja, FIFA ist ja doch noch, sag ich mal, sehr jung, vom Durchschnittsalter her, was nicht Schlimmes sein muss, ja, aber von FIFA, doch, von FIFA rauszugehen und zu sagen, Variety, auf geht's, das finde ich, ist stark. Ja, also ich denke mal, in dem Moment, wo es passiert ist, habe ich mir da gar nicht so großartig in dem Moment drüber Gedanken gemacht, weil es einfach von alleine passiert ist. Ich habe ein Spiel gefunden, Division, was mir super viel Spaß gemacht hat, wo ich gesagt habe, komm,
Streams einfach. Ich finde, wenn man lange genug beim Stream dabei ist oder auf Twitch aktiv ist, ich könnte jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, wo ich spiele, eigentlich immer den Stream anmachen. So dieser Redefluss ist da. Ich finde es immer super, mich mit anderen Leuten über bestimmte Dinge unterhalten zu können und austauschen zu können, etc. Und deswegen probiere ich immer ziemlich stark auch kleineren Streamern, wenn die mich jetzt anschreiben, zu vermitteln. Das Wichtigste ist nicht die Viewerzahl. Es ist der Chat und die Community. Jeder Stream, egal wie gut der Stream grundlegend ist, fällt und steht mit dem Chat. Also, als ich gerade gesehen habe, dass paar Subscriber aus von mir sich den Witz erlaubt haben und meinten, bei dir im Chat spammen zu müssen, ist das für mich in dem Moment eine Aktion, wo ich sage, hey, ich schäme mich dafür, weil die letztendlich zu meiner Community gehören und die meinen, sich hier immer großartig alles erlauben zu können. Damals, als ich nur FIFA gestreamt habe und im Schnitt 2000 plus Viewer hatte, vor ungefähr 1,5 Jahren, Pi mal Daumen, kann ich jetzt hinten raus sagen, kann ich ohne Probleme drauf verzichten, hab lieber weniger Viewer, aber dafür eine gefestigtere Community, die mehr hinter einem steht und mit der man viel, viel mehr gemeinsam machen kann. Und das ist viel, viel mehr wert als eine blöde Zahl, die unten rechts steht, neben einem roten Männchen, die zwar mehr Leute anlockt, aber letztendlich nicht wirklich aussagekräftig ist. Das Lustige ist, als ich angefangen habe, so in meiner Anfangszeit, so das erste halbe Jahr beim Stream, habe ich mich ganz oft dabei ertappt, wie ich mir eigentlich, das Witzige ist, ihr wolltet ra oder seid raus. Ich habe mir immer überlegt, da eventuell reinzugehen. So, welches von dieser Community spielt, welches könnte dir denn da am besten gefallen? Ne? Ha, das ist nicht so richtig. Und Minecraft, nee. Und LOL, nee. Vielleicht kommt da ja irgendwann mal so ein Spiel, weißt, wo ich mir damals, wo ich noch wirklich, ne, so ein ganz kleiner Haufen war, habe ich mir immer gedacht, so Mensch, wenn du so eine Konstante hättest, ne? Aber da habe ich einfach für mich nichts gefunden, wo ich sagen konnte, oh ja, damit könnte ich mich jetzt Tage, Wochen und Monate lang beschäftigen. Ich bin halt ein Ex-Suchti, also MMO-Ex-Suchti, wo ich jahrelang im gleichen Spiel verbracht habe. Und ich glaube, ich habe da so eine Selbstblock, so, ne? Nein, das machst du nie wieder. Nein, deshalb habe ich so für mich das Trophäenhunten, dann, das ist so eine andere Sucht. Da kann ich in jedes Spiel reingehen, meine 100% machen und dann wieder gehen. Aber es ist einfach mega interessant, wenn man klein ist und überlegt, wie könntest du ein paar mehr Leute bekommen und überlegt dann in diese Richtung zu gehen. Und die Großen, die dann denken, oh Gott, ich habe keine Lust mehr auf das Spiel, ich will da eigentlich raus und was anderes mal streamen. Das finde ich amüsant. Und interessant. Nicht nur amüsant, interessant. Aber das mit dem Achievement Hunten, das ist ja im Prinzip mehr oder weniger ein Konzept schon, was du hast, ne? Und ich glaube, das braucht man ja auch irgendwo, wenn man Ich brauche zumindest klein das. anfängt und wirklich möchte, dass man halt wächst als Variety-Streamer. Ich brauche das, um nicht auf Spielen Ewigkeiten hängen zu bleiben. Ja. Das ist ich kann im Geiste mit dem Spiel abschließen, wenn ich die 100% habe. So im Grunde kann ich damit. Ist natürlich toll, wenn man in dem Spiel in einer anderen Version noch mal 100% holen kann. Das ist, also ich bin was sowas angeht, doch ein ganz doller Suchtmensch. Das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ich bin, da bin ich sehr suchtgefährdet und deshalb fange ich ja solche Spiele wie damals Black Desert, fange ich nicht an. Weil ich gucke mir das dann an und während ich es angucke, merke ich, wie die Synapsen bei mir schon anfangen zu tanzen. So, Und ich habe immer bei Dizzy geguckt und denke mir, oh Gott, dieser schöne Char und es sieht alles so toll aus und das könntest du machen. Und ich habe mich innerlich schon 25 Stunden lang angeln sehen und danach gehen wir noch das machen, 3 Stunden schlafen, dann wieder. Ich brauche das. Ich muss diese Abwechslung haben. Ich muss irgendwo mit diesen Spielen abschließen können. Sonst, ja. Mir hilft da der Stream mit, Selbstschutz. nicht süchtig zu werden, muss ich sagen. Ja, also ich habe Black Desert auch. Also ich hätte super gerne noch mehr Black Desert gespielt, haben mir aber gesagt, nee, kannst du nicht machen auf dem Stream, weggelegt, fertig. Inwiefern hilft der Streamer dabei, dass die irgendwann sagen, hey, reicht, wir wollen was anderes sehen? Dass ich mir Oder irgendwann wie ist es? denke, also bei mir ist es so, ich denke mir irgendwann, jetzt wäre es mal so langsam Zeit, wieder mal irgendwo anders hinzugehen. Das habe ich mir damals bei Stardew Valley zum Beispiel auch gedacht. Oder denke ich, habe ich mir, ich spiele ja, ne, das Spiel, was ich am meisten gespielt habe, war ja Modded Minecraft. Und das denke ich mir immer, wenn ich ein Pack irgendwann bis zu einem gewissen Punkt gebracht habe, denke ich mir auch, okay, jetzt so langsam könntest du mal, würde ich jetzt für mich alleine spielen, so wie ich damals zum Beispiel WoW gespielt habe, würde ich einfach kein Ende finden wahrscheinlich. Und würde so lange, weiß ich nicht, raiden oder PvP machen oder was, bis es kein Ende mehr gibt.
Und der Stream ist da irgendwie, weil man sich selbst ja auch irgendwo als Unterhalter sieht, finde ich, kommt das irgendwie automatisch nach einer Weile. Irgendwann ist einfach alles gesagt zu einem Spiel. Es ist gut, wenn man wechselt. Ja. Weil ich habe mir das irgendwann zur Aufgabe gemacht, nachdem ich meine Liebe entdeckt habe. Also für mich ist, ich habe meine Liebe entdeckt in Computerspielen. Dizzy. In AAA-Titeln. Ja. Also ich versinke in jeglichen AAA-Titeln. Also die kann ich rauf und runter spielen. Und ich mag das Game mit anderen teilen. Wenn ich, also ich sage auch jedes Mal vor, hey Leute, egal was ihr spielt, egal ob es League ist oder was auch immer, interessiert nicht. Setzt euch hin, packt eure Meinung, schmeißt die irgendwo hin, legt die beiseite, guckt euch das an und dann gibt es einen Nerdständer. Und das hat bei so vielen Leuten schon geholfen, dass sie dann nachher gesagt haben, holy Schmidt, was war das denn? Richtig geile Nummer. Und spielen es danach dann auch selber. Und haben aber vorher nur immer dasselbe gezockt. Und das finde ich persönlich, das liebe ich an Variety. Man kann sich halt mal rauswagen. Man kann mal so sagen, ja, heute, ich nehme einfach die Tür und gehe da durch und vielleicht ist es cool, vielleicht auch nicht. Und dann legst du es einfach wieder weg. Und das ist halt richtig edel. Und das ist auch wichtig, dass es Menschen gibt, die das machen. Und ich denke auch, dass jeder, also jeden, den ich kenne und seit 3-4 Jahren beobachte, jeder braucht mal zwischendurch was anderes. Also selbst die härtesten Jungs mit 5000 Stunden Counter-Strike oder 3 Trilliarden Millionen Stunden in FIFA oder so, die brauchen immer was anderes. Und ich glaube, man sollte immer bei solchen Sachen den richtigen Moment suchen und auf sein Herz hören und sagen, okay, pass auf, Leute, der Schritt ist echt schwer, das kann mir das Genick brechen, aber im Endeffekt ist es das Richtige, weil hör auf dein Herz, das was du bist halt du dann, du bist halt lustiger drauf, du machst einen besseren Stream, das sind halt so Sachen, die immer außer Acht gelassen werden, auch wenn es dein Job ist, man muss halt die Gefahr eingehen, denn ich meine, es ist nun mal so, dass Stream irgendwo auch noch Freizeit ist und Hobby und Spaß machen soll. Und ich glaube, ganz viele Leute haben den Spaß schon vor ganz langer Zeit verloren, denke ich. Aber trotzdem muss man sagen, es ist schön, ein Spiel zu haben, auf das man sich immer wieder zurückfallen lassen kann. Also so ein Sicherheitsnetz. Falls man mal gar keinen Bock auf alles hat, dann kann man immer noch bei mir halt ein neues Modpack anfangen. Oder bei Daniel halt FIFA. Aber ist das nicht gerade schwierig, wenn man, also ich probiere das gerade alles für mich umzumünzen, dass ich selber sage, ich bin neu auf Twitch, denke mir, ja, ich fange jetzt an mit Stream und dann überlege ich, nehme ich nur ein Spiel und spiele das erstmal, um meine Community aufzubauen oder fange ich von vorne an zu variieren. Ich stelle mir super schwierig vor, dass wenn man komplett neu anfängt, ein AAA-Titel nach dem anderen spielt, weil wenn man dann mal 20, 25 Viewer hat, das Spiel fertig ist und man dann ein neues anfängt und diese Viewer wegbrechen und es dann sozusagen wieder anfangs von null losgeht, ich weiß ich nicht, ich finde das super, super, ja, das ist dieser Punkt, den ich selber nicht kannte. Bei YouTube war er damals bei mir da, aber da habe ich es auch wirklich so gemacht, wie Skyrim kam raus, ich habe angefangen, FIFA kam raus und habe damit dann weitergemacht. Ich stelle mir das auf Twitch super schwierig vor. Vor allem jetzt, wo Twitch immer größer wird, die Blase wird immer größer und immer größer, ja. Immer mehr Leute denken, sie können streamen. Es gibt ja auch viele, die wahrscheinlich super viel Potenzial haben, weil ich denke, dass es bei vielen noch einfach extrem unterschätzt ist, was das alles mit sich bringt. Und es ist ein Gedankengang, wo ich mich selber momentan nicht hineinversetzen könnte. Das meine ich also halt. Ganz, 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 ganz schwierig. Das meine ich halt mit dem Konzept, ne? Du brauchst halt irgendwas, was dich ein bisschen von der Masse abgrenzt, sozusagen. Das, ja. Oder ja. Du bist ein verdammt guter Entertainer. Das kann natürlich auch sein. Wenn du 20 Stunden quatschen kannst am Stück, wie ich weiß nicht wer, dann gucken dir die Leute sowieso zu. Dann kannst du spielen, weiß ich nicht, alles. Aber wenn du jetzt ein Normalo bist, der einfach Bock hat zu streamen und dich wirklich abgrenzen willst, dann brauchst du halt wirklich dieses Konzept. Und Achievement Hunten zum Beispiel ist ein Konzept, hätte ich jetzt gesagt. Das kam aber erst später. Ja. Also ich habe jetzt nicht angefangen und gesagt, hier, Businessplan, ne? So und so habe ich das vor. Und so wird das jetzt durchgezogen, weil dann hätte ich das wirklich so durchgezogen. Das hat sich erst später, und das war dann wieder ein bisschen schwierig, das Trophäenhunten, das kann auch mal grind, ne, so grindlastig sein. Also wenn ich dann, sagen wir mal, ich spiele God of War,
Ja, wow, super, Smash, Smash, Blut, bam. Und dann stehst du halt mal 20 Minuten lang an einer Stelle, weil du weißt, diese Stelle, ich habe das Spiel schon mal gespielt gehabt, diese Stelle ist optimal, um die 1000er-Kombo hundertprozentig zu machen, ohne dass sie abbricht. Und du sitzt dann da, der Charakter darf sich halt nicht großartig bewegen, weißt du? Smash die Taste, musst dich ein bisschen drauf konzentrieren, was du machst, und liest dann Chat. Das hat schon gedauert, die Community so da dann hinzubringen, zu sagen, jetzt haben wir halt mal so einen Moment. Ne? Ich bin halt sowieso viel am Reden, aber 20 Minuten lang zu sehen, wie der Charakter nur so macht. Ja, Und dann das stelle ich verkackst mir du bei dir eventuell. höchst interessant vor. No, nee, ich weiß nicht. Ich sage dann immer, es tut mir leid, ich weiß, es ist gerade die ganze Zeit das Gleiche. Aber das ist Aber halt. das ist, ja, aber das musst du auch erst, da habe ich Angst gehabt. Ja, Da bin ich ganz ehrlich. da gebe ich dir vollkommen recht. Davor habe ich immer Angst, wenn bei mir das eintritt. Aber da hilft ja eben genau dieses Konzept, dass du halt. Das ist wie im wahren Leben. Grinden macht dann nur Spaß, wenn du wirklich das Ziel da drüber hast. Wofür du das machst. Und wenn du jetzt das Ziel Achievement Hunten hast, dann haben ja auch die Zuschauer quasi Bock, dir dabei zuzusehen, wie du dieses Ziel erreichst. Und dann sehen sie über den Grind halt drüber hinweg. Oder sie sind einfach nur da, weil sie dich lieben. Ich habe Ja. drei Ja. Abende gespielt, Flappy Go, ja, also Goat Simulator. Und im Goat Simulator gibt es ein Spiel, das heißt Flappy Goat. Das ist eine Abwertung von Flappy Bird. Flappy Bird, genau. Und das ist so, das war das Letzte, was mir gefehlt hat. Und als ich es am dritten Tag irgendwann geschafft habe, dieses Level zu erreichen, immer wieder das Gleiche, habe ich auf den Chat geguckt und ich habe genau gewusst, dass vielleicht drei Leute von über knappen 100, dass vielleicht drei Leute es gesehen haben, weil die meisten haben dich so ein bisschen nebenbei dann laufen gehabt. Und da muss ich sagen, da bedanke ich mich dann wirklich auch wahnsinnig bei meiner Community, die dann wirklich da sind, wegen mir und nicht wegen dem Spiel und das dann mit mir durchziehen. Ja, wo du das gerade sagst, pass auf, einfach mal aus der Kalten, ne? Macht euch mal Gedanken, beschreibt eure Community in 2 bis 3 Sätzen. Nicht sofort, wir reden weiter, aber überlegt Okay, euch mal, danke. beschreibt eure Community in 2 bis 3 Sätzen. Sali schreibt einen Aufsatz, richtig gut. Moment. Ja, okay, weiter geht's. Das ist auf jeden Fall, sich das, da habe ich wirklich ein bisschen Angst gehabt vor. Weil ich habe dann vorher solche Sachen wie die Bioshock-Reihe durchgespielt. Da war ich noch nicht auf Trophy Hunten aus und so. Ich habe Trophy Hunten erst richtig ein. Es war aber immer ein Wunsch. Also ich wollte das immer, ich habe das dann offstream, habe ich halt noch meine Trophäen gehuntet. Und richtig eingeführt habe ich es dann erst mit Witcher 3. Bei Witcher 3 habe ich es dann durchgezogen. Da habe ich gesagt, so, das ist das, aber da habe ich dann auch schon ein Dreivierteljahr gestreamt. Das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte weiterhin auf 100% spielen. Mir macht das Spaß. Wir nehmen alles mit. Wir nehmen von Goat Simulator, Rambo bis zu Witcher 3 und Dark Souls. Es wird das, was mir gefällt und wo ich sage, Baby, da habe ich Bock drauf, das Spiel noch laut weiterzuspielen. Da würde ich gerne die 100% holen. Und da habe ich mich dann aber auch erst getraut, weil ich schon einen etwas festeren Kern an Community hatte. Meinst du jetzt mit Rambo den Railway-Shooter? Ja, Um Gottes Willen. den habe ich schon hier liegen, das wird lustig. Da kann ich dir ein schönes Review vom Angry Joe geben. Der hat da ein sehr, sehr lustiges Review drüber. Ehrlich? Also Ja. ich mag das halt. Das ist das Tolle, dass ich wirklich alles, ich kann alles streamen. Und das ist so Also, wenn du mega. damit durchkommst, dann hebe ich dich auf ein Altar oder ich weiß nicht. Ich finde das super. Das ist mega. Ob ich da jetzt Barbie reinstecke und sage, Leute. Ja. Und die sagen dann immer, Sally, aber warum spielst du das? Und irgendeiner aus der Community raus, weil es eine Platin hat. Ne? Sie kann 100% holen. Sag, genau. Das macht mir halt Spaß und das ist schön machen zu können. Macht ihr euch denn, ich meine, wenn wir schon über Communities reden, macht ihr euch Gedanken, wie ihr das Ganze festigen könnt? Also habt ihr da für Leute, die eventuell neu anfangen, habt ihr da irgendwie so Gedanken, die ihr euch macht? So, ich sag mal, Pläne oder Ideen? Oder sagt ihr einfach, okay, pass auf, ich bin hier der Magger und reiß die Kiste an und dann geht ab? So mache ich das. Ich habe keinen Plan.
Deswegen trifft mich die Frage, beschreibt eure Community in zwei Sätzen oder in drei Sätzen auch so, weil ich sehe meine Community nicht als Community. Ich sehe da halt ganz viele Leute, die mir halt mal zugucken und mal nicht. Und da sind halt viele Namen, die ich schon seit Anfang an lese und die habe ich gern, aber das jetzt, ich finde es schwierig, das als persönliche Community zu sehen. Ich sehe mich eher als Teil halt einer etwas größeren Community dann bei Twitch. Und nicht, dass ich jetzt so einen Kreis drunter habe, wo ich halt mit meinem Namen hip drüber stehe. Nein, nicht drüber, drinnen. Oder drinnen, ja. Das ist eben, ich glaube, das ist auch, du stehst ja nicht drüber, du stehst drin. Eine Community, das sehe ich jetzt gerade zum Beispiel bei Namensfindungen und so, das ist ja auch was ganz Eigenes, was du nicht immer hundertprozentig selbst dann steuern kannst. Ja, ja. Weil dann gehen, weißt du, nee. Also ich merke das, wenn ich eine Zeit lang sowas wie Dark Souls spiele und ganz wenig Zeit für den Chat habe, dann passiert mir das so wie Dizzy, dass ich mich dann am zum Beispiel Freitag dann hinsetze und dann reden wir ein bisschen, noch ein bisschen mehr für nehmen kann. Also ich... Ja, aber siehst du, sowas zum Beispiel könnte ich gar nicht. Ich kann mich nicht da hinsetzen, einen Stream anmachen und erstmal eine Stunde quatschen. Ich brauche einen Mal langsam was spielen. Wer hat denn an der Uhr gedreht? Dann redet man noch mal ein bisschen, so noch mal 1,5 Stunden um und dann spielen wir halt auch noch irgendwas. Nee, ja, ich habe dann doch schnell den Black Ink da reingemacht und die und meine Virus losgelassen. Aber das brauche ich. Ja, aber siehst du, das zum Beispiel... Weil ich dann merke, dass die... Ich habe dann das Gefühl, vielleicht ist das gar nicht so, aber ich habe dann das Gefühl, dass mir die Bindung und der Kontakt dann wegschweift. Weil ich mir zu wenig Zeit für nehmen kann. Also ich. Ja, aber siehst du, sowas zum Beispiel könnte ich gar nicht. Ich kann mich nicht da hinsetzen, einen Stream anmachen und erstmal eine Stunde quatschen. Ich brauche ein Spiel dabei. Ich momentan mache ich den Stream an und solange das Spiel nicht läuft, fällt mir sowieso nichts ein, was ich erzählen soll, außer, ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Willkommen. Hallo, jedem Einzelnen. Und dann lege ich halt erst los. Und dann, während ich spiele, kommen dann die Themen halt, über die ich mich unterhalte. Es also geht mir auch um Slappy. Es gibt ja ganz viele, die starten den Stream, da läuft das Spiel schon. Ja. So, ne, die sind dann direkt, das könnte ich gar nicht. Und ich kann wiederum nicht einfach mich eine Stunde hier hinsetzen und mit Leuten quatschen, weil irgendwann sind doch die Themen, also meine, bei mir ist das so, irgendwann sind die Themen weg, aber ich bin halt auch auf Partys, den andere Leute ansprechen und nicht der auf andere Leute zugeht und der die Leute anspricht. Deswegen, ich glaube, das ist einfach so eine persönliche Geschichte. Aber du stehst ja nicht als Alleinunterhalter da. Obwohl du da bist und streamst, sondern es ist ja da passiert ja auch ganz viel eben im Chat und dann, ich finde das toll. Ja, bei mir nicht so. Am Anfang halt, ne? Ich bin ja jetzt noch nicht so groß wie ihr. Deswegen, bei mir ist das so, ich brauche eine Stunde, dann habe ich halt erst Leute da. Am Anfang sind vereinzelt Leute da, an manchen Tagen mehr, an manchen Tagen weniger. Aber es kommt auch vor, dass ich 10 Minuten anlaufen lasse und dann halt hat einer in den Chat geschrieben, hallo. Und dann komme ich rein und schreibe noch 2 weitere Hallo. Ja, dann, ne, mit 4 Leuten kann ich mich auch unterhalten, aber das ist dann halt schon wieder schwieriger, als wenn dann 40 Leute oder so in Chat schreiben. Vielleicht liegt es da. Wie ist das bei dir, Hahn? Ich meine, du bist schon eine ganze Weile ruhig. Bist du mehr so der Schnacker oder, also, schnackst du am Anfang viel oder, ich meine, du schnackst dir an Wolf, währenddessen du spielst, ja, muss man ja mal sagen, aber. Ich kann immer und jederzeit unendlich viel reden. Es ist ein ich wollte gerade sagen. Okay, ja. Es ist halt immer extrem themenabhängig. Für mich ist es immer so, ich bin halt ein bisschen anders gepolt. Wenn mir bestimmte Dinge passieren, ich bin ja selber jetzt nicht ganz so alt mit knapp 23, sind bestimmte Lebenssituationen oder bestimmte Erfahrungen, die ich so selber gesammelt habe, sowohl in meinem Leben oder die jetzt ab und zu mal auf der Arbeit passieren oder sonst irgendetwas. Ich teile mich da mal ganz gerne mit und bin auch immer extrem offen. Also es weiß ja zum Beispiel auch so gut wie jeder aus meiner Community, die so im härteren Kern sind, wo ich wohne, wie ich mit vollem Namen heiße, jeder kann mich besuchen kommen, etc. Ich bin da halt sehr, sehr offen. Und für mich ist es sehr wichtig, Erfahrungen auszutauschen. Und ich könnte beispielsweise einen Stream anmachen, ich könnte wahrscheinlich ein schwarzes Bild zeigen und mich dann 3, 4, 5 Stunden über Gott und die Welt unterhalten. Und solange ab und zu nur ein Satz eingebracht wird, den ich aufgreifen kann, es läuft. Läuft. Und ich denke mal, das hat sich extrem entwickelt durch meine Arbeit, wo man häufig, wie beim Küchenverkaufen, sieht es häufig so aus, dass man einen Kunden vor sich sitzen hat, der
keine Ahnung hatte in der Regel. Mit der Küche beschäftigt man sich dreimal ungefähr im Leben. Und man muss den Kunden immer wieder an die Hand nehmen und ein bisschen Smalltalk machen. Dann bestimmte Dinge aufgreifen. Die müssen ja auch ab und an mal lachen. Bei manchen klappt es, bei manchen nicht. da gehört einfach sehr, sehr viel mit zu. Und das sind einfach bestimmte Dinge, die sich so jetzt durch YouTube, Twitch etc. einfach von selbst so entwickelt haben. Also für mich ist manchmal Reden fast wichtiger als das Spiel, was ich eigentlich zeige. Aber das ist dann situationsbedingt. Ja. Und das ist, denke ich mal, auch ein Punkt, wo ich sage, dass das irgendwo meine Community zum Teil auch auszeichnet, dass ich extrem offen mit denen umgehe und die auch extrem offen mit mir umgehen. So jeder, der irgendwie mal irgendwo drüber reden möchte oder sowas, egal ob das jemand der Subscriber ist, ob der komplett neu ist oder sonst was, ist immer jeder herzlich willkommen. Und ich probiere, was mir sehr wichtig ist, alle gleich zu behandeln. Da stößt man wahrscheinlich ab und an mal gegen Brett, wo es dann in anderen Streams heißt, warum? Wenn ich dir jetzt beispielsweise Summe X spende oder seit einem Jahr Subscriber bin, warum habe ich keine Vorteile oder sonst irgendetwas? Aber meiner Meinung nach gehört das einfach nicht in meinen Stream. Und das geht, umso einfacher geht es von der Hand, sage ich mal in Anführungsstrichen. Das sehe ich ja ganz anders. Bei mir kommen die Subs zuerst. Und dann erst. Also grundlegend, ich glaube, könnte man so machen. Es ist nachvollziehbar. Auch andere Dinge sind für mich nachvollziehbar. Aber ich könnte es so selber nicht aufgreifen oder realisieren. Weil. Und dann erst. Also grundlegend, ich glaube, könnte man so machen. Es ist nachvollziehbar. Auch andere Dinge sind für mich nachvollziehbar. Aber ich könnte es so selber nicht aufgreifen oder realisieren. Weil, nee. Der zumal, genau. Snappy, du brauchst erstmal den Knopf dazu, dass du überhaupt deine Subs. Also gut, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Das ja, ich wollte dir das noch schnell durch die Blume Es tut mir leid. Nicht, dass es jetzt irgendwie eine Wunde ist, die bekannt ist. Nein, gar nicht. Gut. Ich noch Glück. Also, wenn ich auf irgendwas verzichten kann, dann den Sub-Button. Mal jetzt so daher gesagt. Schauen wir einfach mal in die Zukunft und sagen einfach: Morgen. Wenn wir den Streamer machen, haben wir 1.500 Viewer. Sehe ich nicht. Und gesetzt den Fall. Egal, wer von uns jetzt. Und es ist einfach, ihr kommt nicht mehr hinterher. Weil ich sag mal, wir sind ja sehr, sehr gebunden an unsere Communities. Alle sehr persönlich im Umgang mit ihnen. Also wirklich mit jedem unserer Viewer. Wie ist das, wie denkt ihr, dass ihr das irgendwann kompensieren könnt oder wollt ihr dann einfach loslassen? Wie loslassen? Übrigens, Leute, wenn ihr Fragen habt, alle jetzt im Chat, die von die Haaren da sind und alle von Slabby, Sali, von mir, wenn ihr eine Frage habt, bei Twitter haut das Ganze rein unter Hashtag Plankenschnack oder wenn ihr noch Glück habt und Doggy da ist, also Blau Doggy und der gute Laune hat, dann gibt ihr das sogar weiter. Aber nur, wenn er gute Laune hat. Letzte Woche war er gut gelaunt. Also haut raus das Ding, ballert das da rein. Wir werden darüber auch noch sprechen. Das Thema wird hier nicht 2-3 Stunden gehen. Also falls ihr irgendwas wissen wollt, dann bitte und auf geht's. Ich habe vergessen, was ich dich gefragt habe. Hast du mich was gefragt? Du hast was gesagt. Ja, Gesetz den Fall, morgen oder irgendwann haben wir 2.000 Viewer. So. Ja. Und wir können einfach nicht mehr auf alle eingehen. Ja. Sagt ihr dann irgendwann so, okay, ist mir Wurst? Oder versucht ihr das noch irgendwie zu regeln? Regeln? Es ist schwer, Leute. Also ich sag mal, ich hab mein persönliches Limit gefunden an Viewerzahlen, wo ich sage, okay, Leute, jetzt steige ich aus, das schaffe ich nicht mehr alles. Seid ihr dann irgendwie, dass ihr das versucht zu kompensieren? Oder also inwiefern würdet ihr das kompensieren wollen oder versucht ihr den Leuten das nahezubringen, dass es einfach nicht mehr funktioniert? Weil das wäre ja sozusagen nochmal die Extrameile obendrauf. Also ich hätte die Möglichkeit beides. Also ich erstens nahebringen in dem Moment, dass da halt nicht gerade so viel geht und zweitens könnte ich halt noch kompensieren, da ich ja nur vormittags und nachmittags streame, dass ich dann eben noch die Abendstreams dann wieder mit dazu nehme, um eben auch mit anderen, ne, von der Community da wieder Anschluss zu finden, wo man dann auch andere Sachen spielt und ja, also ich würde, weil es mir einfach noch möglich ist, noch mehr Zeit investieren. Ich nicht. Katz, ich liebe dich. Hahn, du warst ja. Hey, Regie, sorry, aber wir machen demnächst mal Kürzungen von Ehepaarstunden.
Verstehst du? wie ist das bei dir? Ich meine, du warst ja schon in so einer Situation. Du hast ja nur schon bei FIFA deine 2.000, 3.000 Leute gehabt, so. Ja. Ist das so, dass du da schon Angst vor hast? Weil du schlägst ja jetzt quasi einen anderen Weg ein. Es ist spielabhängig. Also ich sag's mal so, bei FIFA, wo mein Ehrgeiz, ich kann verlieren, auch wenn ich manchmal sauer bin, ich kann verlieren. Bin auch hinten raus ein guter Verlierer, aber ich bin sehr ehrgeizig. Und FIFA ist ein Fußballspiel und das Ziel des Spiels ist letztendlich zu gewinnen. Und wenn das jetzt ein sehr spannendes Spiel ist, dann kann manchmal auch schon 200, 300 Leute sein. Der Chat ist ja in der Regel bei FIFA ein bisschen aktiver, dass ich ein paar Sachen außer Acht lasse. Aber ansonsten ist ab 1000 wird's schwierig. Also wenn ein gewisser Fluss da ist, 1500 aufwärts gerade, wo bei jedem Tor, bei jeder Aktion immer jeder seinen Senf dazu gibt. Ist ja mal toll, wenn man ein Gegentor bekommt, dann finden es ja mal alle Weltklasse, wo man manchmal so eine Krawatte bekommt. Direkt. ja, ab und an schon. Ist es wirklich extrem schwierig. Aber bei Dark Souls ist es zum Beispiel wieder ein bisschen anders gehalten, weil wenn ich komplett im Tunnel bin und ich bin auf den Boss fokussiert und ich will diesen Boss um jeden Preis jetzt besiegen und er hat mich schon 40 Mal besiegt, dann schalte ich irgendwann von selber ein bisschen runter und gehe in diesen Tunnelblick und dann sage ich auch vorher, hey, nehmt es mir jetzt nicht übel, ich konzentriere mich jetzt. Wenn ihr Fragen habt oder es irgendwann wichtig ist, spart es euch kurz auf, bis die Zeit da ist, dass man drauf eingehen kann. Und bei anderen Spielen, wenn man jetzt häufiger wechselt, etc., wird darauf häufig Rücksicht genommen. Bei FIFA war es nicht der Fall, nein. Aber es liegt, denke ich mal, auch daran, dass, wie gesagt, zum Teil, wenn du da bei FIFA deine 2.500 bis 3.000 Viewer hattest, da sind einfach viele bei, die sehr viel trollen, die sehr viel einfach totalen Blödsinn von sich geben, wo man neben dem Chatverfolgen auch noch filtern muss. So, weil Leute, die dann eine auffällige Farbe haben beispielsweise, weiß. Ich habe immer die Dark Chat an, wenn jemand Turbo-User ist und weiß anhat, ich lese alles, was weiß ist. Und manchmal kriegt er so eine Krawatte, weil die dann bewusst das immer merken und dann anfangen zu piesacken, immer mit einer Nadel in die kleine Wunde reingehen. Ist schrecklich manchmal. Und es variiert stark. Sehr, 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 sehr stark. Aber es wird auf jeden Fall bei mir zumindest momentan immer besser. So, umso mehr ich mich von FIFA distanziere und umso mehr ältere Leute dazu kommen, die in meinem Alter sind plus. Ich habe bei Division zum Beispiel noch nie mit jemandem gespielt, der irgendwie unter 18 oder so beispielsweise war, was bei FIFA wahrscheinlich auf 60% der Leute zutreffen würde. So, das ist auch in Ordnung, das ist ja nichts Schlimmes. Also ich respektiere jeden, solange er mich auch respektiert. Das spielt das Alter für mich keine großartige Rolle. Aber man merkt es halt einfach, dass ab einem gewissen Altersschnitt Erfahrungswerte und der Respekt anders gehandhabt wird als bei jüngeren Zuschauern. Und ich glaube, dass das auch relativ schwierig ist, beides in einen Topf zu bekommen, gerade für ein paar Mods etc., als es dann hieß, hey, was ist da mit FIFA los? Wie sich das alles entwickelt? Da sind dann halt mehrere auch auf mich zugekommen und da habe ich selber erst gemerkt, okay, es passiert irgendetwas, du musst dich damit jetzt auseinandersetzen. Du musst gucken, wie entwickelt es sich, wie kriegst du es hin? Und da bin ich jetzt momentan noch am Rumtüfteln, da irgendwie den Mittelweg zu finden, weil das muss ich über lange Sicht hinbekommen und nicht innerhalb von ein paar Wochen oder einem Monat, das schaffe ich nicht. Aber gut, dass du älter sagst. Dein Alter ist in meinem Chat deine kleinen jungen Menschen. Ja, ich weiß. Ich habe das hier schon häufig gesagt. Ich finde das Weltklasse. So, wenn einfach ein gewisser Umgang standardmäßig im Chat ist und ich es von damals her nicht kannte, ist es einfach so viel angenehmer und so viel schöner. Also auch wenn 1000 Leute sind, es muss nicht immer alles runterrattern. Es muss nicht alles zugespammt sein. Warum? So, es muss doch nicht sein, es gibt doch gar keinen Grund dafür. Also man kann doch eigentlich als Viewer meiner Meinung nach froh sein, wenn selbst bei 1000 Viewern der Chat ein bisschen langsamer ist, weil man dem Streamer viel mehr Möglichkeit gibt, auf alles einzugehen. Aber das sehen viele scheinbar nicht so. Also jetzt nicht nur bei mir in Streams, auch wenn ich irgendwo anders mal unterwegs bin, das sehen viele scheinbar anders. So viele Viewer muss immer viel Spam sein. Es ist halt eine Einstellungssache. Der eine steht darauf und der andere darauf. Also ich sag mal, Spam bringt halt immer Hype mit sich und Hype bringt halt gute Laune mit sich und finanzielles und ihr wisst schon. Ja. Und ein gesunder Hype ist halt gut, ja. Und ich sag mal, für einen Streamer, ganz ehrlich, wenn bei dir richtig Alarm ist, wenn du irgendwas machst und der Chat durchknattert, so wie vorhin zum Beispiel, wo jemand was gesagt hat, der jetzt auf dem CT war und alle ihm Facepalm gegeben hat, Es ist eine schöne Sache, ja, aber es sollte halt kontrolliert sein. Also ich verstehe das Spam auch nicht. Es gibt halt so Sachen,
wo ich sehr cool finde. Aber so sinnfrei Sachen in den Chat reinballern, das ist auch nicht so die Devise. Also Genau. so gepflegte, erwachsene Bud Spencer-Witze. So, da stehe ich total drauf. So, das ist halt so, das ist halt witzig. So, das ist ganz normal, kein Witz erzählen, sondern einfach so, die Leute sind authentisch. Und so läuft das halt. Und Authentizität ist, glaube ich, im Chat halt auch nicht Spam, so, finde ich. Oder halt zumindest nur kontrolliert, ne? Wenn es halt Kontrolliert, mal also ich gerade meine, passt. ja, genau. Das ist halt Finde auch ich. sehr geil. Finde ich jetzt auch nicht schlimm, wenn bei mir jetzt jemand, weiß ich nicht, wenn es gerade passt und alle Vape Nation oder sowas spammen oder sonst irgendwas, dann finde ich das lustig halt in dem Moment, weil ich bin ja selber Troll, ich troll ja auch in allen Chats. Macht ja auch Spaß. Aber halt bis zu einem gewissen Niveau und bis zu einem gewissen Grad. Und dann kann man auch mal eine Ernstunterhaltung wieder führen. Deswegen Robo 9000, finde ich, muss ich mal ausprobieren irgendwann, wenn ich dann größer bin. Das würde mich mal interessieren, wie das funktioniert. Lass uns mal kurz auf die Frage von vorhin zurückkommen. Ja. Beschreibt eure Community in zwei oder drei Sätzen. Die Hahn, Daniel, du kannst als Ja. Letzter. Ja, danke. Also Okay. vielleicht auch nicht. Ich Ich guck nehme mal. Ich habe. Ich nehm dich in Schutz, okay? hab. Ich nehme dich in Glaub. Schutz. Du darfst als Letzter. Slappy fängt an. Okay. Slappy fängt an. Naja, das ist halt jetzt die Frage. Ich habe Treu. Ich habe nur In ein zwei, Wort. drei Sätzen. Ja. Treu. Ja, Nein, das keine ist. Ahnung. Also ich hab halt eine Community hat einen Kern von Leuten, die immer dabei sind, egal welches Spiel man spielt. Dann gibt es Leute drumherum, die bei Spielen sind, die zu einem gewissen Konzept noch darüber passen. Und dann gibt es halt die nur für ein Spiel da sind und sich danach wieder verabschieden. Und mit allen dreien kann man gut arbeiten. Und das ist halt so ein, wie so ein pumpendes Herz oder so, weiß ich nicht. So würde ich meine Community einschätzen. Die ist halt klein. Ich kann dir jetzt halt, ich würde es jetzt nicht sagen, dass ich eine eigene Community habe. Es ist mehr so eine Schnittmenge oder so. Das war jetzt mehr als zwei Sätze sogar. Aber es ist halt schwierig zu beschreiben. Sali, willst du oder soll ich? Möchtest du? Schnick, schnack, schnuck? Okay. Okay. Aber nur eine Runde, Einer. okay? Einer von allen. Ja, genau. Okay. Schnick, Knick, schnack, schnack, schnuck. schnuck. Okay, ich bin dran. Hä? Hast du nicht gewonnen? Ja. Ach so, Deswegen bin ich okay. ja dran. Ah, okay. Ja. Der Verlierer wäre nicht dran gewesen. In zwei Sätzen. Die geilste Community auf Twitch und die wahrscheinlich erwachsenste, reifste und verdammt lustigste Community auf Twitch. Zwei Sätze. Und ich Yay! gehöre dazu, Also ja, wenn ich das auf alle beziehen sollte, also ich rede jetzt nur von meinem Stream, wenn ich das auf alle beziehen sollte, auf die ganzen Bay Pirates, habe ich dieses Wochenende wieder gemerkt. Beim Community-Treffen, ich liebe diesen Laden mit jeder Faser meines Körpers. Mit jeder. Das ist einfach die Entschuldigung, Herb, ich hab dich lieb, aber das ist die absolute Gönnung. Aber sowas von. Das ist unfassbar schön. hast du schön gesagt. C war irgendwer? Gönn dir. Hashtag gönn dir. Digga. Oh. Digga. Das ist ja da. Warum habe ich denn verloren? Hätte ich nur vorher was sagen können. Das ist ja nicht mehr zu toppen. Wow. Ich bin dran, oder? Was, Ja, wie bitte, hattest du bitte, mich? bitte, Ach bitte, so, bitte. okay. Also meine Community ist mitunter einer der verständnisvollsten. Meine Community ist wie ist meine Familie, muss ich sagen. Also das hat sich in diesen 1,5 Jahren, das sind Freunde, das ist Familie geworden, der Zusammenhalt ist fantastisch. Das Verständnis ist toll und das, ja, ich bin da, ich liebe meine Community. Ich kann da gar nicht mehr zu sagen. Knutsch euch! Oh.
Also was jetzt mich betrifft, ich probiere, also es geht, wie Sali gerade gesagt hat, ein bisschen in die Richtung, auch wenn ich jetzt nicht das richtige Wort dafür finde. Grundlegend, wenn einen das ab einem gewissen Punkt lange genug begleitet, gehört es halt irgendwann dazu. Bei mir sind es jetzt 2,5 bis 3 Jahre, wo ich gerade 2 Jahre, wo ich wirklich Gas gebe und so regelmäßig probiere zu streamen wie möglich. Also ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt irgendwann die eine oder andere Person mal sehen würde, würde ich die wahrscheinlich sofort wie einen richtig guten Freund behandeln, einfach weil diese Bindung übers Internet schon so lange da ist und gegeben ist, dass ich einfach so diese Gemeinschaft, ob man jetzt Community nennt oder wie man es möchte, einfach absolut klasse finde, egal in welcher Hinsicht. Was es aber momentan relativ gut beschreibt, wäre bei mir, den richtigen Deckel für den Topf zu finden, wie ich momentan alles so zusammenführen kann, dass ich probiere, alle glücklich zu machen. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich es schaffe, aber es ist momentan meine Herausforderung für mich selber. So aus dem ganzen Großen und Ganzen etwas Neues hinzubekommen, was denn auch, sage ich mal, unter dem Begriff Community läuft. Und da werde ich jetzt die nächste Zeit auf jeden Fall dran arbeiten. Was anderes würde mir jetzt nicht einfallen. 2 Sätze geht Hey, nicht. das war völlig positiv. Ja, klar, alles, ja, natürlich, alles andere wäre auch Quatsch, sonst würde ich es ja nicht machen. Eben. Ich gebe mich ja nicht 2,5 oder 3 Jahre mit etwas ab, was mir nichts bedeutet oder was mir keinen Spaß macht. So, das wäre ja Quatsch. So, das ist ja weggeworfene Zeit hinten raus gesehen. Das ist ja nicht der Fall. Also, ich bin auf alles, was ich erreicht habe, stolz. Jeder neue Meilenstein, jede neue, ob das eine Subscriberzahl ist, eine Followerzahl ist oder jeden neuen Kontakt, den ich knüpfe. Man kann auf alles stolz sein, man muss auf alles auch auf eine Art und Weise stolz sein. Und dann immer wieder ein neues Zielstückchen höher setzen. Und dann geht das immer peu à peu die Treppe weiter nach oben. Ich denke, das ist einer der wichtigsten Faktoren irgendwie, der mir immer auffällt, dass man die Dankbarkeit gar nicht mehr zeigt. Und das gilt für alle Streamer. Auch jeder, der hier ist. Ich glaube, wir zeigen nie genug Dankbarkeit für das, was eigentlich die Leute für uns machen. Ich meine, sie sagen immer, ja, wir machen viel für sie, ja, ist klar. Aber wir nehmen auch unheimlich viel von ihnen. Und ich denke, dass man. Also ich meine, man sollte wirklich das viel öfter sagen. Weil, also für mich zum Beispiel, ich jetzt als Jeniger habe es auf Community-Treffen gemerkt, dass was unfassbar für unfassbar nette Menschen da sind, die du noch gar nicht kennst, ja, noch nie gesprochen, aber sie jetzt mal im übertriebenen Sinne, sie würden für dich durchs Feuer gehen, ja. Und das ist. Ich finde, also vielleicht setzen wir einen Trend heute mit dem Plankenschnack, dass wir das anfangen, regelmäßig zu sagen, wie gut eigentlich die Leute zu uns sind. Und das darf man auch gar nicht vergessen, denn was ganz, ganz, wirklich ganz ehrlich, Leute, geht mal in euch, was wären wir ohne die Leute da draußen, die gerade zum Beispiel zugucken und sich mit uns unterhalten, die uns Themen zuwerfen, Fragen zuwerfen und lauter solche Sachen. Ich habe letztens, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe. Wir sind mittlerweile im 16. Plankenschnack. 16., ja. Wenn du das hier nicht zu einem Unfall werden lassen willst, kannst du ja nicht irgendeine Furz-Thematik nehmen, über die du reden möchtest, sondern musst dir halt schon was überlegen. Ja? Und also jede Woche die Fragen, nur die Fragen, die reinkommen, die Leute, da sind manchmal Sachen dabei, da würde ich niemals darauf kommen. Oder andere Dinge, die sie für uns tun, ja. Ich meine, wisst ihr, was ich meine? Frage ich mal so, wann habt ihr das letzte Mal Danke gesagt? Also nicht nur dahin Danke gesagt, sondern Danke gesagt. Letzte Woche? Okay. Ja, das ist aber, ich bin halt, ich sag denen oft, dass ich sie liebe und das tue ich auch und das am Wochenende. Gut, aber ich bin ein Mädchen. Ich setze mich halt am Wochenende hin und dann häkle ich was für meine Community und hau das raus und so. Ich versuche da, doch, ich versuche das immer wieder ihnen zu sagen und auch wenn ich bestätigt, was ganz toll ist, ist, wenn man bestätigt wird oder wenn man nicht bestätigt, sondern wenn man etwas machen möchte und sie einfach, man spürt, dass die hinter einem stehen und auch vielleicht so leicht schubsen, obwohl man sich selber noch nicht richtig traut, das zu tun. Das sind schon Sachen, ich bin da unglaublich dankbar für. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich da jede Woche mit ihnen reden und rumspaßen und philosophieren kann und dass wir so viele Sachen in den Spielen erleben. Das ist ja für mich immer wie die Realität, in dem Moment so, wow, schaut das, ist das nicht toll und so. Das ist,
Ich sage das ganz, ganz oft, weil ich unglaublich, unglaublich dankbar bin, das machen zu dürfen. Die beiden Jungs? Also bei mir war es heute Morgen um 11, als ich den 24-Stunden-Stream beendet habe. Okay. So. Ich finde solche Sachen, also das war jetzt ja ein Special von mir, ich finde das immer ziemlich interessant. Ich probiere mich immer in die Lage eines Zuschauers hineinzuversetzen, dass wenn ich mir jetzt vorstelle, so, da ist jemand am Wochenende, mir ist das Wochenende, weil ich in der Woche in der Regel arbeite, heilig, das sind so diese zwei Tage, die eigentlich, wo ich mir möglichst viel vornehme und viel unternehmen möchte, schaue ich jemanden zu, wie der 24 Stunden lang vor seinem Computer sitzt, etwas spielt und eigentlich mehr oder weniger Auslegungssache produktiv ist und welche sich das wirklich 24 Stunden komplett angucken, weil sie diesen Unterhaltungswert oder es ihnen so viel wert ist, ihre Zeit dafür zu opfern, um einfach unterhalten zu werden. So, das ist, weiß ich nicht, ich probiere mal diesen Gegenwert, diese Waage gleichzustellen, aber ich kriege das immer selber nicht unbedingt hin. Deswegen gerade jetzt im Moment, wo viele neue Leute dazukommen, sich ganz neue Möglichkeiten, sage ich mal, für mich aufspielen und sich auftun, probiere ich momentan in Form eines mehr als Danke sagen kann ich ja in der Regel nicht, außer in jedem Stream. Aber bei gewissen Dingen mich wirklich so zu bedanken, dass es auch wirklich ehrlich rüberkommt und ernst gemeint ist. Und die Leute, die lange genug dabei sind, wissen auch, dass ich für alles dankbar bin. Und ich hoffe einfach nur, dass es halt immer weitergeht, weil es einfach unendlich viel Spaß macht. Und das ist halt einfach perfekt. Arbeit vorbei, nach Hause kommen, wenn man nichts zu tun hat, Stream anmachen und es ist abschalten. Weltklasse. Entweder wie bei dir beispielsweise einen Stream gucken oder eben bei mir selber streamen. Ich finde es Weltklasse. Also super. Twitch hat mich extrem bereichert. Also deutlich mehr als YouTube. Ja. Debbie? Ich bin dankbar. ja, ich sag's nur nicht so häufig. Aber das ist auch meine Eigenart. Ich bin nicht so gut im Danke sagen. Ich kann auch nicht bei Geburtstagsgeschenken Danke sagen oder so. da ist schon. Gib her den Scheiß, Mann! Gib her jetzt! Ja, alle wissen, dass ich dankbar bin, das sollte reichen. Nein, nee, ich sag das ab und zu. Dann, aber eher bei Twitter und nicht im Stream. Im Stream. Ich wäre ja nicht der Troll, der ich wäre, wenn ich nicht ein Problem damit hätte, ernst zu sein, weißt du? Und sowas Ernstes ist im Stream immer sehr schwierig. Ich habe schon Probleme, Danke für weiß nicht, Follows zu sagen oder so. Tue ich zwar immer, aber schon da kriege ich Probleme. Und wenn dann richtig Leute anfangen zu gönnen, dann kriege ich noch mehr Probleme, Danke zu sagen. Da habe ich immer das Gefühl, ich sage nicht Danke genug und so. Und das ist aber, ja. Habt ihr auch diese Gefühle? Wenn ich mal ganz kurz den Aspekt, wir brauchen ja keine Zahlen auf den Tisch legen, aber habt ihr auch genau dasselbe Gefühl, wenn Menschen euch Geld geben, euch subben? Von hinten? Habt ihr komische Gefühle? Habt ihr euch damit schon mal auseinandergesetzt? Also, ist das für euch schon normal geworden? Oder ist das für euch immer noch so, okay? Also als ich damals von YouTube auf Twitch gewechselt bin, habe ich relativ schnell wie mein YouTube-Kanal den Subscribe-Button bekommen und habe da alles eingerichtet. Das ist ein Moment, den werde ich nie vergessen. Habe ich alles eingerichtet und blieb alles vor sich hin. Und es hat nie, ob ich 1500 oder 2000 View hatte, es hatte nie jemand etwas donated, es hatte nie jemand subscribed, weil diese Mentalität auf YouTube nicht bekannt war. Warum sollte ich jemanden, wenn ich ihm jetzt zugucke, auf einmal Geld geben oder subscriben für ein paar Smileys als Gegenwert. Weil auf YouTube macht man das ja auch nicht. Dass nach einem halben Jahr hatte jemand subscribed. Ich wusste nicht mehr, was das für ein Ton ist. Ich wusste gar nicht, wo es herkommt. Ich habe den irgendwann mal eingerichtet. Was das war, was da passiert ist, wusste ich nicht. Und dem habe ich gesehen, oh, es hat jemand subscribed. Es stand im Chat. Und das war in dem Moment so ein komisches Gefühl beim ersten Mal, wo ich mir dann einfach gedacht habe, okay, er hat jetzt Geld dafür bezahlt, dafür, dass er mir zugucken kann. Und als es sich dann nach und nach immer weiterentwickelt hat, bei dir ist es jetzt nochmal ein anderer Schnack, weil du es ja auch wirklich hauptberuflich machst, ich finde es unfassbar. Gerade wenn es halt wirklich, wirklich größere Summen sind, ist für mich überhaupt nicht greifbar. Zum Teil, weil das ist halt Geld. So dafür, dass ich jemanden unterhalte, gibt mir jemand als Gegenwert,
wieder beim Thema Waage wäre, halt Geld als Dankeschön, um mich zu unterstützen. Es finde ich unfassbar. Unfassbar. Aber es, ja, weiß ich nicht. Ich könnte es nicht in einem Wort beschreiben. Ja, ist bei mir nicht anders. Also ich habe ja jetzt den Button erst seit fast jetzt einem Monat und aber es ist mehr, und wenn es nur 1 Euro ist, der donated wird, oder 50 Cent, das ist immer noch, ich sitze ja eigentlich, sitze hier und mache das, was mir Spaß macht. Es ist ja, ich werde ja nicht gezwungen hier, ne, sondern es ist ja das, was mir wirklich Spaß macht und was mich aufblühen und aufleben lässt. Und das ist immer noch so, wow. Wow. Also, Ich weiß ganz genau, was du meinst. Wow. Ja. Und dann mit dem und dann bei den Subscribe so, wow. So, wo kommt ihr überhaupt alle her und warum? Das ist schon was, das fällt mir manchmal dann auch, das merkt man dann aber auch, dass ich dann noch nicht so richtig weiß, wie ich. Ich sag dann Danke und dann sage ich nochmal Danke. Und dann bin ich auch manchmal ein bisschen verplant und dann, weil mir so ein Danke oft als zu wenig erscheint. Weil ich in der Hinsicht ja nichts anderes mache, außer zu reden, was ich sowieso machen würde, und zu zocken, was ich auch mache. Also das ist, ich glaube, das wird sich aber auch nie, ja, als Job, das ist, ja, so verdienst halt dein Geld, die Leute geben dir das, nee, das ist, ich glaube nicht, dass sich das in 20 Jahren oder in 10 Jahren jemals ändern wird, dass ich dann sage, aha, danke, naja, ja, danke. Hast du mir 1 Euro? Dankeschön. Nächster bitte. Das wird nie passieren. Das ist für mich immer noch so. Wow. Wow. Ist also. Slappy, mach du. Bei mir, ich kann nächtelang nicht schlafen, wenn ich merke, ich habe irgendwie vergessen, bei einem Hosting Danke zu sagen. Deswegen versuche ich immer 3-mal Danke zu sagen, damit ich es auf jeden Fall nicht vergessen habe. Deswegen. Und bei Spenden ist das genauso. Hauptsache, ich habe mindestens 3-mal Danke gesagt. Aber ich habe das auch ganz klug gelöst. Bei mir können die Leute mich wenigstens noch erschrecken. Dadurch kriegen sie einen Gegenwert dadurch. Weil sie mich trollen dürfen. Dann damit. Deswegen habe ich dann nicht ganz so ein schlechtes Gewissen, wenn dann ich aufzucke und einen Herzinfarkt bekomme, dann gut. Ja. Übrigens, Daniel, ich muss ja ganz ehrlich sagen, 2016 mit dieser 0,25H-Kamera zu streamen, ist schon stark. Was passiert? Bei ja, mir ist alles normal. Ich glaube gerade eine Internet. Hört man mich noch normal? Ja, tun wir dich, aber sehen ist 0,25K. Aber das geht. Mein Internetanbieter, ich hoffe, es wird mein Internetanbieter sein. Ich hoffe, es macht gleich Attacke und funktioniert wieder. Verdammt. Sonntag, ist immer so. Seit 2 Jahren. Das gehört zu meinem Stream wie alles andere auch. Meine Internetleitung, die eine absolute Katastrophe ist. Es ist herrlich. Aber du hast schon eigentlich die Mode dafür, das finde ich stark. Ja, ich bin froh. Ich bin froh, dass es durchgekommen ist. Oh Mann. Ja, Dizzy, wie ist das bei dir? Danke, Sali, dass du fragst. Er hat Danke gesagt. Also, ich sag mal, bei mir ist das so, ich weiß, dass das mein Job ist. Und ich habe unfassbar hohe Ansprüche an mich selber. Und ich sag mal, je mehr ich Subs bekomme oder je mehr Donations ich kriege, desto wütiger und wilder werde ich im Ausgleich für die Stunden. Und ich hab zum Beispiel jetzt gerade wieder so ein schlechtes Gewissen, weil ich mit den Leuten nicht reden kann. Ich war 4 Tage nicht da und sitze jetzt halt mit euch da und kann mit ihnen nicht reden. Ich hab hier drauf Unmengen Zeug, was Leute sehen wollen. Und ich kann es nicht zeigen. Und das wird sich auch noch hinziehen. Und für mich ist das so, ich hab mich damit immer noch nicht, bin immer noch nicht im Einklang damit. Und bei mir ist es, je mehr es wird, desto mehr wird gestreamt und gearbeitet. Ich habe mir jetzt für das nächste halbe Jahr keinen einzigen Termin gelegt, außerhalb von meiner Wohnung, und ich werde so durchdrehen, dass die Wände knallen, auseinanderfallen, wollte ich sagen. Ich weiß nicht, also ich habe mich damit immer noch nicht angefreundet. Es ist, ich sag's euch so, wie es ist, mal wieder auch aufs CC zurückzukommen, da sitzen Menschen vor dir,
die dir das bezahlt haben. Und das Gefühl ist echt beschissen. Wenn ich zum Beispiel vor einem Säger stehe, ja, der jetzt nun 24 Monate bei dir Sub ist, ja, und der macht dir dann auch noch das Essen am Grill, ja, und du stehst dann da und dann, ja, eigentlich müsste ich das ja für dich machen, weil du bezahlst mich ja im Endeffekt, dass ich hier sein kann, ja. Es ist ein komisches Gefühl. Und ich glaube, das wird sich auch nie legen. Also, ich denke mal, dass das normal ist, dass das komisch ist, weil alles andere wäre ganz schön appelbrüht. Ich hoffe, dass das bei allen normal ist. Gut, bei so einem Dance Gaming zum Beispiel, da muss ich sagen, dem kann ich auch gar nicht mehr übel sein, wenn ich bei ihm resubbe und er meinen Namen halt erst nach 10 Minuten liest oder gar nicht oder so. Weil der würde der zu jeder Zeit, wenn ein Resub reinkommt, den Resub vorlesen, dann würde der nur noch Resubs vorlesen und nicht mehr streamen. Von daher kann ich natürlich auch nachvollziehen, wenn Leute dann sowas dann halt in Paketen abarbeiten und dann halt nicht mehr irgendwie situationsbedingt quasi dankbar sind, sondern... Finde ich aber nicht schlimm. Also jetzt nehmen wir mal an, ne, du spielst eben Dark Souls, ne? Ich bin ja bei Dark Souls immer so mega fokussiert und so, und dann kann ich halt jetzt nicht gerade, weil jetzt habe ich sie vielleicht fast, es fehlt nur noch so viel. Und dann habe ich sie gelegt und dann ist die so, yay, yay, und dann habe ich es ganz kurz vergessen. Also ich glaube, dass wenn man dann, und dann sagt, ach ja, stimmt, ne? Und dann liest er halt ein, zwei Namen vor und bedankt. Ich glaube, das nimmt dir keiner übel, wenn man das... Ich sag mal so, die Funktion gab's früher auch nicht. Willkommen im HD-Zeitalter, die Hahn. Daniel, schön. Schön, dich wiederzusehen. Juhu, vielen Dank. Das hat mir früher auch keiner übel genommen. Diese Funktion ist, wisst ihr, für mich ist diese Funktion Hype generieren. Hype generieren ist das. Mehr ist das nicht. Also, ich ganz ehrlich, ich mag die Funktion, aber im Endeffekt, je größer du wirst, desto nerviger ist das eigentlich. Der Alerts, meinst du? Ja, du willst halt zocken und die Leute ballern dir da rein. Ich bin so lange so. Am Anfang ist das echt super gut, ja. Das ist genauso wie mit Follows, ja. Follows war am Anfang richtig cool. Jedem Hallo sagen, deine Leinen runterhauen. Und dann irgendwann, boah, Leute, echt, tut mir leid, aber ich sag nur noch Followern Hallo. Ich komme echt nicht zum Zocken. Und so ist das bei Resubs auch irgendwann, ja. Und im Endeffekt generiert das nachher auch nur noch so ein Hype. So der Hype nach der Train. Glaube ich. Ja, das stimmt wirklich. Also bei mir war das ja, ich habe ja ganz, ganz lange immer, ganz, ganz, ganz zu Anfang, wo ich habe ja Twitch vorher nicht gekannt, habe ich sogar noch eine PM geschrieben. Ich glaube, ich habe bis zu meinem 900. Follower, habe ich jedem Follower eine PM geschrieben, um Dankeschön zu sagen für das Follower. Ja, ich hab das alles nicht so gekannt. Ich war echt mega dankbar und habe immer eine PM geschrieben. Jeden Einzelnen. Und ich habe mein Follow-Alert, also mit Sound, habe ich erst bei Far Cry dann wirklich mal ausschalten müssen, weil sogar die Viewer gesagt haben, la 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 la, also diesen Sound, wir können es nicht mehr hören. Ja. Und sie hatten auch recht, also das Ding hat ja hunderte Mal la 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 und immer diese riesen Einblendung und so. Und da war das erste Mal, dass ich dann auch gesagt habe, so, ja, das stört jetzt schon so ein bisschen, ne, beim Zocken. Das ist schon, darum habe ich dann da den Sound weggenommen und guck eigentlich auch, dass die, ja, also ich möchte momentan so ein bisschen weniger BAM und mehr so ein bisschen subtiler. Willst du denn selber mehr BAM machen? Ich? Ja. Ja, wieso? Ja, da irgendeiner muss ja BAM machen. Entweder machen die Alerts. Ich mach immer BAM. Okay. Wow. BAM, okay. Also dieses, ja, und der Chat macht, meine Community macht BAM. So ein bisschen subtiler. Mal so zwischendurch, lass uns mal irgendwie bei Twitter reingucken, Leute, weil da ist echt super viel reingekommen und, Ich möchte übrigens nochmal sagen, das dürfen wir nicht vergessen, ich möchte noch eine Zusammenfassung vom Community-Treffen haben, ne, damit die Leute, die jetzt zum Beispiel nicht da waren, auch gerne nochmal... Also, ich selber werde die Woche, das ist mein Plan, ich werde die Woche aus diesem Haus einmal mindestens streamen.
und eine Zusammenfassung vom CT geben, ausführlich. Das wird dann so eine 4,5 bis 5 Stunden Begrüßung, schätze ich mal. Okay, und ich meine jetzt nicht ausführlich, ich meine jetzt einfach nur mal kurz zusammenfassen, was ist das CT eigentlich und was macht ihr so da? Jetzt? Nee, will das irgendeine, also ja, ich kann das machen, klar. Würde ja, jetzt besser Leute, passen, bevor wir halt die Twitter-Fragen beantworten, sage ich jetzt. Alle mal. Leute, die gerade irgendwie hier sind und beim CT waren und Bilder, Videos gemacht haben, hcdizzy@googlemail.com, schickt mir bitte eure Videos und Bilder. Danke. Also bei uns, bei den Bay Pirates, gibt es jährlich einmal ein Community-Treffen. Dieses Jahr, das ist jetzt gerade gewesen, weshalb ich auch hier in der Schweiz gerade bin, weil ich von dort hierher gekommen bin, nächste Woche wieder woanders zu sein. Dort ist es so, dass wir uns mit 70 Mann maximal treffen, in einem Haus, dieses Mal waren es 2 Häuser, und dort einfach ein ganzes Wochenende, ein verlängertes Wochenende beisammensetzen, ohne Rechner, ohne Internet, ohne alles und einfach nur Mensch sind. Wir essen, wir schlafen, wir spielen Brettspiele oder Sockenkäufe oder Schieß mich tot und lernen einfach uns 4 Tage kennen und machen das einmal im Jahr. Gab's noch eine Sauna? An dieser Stelle nochmal Seger, Andy, Kerstin, Seger, seine Frau, ganz großes Dankeschön an euch drei, Carsten auch, also Netzschrank. Vielen lieben Dank, ihr Lieben, dass ihr es dieses Jahr wieder für uns möglich gemacht habt und mir die ganze Arbeit abnehmt und das Aldente reibungslos funktioniert. Love you long times. Okay, an der Stelle. Aber lasst uns mal die Fragen aufgreifen. Außer von euch hat noch jemand eine Frage dazu oder möchte noch was sagen. Nächstes Jahr komme ich auch, dann will ich eine Sauna haben. Ja. Machen wir. Dann. Können. Für dich. Nicht. Du möchtest, was, eine Sauna? Ich bin gerade in Gedanken immer noch, ich wäre auch so gerne da gewesen. Was? Wieso willst du eine Sauna? Tja, wo lernt man die Leute am besten kennen? Ja, wir setzen ein paar Leute auf dich, da fängst du auch an zu schwitzen. Die Hunde vom Nachbarn. die erste Frage, die reingekommen ist, was sagt ihr zum Aus von Lionhead Studios? Kurze so. Frage dazu, das waren die, die Fable entwickelt hatten, ne? Mhm. Kann das sein? Okay. Peter Molyneux und du so. Weißt mehr als ich und spielst sonst nur FIFA? Wow! Lionhead sollte man doch kennen. Oh, wow! Und jetzt kommt wieder die Nummer. Das habe ich gar nicht gewusst. Also ich hätte dazu nichts sagen können. Oder ich kann das nicht sagen. Erfolgserlebnis. An einem Sonntag. Weltklasse. Da kann man mal klatschen. Dankeschön. Ja, und das von einem FIFA-Spieler. Oh, verdammt, Schatz feiert. Nur, ich meine natürlich nur, dass du nur FIFA spielst. Ah ja, alles super, kein Problem. Haben die noch irgendwas Produktives gebracht? Es war doch ein neues Fable, sollte das nicht so genau. Xbox One rauskommen? Das hatten die geplant, aber das ist Mist gewesen, das wollte niemand rausbringen und deswegen hat Microsoft da einfach den Deckel drauf gemacht. Also, war schon nicht so. Also Fable 1 und 2 haben mir gut Spaß gemacht damals. Super. Also gerade 2, das war gut, das war zu dem Zeitpunkt, weiß nicht, in der Schule haben wir da mal Pause, alle zusammengesetzt, schnell 8 Leute und alle über Fable 2 geredet. Das war richtig cool. Hat einen heiden Spaß gemacht. Und seitdem habe ich nie wieder was von denen gehört, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht. Also, weiß ich nicht. Könnte ich jetzt so nicht zu sagen, ob ich das gut oder schlecht finde. Schade natürlich immer wegen den Arbeitsplätzen etc., aber wenn es nicht anders geht, haben wir scheinbar nichts Richtiges mehr hinbekommen. Ja, ich kenne auch nur Teil 1 und 2 habe ich gespielt. Teil 2 war, das war echt super. Teil 3 haben wir auch noch, besser gesagt, das hat mir Stefan gespielt. Das hat mir schon nicht mehr so gefallen. Und dann wollten sie ja dieses machen, wie das einer der Dungeon Master ist und so. Aber da, ja, schade. Ja, ich habe selbst die ersten beiden Teile nicht gespielt, weil ich Xbox Spiele nicht gespielt habe. Und gibt's mittlerweile für den PC? Habe ich gehört, aber der Zug ist so ein bisschen abgefahren für mich. Und deswegen tangiert's mich tatsächlich nur sehr peripher. Bin ich jetzt nicht traurig. Die Menschen sind ja nicht tot, also die werden ja von anderen Studios wieder übernommen und können da ihre Arbeit präsentieren. Hoffentlich. Ja. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich habe weder noch eins dieser Spiele gespielt.
Hardcore. Okay. Also ich habe da, ich kannte nicht mal das. Ich muss aber auch dazu sagen, ich kann mir gerade so meinen eigenen Namen merken und meinen Geburtstag. Also da hört es dann damit auch noch auf. Also das wird nichts. Hier ist noch eine Frage, wo finde ich und wann alles zum CT, sprich Videos etc., wurde eben gerade gesagt. Hier kommt eine Frage von Sebbe an die Hahn. Deine Einstellungen zu Viewern, die hin und wieder auf die schiefe Bahn geraten, Trollen etc., zukunftstechnisch. Also wie willst du da agieren? Wollen wir da eine Gruppenfrage draus machen und jeder antwortet da drauf? Wie ist da so die Zukunftsmusik bei euch so generell, wenn ihr jetzt Variety streamt und da was kommt und so? Ich kann das ganz leicht beantworten. Ich habe meine natürliche Auslesung, die heißt Bannhammer, und wenn der draufhaut, dann müssen die Leute schon sehr lieb fragen, damit sie weiterschreiben können. Ich mache da keine Timeouts oder sowas. Von daher, wenn jemand trollt und Zeit übertreibt, dann ja, darf er halt nicht mehr schreiben. Also gut, da die Frage jetzt mehr oder weniger direkt an mich gestellt war. Mein erster Eindruck ist, ich habe vor kurzem mal ein paar Mal die Situation in Anführungsstrichen gehabt, wo dann bestimmte Leute, weil kein FIFA mehr was interessiert sie nicht, sie wollten aber trotzdem da sein, angefangen haben, so ein bisschen rumzutrollen. Bin da sehr direkt und rigoros und ab einem gewissen Punkt kann ich es noch witzig, oder bis zu einem gewissen Punkt kann ich es noch witzig finden. Es ist mal schön und gut und dann kann man noch ein Auge zudrücken, aber irgendwann, wenn ich mir einfach sage, hey, es ist unnötig und das muss vorne und hinten nicht sein, dann wird erstmal getimeoutet, dann schnappe ich mir die Person, rede ein paar Takte mit ihr, wenn das jetzt eine Person ist, die ein bisschen näher steht und wenn es danach nicht funktioniert, dann halt, ja, bann. Weil also ich möchte nicht, dass eine Person, nur weil ihr etwas nicht passt, meinen Stream beeinträchtigt. Das sehe ich nicht ein. Also dafür liegt mir da einfach zu viel dran, als dass ich mir das antun muss. Was wieder auf den Punkt zurückfällt, dass für mich der Stream mit und wegen dem Chat steht und fällt. Ja, ich habe, bei mir ist das so wie immer. Ich habe so ein paar Trolle, die dürfen auch trollen, weil ich finde das Ganze, das bringt bei mir dann gerade wieder so ein bisschen Schwung, weißt du, wenn du so gerade aufs Spiel fokussiert bist und da ein bisschen, ich mag das manchmal ganz gerne. Also muss ich ganz ehrlich sagen, hey du, zück mal deine Glocken. Ja, ich finde das gar nicht so schlimm, weil dann habe ich einfach mal was, um einen Ball zurückzuschmeißen und einfach so ein bisschen, aber ansonsten gibt's wie immer Timeout, Timeout, Finger hauen, Bannpeitsche. Also, ich bin da mal so teils, teils. Es gibt Menschen, die sind unfassbar nervig. Es gibt Menschen, die sind so unfassbar nervig und so unfassbar uneinsichtig in ihrer eigenen Art und Weise, in ihrer eigenen Art und Weise und waren wahrscheinlich alle Einzelkinder und haben die Zuckerstange in den Arsch gesteckt gekriegt. Es ist immer sehr schwer. Ich versuche mal, jedem mit Toleranz gegenüberzutreten und ich habe sehr viel davon. Ich habe Trolle, die sind bei mir, die trollen schon Zins 3 Jahren quasi. Zins 2013 ungefähr. Und es ist schwierig. Es ist sehr schwierig und manchmal kann ich nicht wirklich, weiß ich selber nicht, was ich machen soll. Wie ich das zu handhaben, wie ich das handhaben muss. Aber ich habe Gehst. Mods. Ich habe Mods, die knallern alles weg. Scheißegal. Aber gehst du mit ein alteingesessenen Trollen anders um als jemanden, dessen Name den du noch nie gelesen hast und der trollt? Das ist mir Nein. nämlich gerade so in dem. Nee, nein, tue ich nicht, aber die wissen auch, wie weit sie gehen dürfen. Aha. Es gibt Menschen, die sind unglaublich nervig und die raffen einfach nicht, dass sie unfassbar nervig sind. Und das ist, da glaube ich immer, dass sie trollen. Und die sind so, wo du sitzt und Glaubst du? du hast deine Seelenruhe. Du hast deine Seelenruhe. Du bist der lässigste Typ im ganzen Lässiversum. Und dann kommt dieser eine Mensch, ja, und der geht dir so unfassbar auf die Nüsse mit Zeug, was überhaupt null wen interessiert. Und da bin ich mir immer nicht so sicher, ist das jetzt Troll oder ist das ernst? Und meine Devise war vor kurzem oder vor einer Weile mal, dass ich den allen die Haare wasche. Und jetzt habe ich aber gar keinen Bock mehr da drauf. Und das Schlimme ist, und das raffen die Menschen auch nicht, dass sie damit eine Welle von Nonsens
lostreten, der dann die nächste Welle Nonsens lostritt und dann können wir alle auf Wellen von Nonsens surfen gehen. Mhm. Und wenn ich bei mir selber Mod wäre, ich würde alle Leute einfach nur rauskanten. Keine Diskussion, kein gar nichts. Und das Ding ist halt, ich habe letztens, also auch vor einer Weile, über ein Thema diskutiert, was sehr heikel und brisant ist. Ja? Und da kam, es ist halt so, Internet weiß immer alles, ja, Wikipedia-Wissen. So. Und dann hat natürlich jeder immer den größten Pillemann und den will er dann hinlegen. Und wenn ich sage, es ist Feierabend, dann ist bei mir Feierabend. Wenn ich Feierabend sage, dann wird alles getimeoutet. Und es gibt Menschen, die sich darüber echauffieren, dass sie getimeoutet wurden, weil wir ja gesagt haben, es ist Schluss. Und das ist halt, ich sehe in jedem Menschen immer das Gute. Also wirklich. Aber manchmal, also meine Mods sind da regelros. Ich bin da immer so gutherzig und habe dann danach noch so die PM. Ja, so, es tut mir leid und das war gar nicht so gemeint und dann liest du dir durch, was er von sich gegeben hat. Du fetter Bastard, Mann, ich mach dich weh. Ja, das war nicht so gemeint und so. Das ist ja dann wieder der andere Fall. Aber dann bei anderen wiederum, da bin ich mir echt nicht so sicher, ob die das einfach nicht in ihre auf die Kette kriegen. Mhm. Und es ist halt mittlerweile wirklich sehr schwer, ob es trollig ist oder nicht. Ja. Und das für mich macht das immer noch schwieriger, zu wissen, ob ich jetzt Leute rauskannte oder nicht. Weil ich mag echt jeden. Solange jeder sich an die Grundregeln von menschlichem Dasein hält, ist alles cool. Und es ist halt crazy. Hier zum Beispiel, wie der Head Host, der das gerade geschrieben hat. Das ist halt, ich lese das mal, ich zitiere das mal eben kurz. Das ist so das beste Beispiel. Haha, der oben links hat wahrscheinlich zu abpfeifen. So. Aber an diese Sache denkst du dir dann immer so, ja, ist das jetzt ernst gemeint? Meint ihr das nicht ernst? Weil ich meine, versteht ihr, wie ich meine? Habt ihr das auch oder habt ihr es nicht? Aber ganz ehrlich, an solche Sätze, da gebe ich gar nichts drauf. Also ach, hochkant raus, da überlege ich schon gar nicht mehr drüber nach. Was ich momentan bei mir merke, an solche Sätze, da gebe ich gar nichts drauf. Also ach, hochkant raus, da überlege ich schon gar nicht mehr drüber nach. Was ich momentan bei mir merke, ist, ich habe gerade wieder gute Laune und gute Energie. Ja. Und es ist ganz einfach. Wer mir schlechte Laune macht, fliegt raus. Es ist echt ganz einfach. Ich sag dann, jetzt ist genug. Das Thema hat sich erledigt. Und wer da nicht aufhört, ist ganz einfach, fliegt raus. Gibt einfach ein Timeout, kann sich in 10 Minuten, kann sich wieder beruhigen. Aber wer mir schlechte Laune macht, fliegt raus. Weil wenn ich schlechte Laune habe, kann ich nicht streamen. Ich sitze dann da und ich merke dann, wie ich allgemein patzig werde, wie ich normale Trolls, die einfach nur lustig gemeint sind oder einfach solche kleinen Frotzeleien, dann wie ich auf einmal alles persönlich nehme, weil ich schlechte Laune habe. Und das geht nicht. Das kannst du auf keiner normalen Arbeitsstelle, kannst du das an deinen Leuten auslassen und dann kannst du das auch nicht im Stream auslassen. Also wer mir schlechte Laune macht, fliegt raus. Und wer anderen schlechte Laune macht, fliegt auch raus. Weil ich will gute Laune haben. So einfach ist das. Was ich interessant finde, ist, wie sehr man hier auf Twitch, wenn man ein bisschen länger und mit ein bisschen mehr Leuten streamt, wie sehr einen das gar nicht mehr tangiert, wenn Leute sowas schreiben. Gegensatz zum Anfang. So am Anfang hat man sich dann bei sowas gedacht, oh Gott, wie hat er das jetzt gemeint? Hat er das so? Oder und dann liegt man noch als gerade frisch angefangener Streamer irgendwie noch im Bett und überlegt, oh, der hat mich getrollt. Nach 2 Jahren drückt man den Bannknopf und hat es nach 2 Sekunden vergessen. Und wenn die dann nicht noch irgendwie eine PM schreiben würden, warum hast du mich gebannt und man noch extra im Chat-Log nachgucken muss, wofür habe ich ihn gebannt, dann wäre das komplett weg aus dem Hirn. Das ist einfach so ein Reflex mittlerweile. Es fliegt einfach, in dem Moment, wo ich den Bannknopf gedrückt habe, fliegt es weg und es ist weg. Ich finde das bereitet hier, also es gibt keine bessere Lebensschule, glaube ich, als Twitch-Streamer sein. Ja, du kannst mit allen recht, Idioten umgehen später. Also mich hat das noch nie tangiert. Also mich tangiert das so gar nicht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, also so aus den Greatest Hits aus den letzten 3 Jahren könnte man ein Comedy-Buch schreiben.
Also wirklich, letzte Woche Mittwoch hat mir glatt jemand im Stream geschrieben, weil meine Küche weiß ist, dass ich vom Klo stream. Streamst du vom Klo, hat er gesagt. Und er meinte das halt tot ernst, ja. Und dann denkst du dir so, ja, sag mal, wie zurückgeblieben bist du denn eigentlich? Da ist ein Herd, da ist Licht, das ist halt weiß, okay, aber da ist ein Herd, da ist eine Waschmaschine. What? Hä? Also, oh Gott. Ganz ehrlich. Herrlich sowas. Oder, also, da gibt's so viele Beispiele, wo du dir dann so denkst, sag mal, Leute, seid ihr vom Dorf? Habt ihr mit Kühen euch gepaart? Oder was, wart ihr nicht in der Schule? Das ist echt der Wahnsinn. Also, bei mir ist das echt so, ich möchte die Leute nicht bannen, aber die fliegen halt trotzdem raus. Also, es ist halt, für mich ist das mittlerweile echt schon pures Entertainment geworden. Ja, das ist Entertainment. Das find ich schlecht. Also, für mich ist das echt Entertainment. Schon so. Allein den Leuten eine Antwort zu geben auf ihre dämlichen Fragen und die dann wahrscheinlich dahinter sitzen und sich dann in ihrem Kämmerlein, in dem sie dann sitzen, unten irgendwo im Keller, wo alles feucht ist und gerade so Internet vom Typen aus dem ersten Stock klauen irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe also über die Jahre ist mir, also mir war es vorher schon egal, aber es ist mir noch so viel egaler geworden. Das ist, Ich verbuche das, heutzutage verbuche ich das immer unter Neid so. Und dann sage ich, okay, seid neidisch, alles klar, gut, fertig, aus. Jo. Nächste Frage? Ja. Die ist wieder für Slappy jetzt. Jetzt kommt gleich Slappy, pass auf, die Herzen in seinen Augen. Guckt alle Slappy an jetzt. Habt ihr VR, Oculus Rift, HTC Vive, Streaming für die Zukunft geplant? Jetzt habe ich gerade gesprochen und hatte mein Mikro wieder aus übrigens. GG. Ich schick dir, Doggy, ich schick dir mal meine PO-Box. Da kannst du mir gerne die Vive hinschicken, dann mache ich das. Das war von Boki. Ja, ja. Ach so, von Boki. Ach, guck mal, jetzt habe ich Doggy gelesen. Boki, ja, gerne, Boki. Ich schick dir meine PO-Box. Da kannst du mir die Vive gerne zuschicken, dann mache ich das. Okay. Aber nein, noch nicht, natürlich. Ich lasse die Early Adopter dran und es wird ein Medium. Ich glaube, so viel ist klar, es wird ein neues Medium sein, das sich herauskristallisieren wird. Aber wie das mit dem Stream da drauf wird, das muss ich auch nochmal zeigen. Von daher. Und man braucht halt viel Platz, ne? Und den habe ich gerade nicht hier. Deswegen. Platz und Geld natürlich. Also die Vive kostet, glaube ich, irgendwie, was kostet die? 800 Euro, 700 Euro oder so gerade. Aber ja, da gehen da auf jeden Fall Herzen auf den Augen. Ich werde da, sobald ich kann, werde ich auf jeden Fall eine Virtual Reality Brille haben. Und zwar die Vive. Darf ich ganz kurz anmerken, meine Antwort ist kurz. Ich habe gerade das Rausgehen für mich entdeckt und draußen ist schön und ich brauche kein VR, danke, nein. Ehrlich? Ja, ich war 4 Tage draußen, habe Sonne gesehen. Verstehst du, was ich meine? Sauerstoff. Das, die Grafik, unfassbar gut, aber die Brille war dreckig. Dann war die Grafik meist so ein bisschen verschmiert. Also ich sehe momentan das Potenzial drauf noch nicht, oft, was Twitch angeht. Weil ich glaube nicht, dass man das Erlebnis aufgreifen kann, wenn einer vom Computer durch sein Zimmer irrt, mit einem Greenscreen wahrscheinlich im Hintergrund, mit einer Brille auf dem Kopf und so einem Helm und 2 Knüppeln in der Hand. Und du siehst dann in so 2 kleinen runden Kreisen, wie es da momentan nur bei den Videos ist, das, was er spielt. Wenn, dann müsste es wirklich die Möglichkeit geben, dass du einen VR-Stream machst und die Leute, die den Helm haben, sehen das, was du siehst. Und dich beispielsweise immer noch oben rechts. So dann als Cam. Falls einen das denn interessiert. Aber momentan ist es für mich meiner Meinung nach für Twitch nicht greifbar oder realisierbar. Also solange ich nicht aussehe wie Uma Thurman hier bei Kill Bill und so einen Anzug anhaben kann, mit 2 Katanas da stehe und irgendein Spiel ohne Brille, ohne Aufwas dann so spielen, interessiert mich nicht. Ich habe Motion Sickness, ich kotze, Entschuldigung, ich breche im Strahl. Ja, also für mich ist das... Also mir wird dann echt übel, ich krieg Kopfschmerzen, es wird zigtausend Spiele geben, wo ich meine Trophäen sammeln kann und also für mich ist es total uninteressant. Als Brillenträger hat man halt wirklich verloren, oder?
Also, wenn man, also ab einer gewissen Stärke, weil man kann die Oculus-Brille über die normale Brille. Ich habe so ein Ding noch nie aufgehabt. Es ist auf jeden Fall einfacher mit Kontaktlinsen. Das auf jeden Fall. Ja, gut, aber ja klar, macht Sinn. Ich glaube, die Vive ist schon so groß, dass du die Brille drunter auch anhaben kannst. Die muss auch Gewicht haben, oder? Dann kriegst du auch Kopfschmerzen. Und dann. Die sind relativ leicht, glaube ich sogar. Ich weiß nicht, ich hatte noch keine auf, aber ich freue mich schon auf meine. Gott. Nee, und dann musst du da die ganze Zeit da rumstehen, ne? Und als Frau machst du dir da noch Gedanken, so Bauch einziehen, Bauch einziehen, Hintern raus, Brust raus, ich versuch gut dabei auszusehen. Noch. Nein, also für mich kommt es alleine wegen der, ich habe schon Probleme beim Landwirtschaftssimulator, wenn die Bäume die ganze Zeit mir so vors Gesicht zoomen, dann so Motion Sickness, da wird mir schon schlecht. Also für mich kommt es nicht. Ich habe auch nicht so den Drang danach, muss ich sagen. Ich werde das mal auf so einer Messe ausprobieren. Mal gucken. Aber so für als Gag mal ausprobieren irgendwo und vielleicht mal kurzer, haha, das ist ganz lustig. Unter Wasser vielleicht so ein Hai, der auf dich zukommt oder so. Aber ansonsten. Also ich sag mal so, mir muss noch derjenige über den Weg laufen, der das Ding schon mal aufhatte und nicht davon begeistert war. Habe ich bis jetzt nicht eingehört. Okay. Alle, die ich gehört habe, die dieses Ding auf hatten, egal ob es Oculus oder Vive war, haben alle gesagt, okay, das ist was Neues, das wird sich früher oder später durchsetzen. Weil der Unterschied zu einem Bildschirm, der vor dir ist und ein Bildschirm, der um dich herum ist quasi und du bist wirklich drin, den kann man sich einfach nicht vorstellen, sagt man, bis man es nicht einmal auf hatte. Aber ich habe von Leuten mit dem... Sorry. Ja. Achso, ich wollte sagen, das ist wahrscheinlich der Punkt, den, wo ich momentan nicht sehe, dass man es über Twitch transportieren kann, wenn ich es jetzt halt auf, genau. auf Stream etc. auslege. Also ich denke mal so, wenn es erschwinglich ist, ausprobieren würde ich es auf jeden Fall, aber nicht in Horrorspielen. Alles, was mit Horrorspielen ist, bin ich raus, geht gar nicht. Ich bin super schreckhaft, vor allem wenn noch eine Spinne kommt, dann würde ich wahrscheinlich um mein Leben rennen. Aber so grundlegend, so bei bestimmten Spielen oder so, oder bei, wenn ich das jetzt nur an Dark Souls denke, boah. Du, ich habe Dark Souls 1 damals auf dem 3D-Bildschirm gespielt und das war schon ein Unterschied. Vor allem bei Spielen, weil Spiele noch viel, viel besser auf 3D-Bildschirm umgerechnet werden als jetzt so ein platter Film. Das war schon ein Erlebnis. Das habe ich bis heute noch nie ausprobiert. Ich saß noch nie an so einem 3D-Bildschirm dran, Monitor, und habe mir noch niemand hat mir irgendjemand gesagt, selbiges gilt für 3D-Fernsehen. Dass jemand es toll findet, dass sein Fernseher zu Hause im Wohnzimmer 3D hat. Das ist so eine Technik, die für mich komplett halt auch untergegangen ist. Aber VR hat auf jeden Fall mehr Potenzial. Aber erstmal abwarten. Ja, haben sie damals über 3D und die PlayStation, da konnten dann ja auch die Spiele auf 3D und die Fernseher 3D. Ja, ich habe das dann einmal kurz ausprobiert, habe Kopfschmerzen bekommen, habe es wieder ausgeschalten und schön. Das war aber auch nur ein Gimmick. Also diese 3D-Bildschirme, das ist auch, kann man auch sagen, das ist nur ein Gimmick. Das hat, war mal gehypt und dann war es wieder weg. Aber das mit der Virtual Reality, da scheint wohl die Zeit gekommen zu sein, tatsächlich. Technik gibt es halt auch her. Ja. Schauen wir mal, was die Zeit bringt. Also ich sehe das auch erstmal, ist für mich noch Zukunftsmusik. Ja, ich finde das aber sehr interessant, was du sagst, Daniel, mit den Stream gucken, weil da würde ich jetzt zum Beispiel sehen, könnte sich der Markt für diese billigeren Virtual Reality Lösungen, wie zum Beispiel von Samsung, dass man dieses Handy einfach in die Brille reinsetzt, wer darf zum Beispiel einen Markt endlich dafür? Weil ich sehe das momentan noch relativ nutzlos, diese Handy-Teile, die man hier sich reinpackt und dann halt YouTube-Videos quasi dreidimensional sehen kann. Aber wenn Twitch auf den Wagen aufspringt und sagt, okay, wir haben jetzt 3D Virtual Reality-Leute, die das Spiel spielen können und die Zuschauer, die sich jetzt nicht eine richtige Virtual Reality-Brille leisten können, können dafür aber mit diesen billigeren, die kriegst du ja ab 100 Euro schon, Lösung, damit zugucken, wenn sie schon nicht selber spielen können, dann hast du plötzlich einen Markt dafür. Siehst du, nicht schlecht. Das stimmt. Das kann dann wirklich sein. Aber das wird ja noch dauern, bis das alles seine Wege geht. Ja. Ist ja bis heute nicht mal Full HD komplett verbreitet. So, die Frage ist ja auch wieder bei Twitch, wie das mit der Bitrate und allem drum und dran aussieht. Das ist ja auch nochmal wieder ein ganz anderer Schnack. Aber wie, das muss man bei ACTA legen. Ja, das stimmt. So.
Haben alle die Frage beantwortet? Sonst gehe ich mal zur nächsten, während du gerade noch am Tippen bist. Nee, ich musste bloß jemandem gerade erklären, dass er doch bitte ganze Sätze schreiben soll. Ach so. Und nicht nur zwei Wörter. Weil Argumentationen sind ja immer ganze Sätze. Modpack. Ja, dann nächste Frage, hau raus. Achso, Lurchlord fragt, oder du sagst immer Lurchlord, ne? Ja. Würdet ihr kleinere Streamer unterstützen, in Klammern also Werbung etc., wenn ihr merkt, dass die Person es wirklich ernst meint? Was? Würdet ihr kleinere Streamer unterstützen, wenn ihr merkt, dass die Person es ernst meint? Nee, das hat damit ja gar nichts zu tun. Was heißt denn ernst meinen? Warum die Leute, ich verstehe nicht, warum jeder, der irgendwie mal streamen möchte, immer gleich denkt, er macht sich da ein Geschäft auf. Sie sollen einfach mal, das ist doch zum Spaß haben da, ich verstehe das überhaupt. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber ganz, ganz ehrlich, das, nee. Nee, ich unterstütze den, der mir gefällt. Wenn ich da irgendwo auf irgendjemanden stoße und sage, hey, hier fühle ich mich wohl, das war ein schöner Stream, dann sage ich das in meinem Stream, dann sage ich das auch so und dann sage ich, hey, guck doch mal da rein. Mir hat es da super gefallen. Ich kenne ja meine Community, vielleicht gefällt das jemandem dort auch. Also. Aber nur weil jetzt jemand, es meinen ganz, ganz viele ernst und wollen und versuchen auf Twitch durchzustarten und es sei jedem gegönnt. Ne? Toi, toi, toi. Aber dieses, also das höre ich jetzt daraus. Also ich würde es jetzt nicht so sehr... Wenn man ernst nimmt, doch. Ich würde jetzt nicht darauf achten, ob jemand es ernst meint. Ernst meinen kann es auch jemand, der überhaupt, bei dem man sofort sieht, das wird nichts. Oder so wie ich. aber wenn ich jemanden sehe, bei dem macht es mir Spaß zuzugucken und der hat nur 5 Viewer, dann klar, hoste ich den oder unterstütze den oder sonst irgendwas, weil ich den gern habe und ich denke, dass der mehr Viewer verdient hat, aber... deswegen würde ich die Frage einfach ummünzen von ernst meinen zu, ob er es verdient hat oder weiß ich nicht. Aber es, ja. Ich hatte, willst du haben? Ja. Hau rein. Ich bin gerade am Überlegen. Also, ich mache das so. Bestes Beispiel war jetzt auch erst vor einigen Stunden. Kommt irgendeiner in den Chat und sagt, hier, spielst gerade FIFA. Guck mal bei mir auf dem FIFA-Kanal vorbei, auf YouTube. So, wo wahrscheinlich 80% der Kanäle als erstes erstmal ein Timeout kommen vom Mod oder irgendwas dergleichen, weil Werbung ja in der Regel nicht so geduldet wird. Ich mache mir das dann momentan immer so, ich probiere die dann immer direkt, gerade bei YouTube, so ein bisschen zu überraschen. Und das Erste, was ich mache, ist alles klar, gut, da will jemand jetzt kurz Aufmerksamkeit haben. Ich pausiere das Spiel, ich gehe auf seinen Link, ich gucke mein YouTube-Video von dem an und dann haue ich den mehr oder weniger relativ trocken meine ehrliche und konstruktive Meinung an die Ohren. Und die meisten sind dann immer relativ verblüfft und lassen es dann halt sein, weil ich halt wieder relativ ehrlich bin. Und ansonsten... Ja, mit Hosten, allem drum und dran. Dann, wenn die Möglichkeit da ist und auf Twitch mir jemand wirklich gut gefällt und ich mir denke, ja, komm, da kann man jetzt dem vielleicht eine Freude bereiten oder den wirklich einfach mal unter die Arme greifen, dann auf jeden Fall. Aber es ist eher seltener der Fall. Und das mit Jürgen ist auch nur so eine absolute Ausnahme. Wie heute nachts war es einmal, weil es einer ein paar Mal probiert hat. Und dann dachte ich, komm, machst du es jetzt einfach und gehst es mal komplett anders an. Aber ob das was bringt, sei mal dahingestellt. Ich leite in mir selber gerade was diesbezüglich eine neue Ära meiner selbst ein. Ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe, aber es war irgendwie die letzten paar Tage. Und im Endeffekt, und das ist jetzt mal wieder die Hose blank gezogen, im Endeffekt will eh jeder nur an seinen eigenen Arsch denken. Letzte Woche war das, glaube ich, habe ich einfach zwei kleineren oder zwei Streamern einfach eingeräumt. Leute, schreibt 2-3 Sätze in meinen Chat. Ich lasse euch ein Follow da und gucke bei euch rein. Einfach so. Und ich denke, wisst ihr, irgendwer hatte mal gesagt, sharing is caring. So. Und so ist es halt auch. Und ich meine, solange die Leute nicht so kackendreist sind und dich einfach so blöd vollquatschen im Stream, Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also bei mir ist es immer noch so zweigeteilt. Ich möchte, also ich sag mal so, bei den meisten ist das ein Unfall, was man sieht, ja? Also tut mir leid, ist halt einfach so,
das ist kein gar nichts, kein, da stimmt halt nichts. Es ist bei Leuten, sage ich mal, die sich Mühe geben und sich wirklich dabei Gedanken machen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade jemand und der verdient das auch, der heißt Buddha Live. Der schreibt mir per PM, der hat mir sein Konzept zugeschickt, ja, hat sich so ein paar Gedanken gemacht, wie er das aufbauen möchte, hat sich ein paar Bilderchen gemacht und hat dann so mit Bambus angefangen, das alles zu verzieren und solche Sachen und hat das halt auch in sein Board eingebaut. Und er hat mich halt gefragt, hey, du sag mal, was hältst du davon? Findest du das eine gute Idee? Und dann habe ich halt ihm auch geschrieben und sowas und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und bei solchen Menschen, wenn er jetzt zum Beispiel kommen würde und einfach aus Versehen, ich meine, manchmal erzählt man einfach was über seinen eigenen Stream, wenn man irgendwo hingeht und man meint es halt gar nicht so, wie die Leute das auffassen. Ich würde ihm das nicht übel nehmen, ich würde ihm sogar noch einen Shoutout reindrücken und sagen, hey Leute, wenn er da ist, komm, wir gehen mal gucken, was er so macht und das halt einfach zu teilen. Ich meine, im Endeffekt ist es so, und wenn wir wirklich alle mal ehrlich sind, im Endeffekt denken wir alle sowieso nur an unseren eigenen Arsch und so ist es halt einfach. Und warum sollten wir das nicht mit irgendwem teilen? Weil Zuschauer kannst du eh nicht so weit beeinflussen, dass sie nur noch bei dir sind. Also lass Schafe doch einfach über die Weide laufen und sich einen anderen Grashalm angucken. Ja, da hast du auch recht. Aber wenn man dann eine Zeit lang, und es war eine Zeit ganz, ganz, ganz extrem, weißt du, wenn du dann jeder, weißt du, auf einmal, ich meine, ohne zu streamen schon anfängt, weißt du, du weißt genau, was ich meine. Ja, da selbstverständlich. Da gibt es, das ist ja was ganz anderes, wenn da jemand so goldig ist und sich so viel Arbeit macht und dir das dann so zeigt und so. Das ist ja was ganz anderes, als wenn einfach jemand 5 Monate lang darüber spricht, ja, ich möchte jetzt auch streamen. Was verdient man denn? Was brauche ich denn? Wie starte ich denn ganz groß durch? Welches Spiel sollte ich am besten spielen, damit ich ganz viele Viewer generiere? Dann sind das für mich die falschen Ansatzpunkte und dann kann, da muss er mich nicht fragen, weil ich, das ist so, hä? Sie spiel doch, mach doch erstmal, hab doch mal deinen Spaß. Das ist, und darum, bei solchen Sachen, wenn das jemand ernst meint, ist das für mich, diese Aussage hört sich für mich einfach danach an, ja, ich möchte jetzt anfangen zu streamen und damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und dann muss ich gleich sagen, wow, nein, fang erst mal an zu streamen und schau, ob es dir Spaß macht. Liegt es dir? Möchtest du das weiter tun? Und versuch nicht, da dein Geschäft aufzubauen. Das ist, nein. Ich sag mal, es ist halt so, es ist halt immer schwierig. Also in Deutschland ist es halt so der absolute Egoismus. Und so ist es halt einfach nach außen hin. Ne? Und ich sehe mich selber auch so. Also ich will mich nicht selber rausnehmen oder sagen, hey, bei mir war es nicht so. Aber ich versuche mir das abzugewöhnen. Denn im Endeffekt solltest du den Leuten das einfach so. Du hast es dir verdient, nimm bitte, tu was. Und zum Beispiel ganz früher, und das ist halt mal wieder aus dem Nähkästchen geplaudert und ehrlich, ganz früher habe ich nie in dem Spiel geguckt zum Raiden, wo jemand das Spiel gespielt hat, was ich gespielt habe. Weil ich gesagt habe, okay, am nächsten Tag, wenn der besser ist, sind die Leute bei ihm und nicht bei mir. Und Ist nur ehrlich, Leute, ist nur ehrlich. Und das habe ich auch irgendwann gesagt. Ganz ehrlich, Tizzy, entweder bist du Magger und die Leute wollen dich sehen oder du bist kein Magger und die wollen dich nicht sehen. Ja. Du kannst nicht dazu zwingen. Und ich denke, mit diesen Worten, die ich jetzt bringe, möchte ich da draußen die Leute erreichen, diesen Scheiß in der deutschen Twitch-Community einfach mal rauskriegen. Diesen Pullermatz-Neid, diese Geilheit auf Viewer und einfach mal teilen. Ach, du meinst dieses, das sind alles meine und die dürfen nirgendwo anders und nichts anderes sehen. Ich teile gerne, aber es ging darum, dass Kleine, wenn sie es wirklich wollen, ob man das da unterstützt. Und das ist eben was, da ist, Gott, wie oft habe ich früher E-Mails gehabt für Sally, ich habe Geburtstag, darf ich mir einen Host wünschen und sowas. Und das möchte ich. Ja, das sind einfach die Sachen, die möchte ich mit dieser Aussage, das klingt vielleicht hart, aber das möchte ich gleich unterbinden. Ne, weil ich möchte nicht in diese Situation kommen,
Und das will ich, ich will nicht immer so dann so ein Badass sein und sagen, nee, weil mir vielleicht eventuell nicht das gefällt, was du machst oder so, weil ich meine, ich will das nicht. Ich will mich nicht damit auseinandersetzen müssen, wie ist denn jetzt dieser Stream und mir die ganze Zeit andere Streams anschauen. Das hat eine Zeit lang, hat das überhaupt nicht aufgehört. Da sage ich immer, warum kommt ihr denn zu mir? Ich bin doch selber nur ein kleiner Keks. So, weißt du, ich habe gar keine Krümmeln, ich habe noch gar nichts groß. Und darum klinge ich da so hart, damit nicht ab nächster Woche es gleich wieder losgeht mit zigtausend. Hier. Ich finde dann schon, ich gucke mich ja um und sage, okay, da, das sieht doch toll aus und erwähne im Stream. Aber nicht auf Biegen und Brechen, nur weil jemand sich zigtausendmal erwähnt. Ja, jetzt habe ich auch endlich Zeit gefunden, hier reinzuschauen. Mein Stream ging so lange. Dieses ganz subtile darauf hinweisen, ja, immer wieder und immer wieder. Und irgendwann sage ich, ja, meine Güte, leben und leben lassen ist ja in Ordnung. Aber es ist jetzt genug. Dankeschön. Weißt du? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe zum Beispiel, ich mache das nicht mal bei dir oder bei Garak, dass ich da selber über irgendwas rede, ja. Also, wenn mich da jemand fragt, sage ich immer, nee, der bin ich nicht, habe ich nichts mehr zu tun oder so. Ich wisper den Leuten zurück. Ja, das mache ich ja, auch mal, ja. Aber ich als Mensch jetzt, Dizzy, wenn, weiß ich, irgendwer kommt, Sascha, Tay, Hahn, Schlo oder... Du, Slappy, ach, da ist mir das völlig mumpelt. Das Ding ist halt, ich habe mit euch geredet, das ist alles cool, wir sind Kollegen, freunden uns an und dann hau raus, gib Gas, lass laufen und dann ist das für mich in Ordnung. Aber so die Dreistheit, es wird ja auch immer dreister, sage ich mal. Ja. Muss man sich halt die Goldstückchen raussuchen, sage ich mal. Ist halt so, das Sieben sozusagen. Aber... Ja. Ganz ehrlich, Daniel, 2000 Viewer bei FIFA, du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass das bei dir nicht so ist oder liest du keine PMs? Auf was beziehst du das jetzt? Dass die Leute was von dir haben wollen, so push mich mal und so eine Schoten. Der Vorteil war, glaube ich, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich auf Twitch diese extrem große Viewerzahl hatte, Twitch... Einfach, ich war einer der ganz wenigen Leute, der FIFA gestreamt hat. So, es hat sich kein Mensch auf Twitch für dieses Spiel interessiert, obwohl es scheinbar viele geguckt haben. Da war die Mentalität, glaube ich, ein bisschen anders. Es kam ab und an vor, aber es war nicht so sehr der Fall wie heute, wo weniger los ist, aber wesentlich mehr Leute streamen. Da war einfach, ja, das war grundlegend einfach ein bisschen anders gepolstert. Jetzt, heute schreiben mich mehr an bei weniger Viewern als damals mit mehr Viewern, ja. Aus welchem Grund auch immer. Das, so könnte ich es mir nur herleiten. Weil jetzt mehr Leute anfangen. Ja. So einfach Twitch jeder, also ich gehe mal, es ist ja halt genauso wie damals mit YouTube, da war es halt relativ ähnlich. Die Leute kommen auf einen zu, weil sie denken, okay, Stream, das, was er macht, das kann ich auch. Das ist ja der Grundgedanke wahrscheinlich, den man sich dann greift und man denkt, ich kann das ja auch ruhig streamen. Dann macht man das, dann kriegt man aber nicht nach einer Woche die 100 Viewer oder nach einem Monat die 200 Viewer und dann probiert man sich halt irgendwie andersweitig dann was abzugreifen oder so, was ich damals niemals mit mir vereinbaren könnte. Ich habe mir immer gesagt, ich mache nichts mit anderen, ich will nur meinen eigenen Kram machen, damit ich sagen kann, ich bin stolz drauf, ich habe mir das alles selber erarbeitet, aber da merkt man dann nach einer Zeit, wenn man die Erfahrung gesammelt hat, auch, da schiebt man sich auch einen Riegel mit vor. So ein gesundes Mittelmaß, Kontakte schließen, sich mit Leuten austauschen, ist super. Ich bin der Letzte, der irgendwie irgendwas verwehrt oder aus irgendetwas ein Geheimnis draus macht oder so, weil ich halt mit allem relativ offen umgehe. So ist es ein Geben und Nehmen. Und solange es ein gesundes Mittelmaß ist, fährt man da, denke ich mal, auch eine anständige Schiene. Stumpfe mit, huste mich jetzt bitte sofort, will ich niemals drauf eingehen. Ich bin auch irgendwie ein bisschen respektlos zum Teil. Ja. Wollen wir weitergehen? Jo. Sehr gerne. Dann haben wir, also die Frage geht an dich, Daniel, die Frage lautet, wieso änderst du die Richtung mit den Real-Life-Story? Übrigens, er hat eine weiße Chatfarbe. Das ist von Gevelsberger? Gevelsberger Skiller. Ich weiß nicht, was er meint. Oder okay. worauf er hinaus möchte. Tut mir leid. Ich auch nicht. Ich dachte, das wäre vielleicht ein Insider jetzt. Null. Also ein sehr fragwürdiger Satz. Ist für mich nicht greifbar, tut mir leid. Also an denjenigen, der es geschrieben hat, weiß nicht, was er meint. Total
echt komisch. Dann nehmen wir die nächste Frage. Die ist schon... Die geht noch ans Anfangsthema. Denkt ihr, dass ein Hauptspiel im Gegensatz zu Variety dämpft die Entwicklung, also das Wachstum? Ne, wartet mal nochmal. Denkt ihr, dass ein Hauptspiel im Gegensatz zu einem Variety die Entwicklung, das Entwicklung oder das Wachstum dämpft eines Streams? Am Anfang ja andersrum. Also am Anfang bringt ein Hauptspiel eher Wachstum, aber irgendwann möchtest du ja selber was machen und wenn du da sitzt und dich langweilst vom Spiel, dann bist du auch weniger unterhaltsam und deswegen muss man irgendwann, glaube ich, je nachdem, was man halt für ein Typ ist, den Absprung finden. Manche können auch 3, 4, 5 Jahre das gleiche spielen und denen wird es nie langweilig, die sind trotzdem Top-Unterhalter. Kann ich nichts zu sagen. Ja, ich kann nichts zu sagen. Ich hatte nie einen Hauptstream. Hauptspiel. Ich denk mal, dass ein Spiel, wenn man es am Anfang spielt, einem eher hilft, also das ist mein Grundgedanke, einem eher hilft, einen harten Kern zu festigen und dass man dann nach und nach wahrscheinlich probieren kann, auf andere Spiele umzumünzen. Weil wie ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass wenn ich einmal 25 Viewer habe bei einem Spiel und das Spiel dann durch ist und ich Neues anfange und alles wieder bei Null ist, ich kann mir schon vorstellen, dass es auf Dauer ziemlich frustrierend ist. Wenn das jetzt über ein halbes Jahr hinweg geht etc., stelle ich mir nicht ganz einfach vor. Aber das ist nur mein Bauchgefühl wieder. Das ist auch eine Situation, die ich selber nicht kenne und dazu hundertprozentig was sagen kann. Spiel DayZ. Spiel DayZ ein halbes Jahr, hast du eine Community und dann wechselst du. Oder Arma. In Deutschland. Geht immer. Dann bist du fertig. Das ist das Geheimrezept für Streams. Ist so. Wenn du keine komische Community haben willst, sondern einigermaßen Erwachsene, die beiden Spiele, ziehst du die Community ran und dann gehst Variety. Schauen sich Leute noch DayZ-Streams an? Auf jeden Fall. Ich habe das seit Ewigkeiten. Es ist genauso wie der Punkt, wo wir vor kurzem geredet haben, wo du von Arma angefangen hast zu reden und ich saß und ich dachte so, oh mein Gott, so ein Zug, der komplett an mir vorbeigefahren ist und immer noch vollkommen an mir vorbeifährt. Krass. Krass, auf jeden Fall. Also es reicht, sag ich mal, um sich einen Stamm zu bilden. Das geht, ja. Heftig. Aber also mit Variety selber starten, das ist gefährlich. Jo, und hart. Also das ist echt gefährlich und echt ganz, ganz, ganz gefährlich für deine Nerven. Also da musst du Eier aus Stahl haben. Und das ist halt Eier aus Stahl und Nerven aus Kaugummi oder so. Das, also wenn du das machst, also ich sag mal, Variety selber ist ja schon der Ritt auf der wohl geilsten Achterbahn der Welt. Und wenn du das noch gleich am Anfang machst, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, das sieht dann so aus. Wie. Wum, wie. Ja, ungefähr wum. So sieht das aus, ja. So sieht das aus. Also, ich kann wirklich jeden immer nur, der irgendwie, weiß ich nicht, mit solchen Gedanken ankommen, macht einfach, was ihr wollt. Macht einfach, was ihr wollt, guckt, was gut geht. Vielleicht habt ihr einfach mal ein glückliches Zeitfenster. Ihr braucht nur einen Luckshot, einen einzigen braucht ihr nur, einen. Ja. Und dann ist der Schneeball geformt, er ist fest und dann rollt er los. Einen einzigen. Und diesen müsst ihr abwarten. Es kommt aber, vergesst niemals, das sage ich euch, ich will euch keine Hoffnung machen, ich bin ganz ehrlich mit euch, nicht jeder ist ein Entertainer oder hat irgendwas zum Streamen. Aber habt Geduld und macht das einfach nur, weil ihr Spaß haben wollt. Macht das nicht für Viewer oder die merken das, die Leute. Das kann ich sage euch das so, wie das ist. Wenn ich mich selber betrachte von außerhalb, von vor 3, 4 Wochen, ich selber bin mein größter Feind, was das Stream angeht zum Beispiel. Aufgrund meines Charakters vergraule ich ganz viele Menschen ab und zu. Obwohl ich gar nicht solche Sachen manchmal raushauen möchte. Aber habt einfach Spaß, wisst ihr? Geht raus. Wenn ihr keinen Spaß habt, dann lasst es. Dann lasst den einen raus. Schüttel dir einen von der Palme, ist ein Obstsalat. Geh raus an der frischen Luft, tank ein bisschen Sonne. Und dann ist das wieder gut. So. Aber
macht das nicht so auf Biegen und Brechen und dass ihr irgendwas wollt, sondern habt Spaß. Und dann kommt auch, ich sag, also Gronkh guckt jeden Freitag oder so, jeden Samstag, der sucht sich da Leute raus und dann, wenn du so einen Pick hast, bist dabei. Ich böller auch bei Leuten ein rein, Sali, Hahn wahrscheinlich auch oder Raiden. Ja. Hey, da sind lauter große Streamer, die gehen rum und dann und selbst wenn ihr nur 20 oder 25 Leute bekommt am Anfang, es ist was wert. Es ist sehr viel wert. Und dann geht's ab. Da ist das dann egal, was ihr spielt. Also Variety geht auch, aber da ist man dann halt so auf so einen Luckshot angewiesen. Ja. Wollen wir weitermachen? Talia fragt, was wir von Axl Rose bei AC/DC halten. Ja, das ist gut, dass du es sagst. Ja. Ich habe AC/DC letztes Jahr gesehen und das ist sowieso, also 10-mal gesehen. Nicht, weil ich Fan bin, sondern weil ich bei denen gearbeitet habe. Und das ist sowieso nur noch Massenabfertigung. Und ob da jetzt ein Bon Scott ist schon lange tot. Ob da jetzt der andere Sänger da, dessen Name mich gerade nicht einfällt, steht, oder Axl Rose, macht nicht mehr den Unterschied, ehrlich gesagt. Und da sind sie besser bedient mit Axl Rose als mit irgendeinem Unbekannten. Kann ich nicht so sagen. Ja, es war eine Frage. Nur Bahnhof, nächster Zug, der mir vorbeigefahren ist. Tschu-tschu! Ja. Oh, wir haben einen vergessen. Ach nee, der weiß eh nicht. Ja, ja. Brian Johnson hieß der, genau. Okay. Man sagt sich doch so, dass AC/DC doch sowieso nach dem ersten schon gestorben ist, oder? Als der weg war? Nee. Weil die den zweiten alle nicht mochten? Nee, Back in Black war, ist, würde ich schon fast streiten, ein besseres Album als alles, was davor kam. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich stecke nicht so tief in der Materie drin, um mir ein Urteil zu bilden, wer da nun der bessere Sänger ist, weil ich eh nur einen einzigen habe, der für mich einfach der Gott und der Magier ist schlechthin ist in dieser Geschichte. AC/DC ist AC/DC. Da ist der Name vom Titel ist wichtig, nicht wer das singt so. So gesehen klingt jedes Album eh gleich. Also. Da kann auch eine finnische Band kommen und das auf ihre komischen, auf Lasern spielen und mit Motorsägen und dann klingt das immer noch geil. Thunderstruck! Ja. Also es ist Wumpe, finde ich. Würde ich jetzt sagen. Ja. Schließe ich mich an. Aber wir sind hier Plankenschnack, nicht AC/DC-Schnack, von daher. Okay, lieber streamen ohne Games zu spielen oder Games spielen ohne streamen? Warte mal, lieber streamen ohne Games zu spielen, also schnacken die ganze Zeit, oder Games spielen ohne streamen? Lieber streamen ohne Games zu spielen. Weil wenn ich dann irgendwas spiele und hab den Stream nicht an und da passiert was Megamäßiges, wo... Kleinen Moment. Ich mach immer kurz weiter. Ich kann mal kurz einwerfen. Ich habe gerade voll die gute Idee für ein Titellied für einen Plankenschnack. Wir nehmen einfach Thunderstruck und singen darüber Plankenschnack. Okay, der geht, ja. Wir können gehen. Haben wir Produzenten hier im Stream? Ihr habt eine Idee. Ja. Ich glaube, ich... Oh, das ist super schwierig. Nee, ich müsste mich jetzt enthalten. Also, ich sag ganz klar Stream. Bei mir ist immer Stream. Ich kann ohne nicht. Entschuldigung, musst du mich kurz um die Katzen. Immer. Also, ohne Stream spielen ist langweilig. Fällt's nicht. Außer mit meiner Freundin. Mit meinen Freunden spiele ich schon lange nicht mehr. Ja, es ist halt derselbe Aspekt, wie ich ja vorhin ja mehr oder weniger auch gesagt habe. Also ich kann auch jedes Mal wieder, wenn ein Spiel läuft oder wenn ich was spiele, ich könnte jedes Mal halt einfach streamen. Und wie Dark Souls ist für mich das beste Beispiel, was es nochmal bestätigt hat. Dark Souls macht einfach so unfassbar viel Spaß. Und ich glaube, es macht einfach nochmal doppelt so viel Spaß, weil ich es halt einfach streame. Das ist einfach eine richtig gute Sache. Richtig gute Sache. Ja. Bin ich dran? Ja. Yeah. Streamen ohne zu spielen, weil wenn ich spiele und dann passiert irgendwas Tolles in dem Spiel und es war keiner da, mit dem ich mich darüber unterhalten kann oder sagen kann, guck, hast du das gesehen? Dann habe ich genau das Gleiche wie vorm Streamen und das möchte ich nicht. Ich will die Sachen teilen und darüber reden und Spaß haben und nö. Aber es gibt ein Spiel, also
Ja, aber es gibt ein Spiel, das spiele ich für mich und das ist Witcher. Das lasse ich, das muss Immer ich noch? für mich. Nein, wenn jetzt bald, wenn das Immer noch zweite nicht? DLC rauskommt, dann spiele ich es wieder, aber dann auch wieder nur für mich, weil es gibt dieses, das ist so ein Spiel, das ist wie ein Buch und das möchte ich für mich genießen. Oh mein Gott, da waren so viele tolle Sachen. Bin ich froh, dass ich da heute noch mit so vielen drüber lachen kann, was da alles passiert. Nächste Frage? Ja. Die Hahn, Daniel, hast du jemals eine Runde Pizza Roulette bereut? Und die nächste Frage von Dizzy an die Hahn: Was zum Geier ist Pizza Roulette? Was ist Pizza Roulette? Ja, Pizza Roulette ist ein. Was daran habt ihr? Nee. Nee. Streamen. Punkt. Nächste Frage? Ja. Die Hahn, Daniel, hast du jemals eine Runde Pizza Roulette bereut? Und die nächste Frage von Dizzy an die Hahn: Was zum Geier ist Pizza Roulette? Was ist Pizza Roulette? Ja, Pizza Roulette ist ein Spiel, was ich mir irgendwann mal im Spiel im Spiel, im Stream habe einfallen lassen. Einer wird random aus dem Chat ausgewählt. Der kann bestimmen durch Zahlen, die er mir mitteilt, welche Zutaten auf eine Pizza raufkommen, die ich mir bestelle. Und grundlegend denkt man, okay, sind bestimmt ein paar Kombinationen dabei, die jetzt nicht ganz so rosig sind. Das Problem ist, bei uns in Lüneburg, der Lieferservice oder die mehreren, die es da gibt, bieten sehr fragwürdige Sachen an. Und ja, eine bereue ich. Und zwar die Pizza mit Mandarinen und Meeresfrüchte. Die dritte Zutat weiß ich nicht mehr. Ich habe seitdem so Meeresfrüchte selber nicht mehr gegessen, außer ab und an mal Fisch, aber jetzt nicht exotischere Sachen. Und ich würde nie wieder Mandarinen auf einer Pizza haben wollen. Also das war echt hart. War sehr hart. Das ist ein relativ witziges Spiel. Also damals fand ich es relativ witzig. Es hat sich so bis heute mal so ein bisschen durchgezogen. Ab und an kann man das gerne mal machen. Und es ist sehr hart. Sehr, 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 sehr hart. Okay, also die Idee hatte ich auch schon mal, aber da ist mir dann irgendwie vorher schon das Husten gekommen. Da warst du. Also, es geht. Das Ding ist halt, die Leute wollen dir nur Scheiße in den Rachen schmeißen. Ja, also du kannst. Ich habe auch mal gesagt, Leute, heute Abend bestellen wir Pizza und dann gucken wir mal, was ihr sagt und dann tüdeln wir was gemeinsam. In dem Moment, als ich das gesagt habe, habe ich schon im Kopf, kam dann so der kleine Mann: Ey, Ja. ey du! Ey, bist du bescheuert oder was? Da kommt doch nur Müll bei raus. Oh, und dann habe ich gesagt, nee, ich bestell mir einen alleine. Also das ist echt, das ist eine harte Nummer. Respekt, dass du das durchziehst. Ja, war hart. Also das war auch die einzige Pizza, die ich bis dato nicht aufgegessen habe. Ich glaube, es ist jetzt gefühlt ein Jahr her oder ein bisschen länger, aber das war gebrandmarkt und seitdem ist es auch deutlich weniger geworden. Mit der Roulette-Pizza? Ja, das ist Ah. das Spiel. So, das war dann schon hart. Weitermachen oder was? Sehr gerne. Was würdet ihr machen, wenn Twitch von den Streamern Geld verlangen würde, damit sie auf dieser Plattform streamen dürfen? Das ist so eine Ja, Frage wie: Was würdet ihr machen, wenn die Erde flach wäre? Nichts, weil ich dann nicht existieren würde. das ist eine Was-wäre-wenn-Frage. Das kann keiner beantworten, da es ja noch nicht passiert ist. Ich kann ganz ehrlich sagen, ich bin Partner und ich bezahle Twitch dafür, dass ich es streamen darf. Weil ich Abgaben habe. Punkt. Da müssten sie dann anfangen bei Leuten, die nicht gepartnert sind, zum Beispiel. Ansonsten wäre das unausgewogen. Das ist, glaube ich, die Antwort, die. Das wäre die richtige Antwort. Also meine richtige Antwort. Also ich habe ja, das ist jetzt, aber ich habe immer noch Turbo zum Beispiel bezahlt, nur damit die Videos länger bleiben zum Beispiel. Damit man sie nicht 2 Wochen lang anschauen kann, sondern ich glaube 6 Wochen sind es mit der Turbo-Mitgliedschaft. Also, ne? Also. Die Rebroadcasts oder was für Aha. welchen Videos redet? Also jeder kann meinen Rebroadcast so 2 Wochen sehen. Wenn Ich du. bin kein Turbo-User, ich bin kein Turbo-User. Dann Bei wird es Partnern, ziemlich kurz, nach kurzer ja, Zeit 2 Wochen. auf jeden Fall gelöscht. Nach Okay. 2 Wochen werden die gelöscht und als Turbo-Mitglied sind sie 6 Wochen lang.
Höchstens du highlightest sie, dann kann man sie immer anschauen. Ja, genau. Okay. Und das war für mich ein Grund damals, sehr, sehr früh, ich glaube, da habe ich vielleicht 2 Monate oder so gestreamt, da habe ich gleich die Turbo, ich glaube, da zahlst du im Jahr, darf man das sagen? Ja, klar, ne? Ja. Ich glaube, 60 oder 80 sind es. 60 oder 80? 60? Ich glaube, 60. Euro sind das im Jahr und dann bleiben die Dinger eben länger. Wissen. Wow. Ja, nur als Non-Partner sind die 2 Wochen da. Oh! Ja, guck mal. Dann kannst du jetzt aufhören. Ah, als Partner sind die genauso lang wie Turbo? Nee, als Partner habe ich noch gleichzeitig, dass ich keine Werbung da habe und das trotzdem, glaube ich, als Werbung zählt für die Streamer. Also von dem her, ich bin ganz zufrieden mit meinem Turbo. Ich behalte das weiterhin. Dito. Okay. Also, wollt ihr die andere Frage noch beantworten? Also die eigentliche Frage? Ich schließe mich dir da auf jeden Fall an. Also von deiner Antwort her. Man bezahlt, also für viele Hobbys bezahlt man. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Summe wäre, aber ich für meinen Teil kann sagen, wenn ich jetzt auch nicht gepartnert werden, ich hätte da bezahlt für. Im Endeffekt, Leute, ist das so, wenn. Entschuldigung, Sali. Nee, kein Problem. Im Endeffekt würden deine treuesten Seelen dir das sowieso gestatten. Das zu tun, dann. Im Endeffekt, Leute, ist das so, wenn. Entschuldigung, Sali. Nee, kein Problem. Im Endeffekt würden deine treuesten Seelen dir das sowieso gestatten. Das zu tun, dann. Weil sie dich sehen wollen. Ich glaube, es ist übrigens, das ist länger als 6 Wochen. Mm-mm. Mein letztes Video ist nämlich am 4. März schon. Mein frühestes. Also sind ja 2 Monate. Und heute ist der 1.5. Ja, ne, 5 Wochen mehr. So müssen schon fast 8 Wochen sein. Nächste Frage? Ja. Die ist schön. Denkt ihr, dass Streamer sich mit der Zeit ändern, zum Beispiel der in 2 Jahren total anders geworden ist, von 50 auf 1000 Viewer. Denkt ihr, dass Streamer anders sind oder anders werden durch Stream? Das ist eine sehr geile Frage. Ein großer Philosoph hat mal gesagt, Zeiten ändern dich. Keiner, ja. Also ich denke, es gibt da mehrere, also mir würden auch auf dem Stehgreif, ohne jetzt einen Namen zu nennen, natürlich schon ein paar einfallen, mit dem man selber Erfahrungen gemacht hat, aber ich könnte mich wahrscheinlich so hinstellen, dass ich sagen könnte, bei mir ist es nicht der Fall gewesen. Also die lange dabei sind, vor 2 Jahren da waren und jetzt immer noch dabei sind, wissen, dass ich grundlegend von der Natur her komplett gleich geblieben bin, egal ob damals mehr los war oder jetzt alles ein bisschen anders ist, etc. Also da bin ich immer noch in den meisten Hinsichten, die mich auszeichnen, immer noch ein bisschen kindlichen Anführungsstrichen, wenn es um bestimmte Hinsichten geht. Aber gut, das sind Dinge, die einen ja letztendlich auszeichnen. Das ist ja, denke ich mal, auch das Wichtigste. Ansonsten weitestgehend wahrscheinlich nur professioneller geworden. So. Das ist ein Charakterzug. Es gibt Leute, die bleiben halt im Charakter treu oder verändern sich da einfach nicht. Und dann gibt es welche, die sich verlieren, die sich mitreißen lassen und sich dadurch dann ändern und vielleicht auch Bodenhaftung verlieren. Also ich bin der Meinung, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es gibt welche, die sind da charakterfester und also in dieser Hinsicht halt etwas fester und geerdeter und bleiben halt so, wie sie sind. Und dann gibt es welche, die sich mitreißen lassen. Da ist es aber auch wieder gut, eine Community zu haben, die einem so ein bisschen die Füße betoniert und sagt, da bleibst du jetzt stehen. Ja. Das ist eine Definitionsfrage, glaube ich, von was ist Veränderung? Ich habe angefangen, um mich zu verändern. Von daher, also um quasi zu lernen, wie man frei spricht, weil ich das vorher nicht konnte. Das war mein Hauptgrund, überhaupt mit dem Stream anzufangen und mich hier hinzusetzen und was zu spielen, weil ich einfach quatschen lernen wollte. Und das habe ich irgendwann hingekriegt. Und das hat mich verändert, natürlich. Und da muss man halt gucken. Es gibt natürlich, man kann sich positiv verändern.
professionalisieren, wie du schön gesagt hast. Aber man kann auch nicht verhindern, glaube ich, dass man sich in manchen Sachen verändert. Von daher, ich finde das nicht schlimm, wenn Leute sich verändern, natürlich. Auch bei den großen YouTubern und Streamern, wenn du die dir am Anfang anguckst und vergleichst, wie sie jetzt sind, jeder verändert sich, glaube ich. Ich könnte dazu einen Monolog führen, der bis morgen früh reichen würde. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich habe mich verändert. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Ich bin mit dem Stream gewachsen und habe Charaktereigenschaften an mir gefunden, die ich vorher nicht hatte. Ob es nun positiv ist oder negativ. Veränderung bringt es einfach mit. Aus den ganz einfachen Gründen. A, du verdienst, ich in meinem Fall, verdiene Geld damit. Verändert sich sowieso was in deinem Leben. No matter what. Also, da kannst du die Seele bleiben, die auch immer du willst. Du veränderst dich, no matter what. Bei mir zum Beispiel, ich bin aus dem Studentenleben gekommen und bin in eine Selbstständigkeit geraten und habe mein eigenes Geld verdient. Was ich vorher auch hatte, aber ich bin für mich selber zuständig. Erste Nummer. Zweite Nummer, man ist größer geworden, man hat mehr Menschen und muss sich selber aufteilen in mehrere Personen, für mehrere Personen. Das heißt, gewisse Dinge wie Song Requests, Follow Alerts, Geld, was im Stream angezeigt wird, Sub-Goals, all solche Sachen, bist du auch anders als Mensch. Im Endeffekt ist ein Streamer, der sich nicht weiterentwickelt als Person, Stillstand. Und Stillstand ist nie gut für dich als Streamer. Das heißt, du als Person entwickelst dich und du wirst dich auch immer weiterentwickeln, weil du wächst an deinen Aufgaben. Und das ist eine Aufgabe. Es ist einfach mal eine Aufgabe. Für mich ist es zum Beispiel neu, irgendwo loszufahren, bei jemandem Fremdes im Raum zu sitzen und das hier zu machen, als wenn nichts gewesen wäre. Ich bin nicht zu Hause. Das ist halt einfach, du wächst. Du wirst irgendwann eine Person. Die Frage ist halt immer nur, wie sehr akzeptieren die Menschen das? Die Leute, die es nicht akzeptieren können, sehen nicht den ganzen Kern, weil das sind oberflächliche Dinge. Innerlich muss ich zu mir selber sagen, ich bin mir immer treu geblieben und bin jetzt auch immer noch mir selber treu. Das aber wiederum sehen viele nicht, weil sie sich nicht mit der Person A auseinandersetzen oder B gar nicht die Zeit haben und sich irgendwie dieses Gebrabbel oder Brubbel, was kein Gaming-Content ist, anhören. Von dem nach ist es, also es gibt Menschen, die verändern sich komplett anders in irgendeine Richtung, aber da gibt es auch in dieser Denkweise gibt es auch unterschiedliche Wege, die ihr gehen müsst. A, dürft ihr nie vergessen, dass bei 1000 Viewern irgendwann das eigene Einkommen nach Hause kommt. Da ist halt die Frage, spielt die Person eine Rolle? Ist sie einfach so geworden und ist sie wirklich so, wie sie sich da gibt? Oder ist das einfach nur, die beiden Sachen. Ist er A, eine Rolle, die er spielt, weil er die Leute beim Laufen halten will? Oder ist er einfach die Person geworden? Und es gibt negative und positive Beispiele für Veränderungen. Und ich denke mal nicht, dass man das daran festmachen kann. Ein Beispiel für mich ist zum Beispiel, dass ganz viele Leute nach der Partnerschaft zu mir gesagt haben, dass alles anders geworden ist. Es ist immer noch alles das Gleiche. Es werden genauso viele Leute für den Dünnschiss gebannt, den sie bei uns schreiben. Für Caps Lock werden sie gebannt. Für Naivität und Dummheit wird manchmal auch einer gebannt, wenn er sich nicht benehmen kann. Es ist alles dasselbe. Gewisse Feature wurden abgeschafft und neue Feature wurden angeschafft. Aber, Der Zahn der Zeit. Der Zahn der Zeit. An dem kommt keiner rum. Nächste Frage? Oder möchte noch jemand mit einsteigen? Keiner? Dann haben wir, wie findet ihr das gerade mit diesem Raid-Hype? Okay. Der Raid-Hype? Ich nehme mal an, es geht darum, dass die Raids, die noch während der Stream läuft, ne, dass da geradet wird. Ich finde das gar nicht so. Ich finde das jetzt, das Beispiel hast du vorhin schon gesagt. Ich finde das ganz gar nicht schlecht. Also ich finde das, man hat das gesehen bei
Das größte Beispiel ist jetzt Gronkh, der das ja letzte oder vorletzte Woche gemacht hat. Und zwei, einmal einen aus der im Chat vorgeschlagen worden ist und dann nochmal einen, den er sich selbst rausgesucht hat, der mit zwei Viewern da saß und dann geradet wurde. Im Nachhinein hat er gleich einen Tag später, eine Woche später dann gesagt, dass er das eventuell nicht mehr machen kann, wenn die Leute dann auch weiterhin im Chat dazu gespammt werden. Ne? Und dann nicht wieder nochmal weitermachen können. Aber so im Grunde. Ich mag Raids. Ich bin manchmal ein bisschen verdutzt, wenn das so ein Spontan-Raid ist, während der Streamer noch streamt, ne, dass sie dann kurz reinkommen, so kurz Hallo sagen, guten Morgen und dann weiß ich nicht, bleiben sie jetzt oder gehen sie und ich sage dann Hallo und aber ich bin momentan sowieso aufs Spiel konzentriert. Ich finde das nicht schlimm. Das schickt man mal die Leute mal woanders hin, da sehen die auch mal was anderes. Man mag die Reaktion eventuell gleichzeitig im Stream noch zeigen, wie sich derjenige freut und so. Ich sehe das nicht negativ. Das Einzige, was mich dabei stört, ist, dass sie es im Chat oft ein bisschen dann übertreiben. Also wenn der Satz wenigstens nur einmal reinkopiert werden würde und man sich darüber freut und nicht 10.000 Mal, das wäre gut. So ein kleines Regelwerk noch. Aber ansonsten finde ich das super. Schickt doch die Leute ein bisschen links, rechts, da, guck mal hier, guck mal da. Ist genauso, wie wir unseren Streamer der Woche haben. Da gibt es halt so, ey, ich habe jetzt, vor 2 Tagen war ich da, wollen wir da mal kurz reingucken? Kennt ihr die schon? Nein, kennt ihr noch nicht? Gucken wir mal rein. Ich finde das gut. Ich mag das. Also ich persönlich habe was gegen diese Raids, währenddessen Leute noch streamen. Ich hasse das wie die Pest, weil das einfach nur Viewer-Abgecache ist und mehr ist das nicht. Das ist vielleicht Hallo sagen und die Leute finden das lustig, aber in meinen Augen ist das weggecache und ich mache mir einen Namen. Währenddessen man streamt und bei irgendwem so namens Gronkh einreitet und da einfach was durchspammen lässt, ist die Hoffnung, dass was darüber kommt. So sehe ich das. Muss nicht sein, dass die Intentionen so sind, aber so sehen meine Augen sehen das so. Ich hasse sowas wie die Pest, weil du sagst, ich sag zum Beispiel noch Leuten Hallo, ja? Du zählst alle Namen auf, rat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 , und dann schreibt dein Mod dir so, ja, die sind gar nicht mehr da, die waren nur kurz da, und dann denkst du dir so, Ja, das ist das, das oh ist. Mann, ich reiß dir den Kopf ab. Ich hasse sowas wie die Pest. Mich kotzt dieses, also dieser Trend kotzt mich unfassbar an. Da kriege ich so eine Halsschlagader. Wirklich, so eine Halsschlagader. Aber so am Ende raiden finde ich cool. Das ist ein nettes Gimmick. Da kannst du viel Spaß mit haben. Schön rumspammen mit den Leuten so. Dann kannst du alle so zusammenbringen und mit Tay oder ja doch, mit Tay oder mit Sascha. Da gibt es dann sogar noch die Stream-High-Five so zwischendurch. Und sowas ist halt cool. Das finde ich fetzig. Also auf jeden Fall. Ich bin für pro raiden. Definitiv. Ich finde es auch schön, dass es wieder reaktiviert wurde. Denn früher, also eine ganze Weile gab es das nicht. Weil Horizont erweitern. Sharing is caring, Freunde der Sonne. Sharing is caring. Also grundlegend sehe ich das relativ ähnlich. Ich glaube einfach, dass auch viele Viewer so total verschlossen darauf sind, dass sie sich einen Streamer raussuchen, den finden die super. Und dann tun manche so, als würden sie nur bei diesem einen Streamer bleiben dürfen, weil das ist der, dessen Gruppe sie sich angeschlossen haben. Da sind sie Sub und den finden sie klasse. So, aber meiner Meinung nach spricht er doch überhaupt nichts gegen. Es ist ja nicht alles Konkurrenz, was auf Twitch rumläuft oder irgendwas dergleichen. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man von anderen den Horizont, sage ich mal, weiter und sagt, hey, passt auf, guckt euch den mal an. Das ist ein guter Mann, der macht gute Arbeit. Wie groß er ist, sei mal dahingestellt. Ich bin von dem überzeugt. Schaut es euch einfach mal an, wenn es euch gefällt. Geht ja gerne häufiger hin, ist eine super Sache. Das ist ja kein Video, den man selber verliert oder sonst irgendetwas. Es geht einfach nur darum, dass man anderen A, damit man was Gutes tut und B, einfach anderen auch mal weiterhilft, so diesen Horizont ein bisschen zu erweitern. Das ist mir relativ wichtig. Ich habe damals eine Zeit lang mehr gehostet und mehr geradet, als es jetzt der Fall ist, weil ich momentan einfach zu den Zeiten dann, wenn ich aufhöre, nicht so viele mehr online sind, von denen ich noch überzeugt bin. Dieser Zug, wieder ein weiterer Zug, der mal wieder an mir vorbeigefahren ist, ich merke schon, ich kriege eigentlich echt extrem viele Sachen nicht mit. Mit diesem In-Stream-Rain, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist, einer ist online, zeigt einen Stream im Stream, und dann gehen alle hin und schreiben was in den Chat. Ist das Ja, richtig? ja. Okay, Ja. gut. Aber Und dann gehen sie zum nächsten, nächsten, nächsten und dann streamt er einfach nochmal weiter. Also, ich hatte das, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe das vor knapp 2 Wochen, also das mit Gronkh etc. wusste ich selber nicht.
Einmal selber gemacht, aber da hatte ich eine Intuition hinter. Einmal, weil wir eine Diskussion hatten über LOL-Community und wie ich dazu stehe, etc. auf Twitch hier in Deutschland. Dann habe ich das einmal bei einem LOL-Streamer gemacht, wo der Streamer dann sagt, oh nein, Viewerbot, kriegt so eine Krawatte und rastet völlig aus. Dann macht man es bei einem anderen, kleineren Streamer, einen ganz anderen Bereich und freut sich, ist es ein Raid. So, das war halt für mich so komplett zwei unterschiedliche Reaktionen, die für mich in dem Moment über eine bestimmte Community gesprochen haben und etwas deutlich gezeigt hat. Und da habe ich dann ein paar Kleinigkeiten zugesagt und dann hieß es, ja, mach das da nochmal, habe ich nochmal was bei einer anderen FIFA-Person gemacht. Da haben wir ein guter Kollege, der hat sich dann kurz gefreut und dann hatte sich die Sache für mich auch mehr oder weniger gegessen. Aber ansonsten sehe ich es ähnlich wie du, Dizzy, es macht für mich keinen Sinn. Also schon gar nicht, wenn man jetzt mit 2000 Leuten bei Coronk reingeht, da einmal den Chat voll spammt und sich dann wieder verdrückt. Das ist halt, keine Ahnung, für mich nicht greifbar. Ja, ich habe dem auch, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Dieses mag ich auch nicht, wenn irgendwie ein Raid kommt und dann alle wieder abhauen. Das ist so wie, hey, guck mal hier, ich habe schon so und so viele Viewer und jetzt sind wir wieder weg. Tschüss. Kannst mich ja auch mal hosten. Das ist so wie halt zu schreiben. Kannst du mich vielleicht mal hosten? Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wieder so ein zweischneidiges Brett, ja? Brett, ja, genau. Ja, Glückwunsch. Ja, Zitatliste, das zweischneidige Brett. Willkommen in der Schweiz. Plankenschnack. ich weiß, dass Gronkh das macht, okay? Pass auf, bei Gronkh ist das so, dem ist das scheißegal. Okay, der kann überall hingehen, weil er ist hier der King. Er ist King Dingeling und da ist das Wumpe. Es spielt kein Mumpitz, ob er das macht oder nicht. Währenddessen er streamt. Es spielt kein Mumpitz. Weil da ist das einfach so, er will was zurückgeben. Und er braucht das auch. Also er braucht es nicht. Versteht ihr? Mhm. Es gibt andere Leute, die machen das während des Streamens und die Leute brauchen das aber. Und das ist der Unterschied, den man dort machen sollte. Das ist halt so wie der Wurzel aus 9, so mit plus 9, minus 9. Ja? Es gibt zwei Lösungen immer. Und nee, aus plus 9, minus 9, nicht, das ist Quatsch mit Soße. Wenn wir aus X die Wurzel ziehen, dann gibt es Positives und Negatives. Es ist halt, wenn du die Wurzel aus einem Betrag X ziehst, dann hast du entweder ein positives oder ein negatives Ergebnis. Ach so. Guck mal an der Tafel weg. Warte, kannst du mal kurz, Man soll aber guck in der Tafel weg. Ja. Des antisubkonjektiven Schnellspulautomaten. Warum hat das schon so lange her? Ich höre Tetris. Ja, alles klar. Darfst weiter, bitte. Was, Tetris? Nee. Oh mein Gott, was passiert gerade? Nix, ich höre nur die Tetris-Musik gerade. Ihr habt es nicht mitbehören. Ihr könnt es so, no matter what. Ja. Das Ding ist halt, da ist das Wumpe. Du musst es halt die ganze Zeit auseinander. Du musst es halt irgendwie immer separieren, okay? Und das Ding ist halt, du kennst immer die Intention dieser Persona nicht. Und wenn es so weit geht, darfst du irgendwann nichts mehr sagen, weil du irgendwann alles aufzählst. Also dann das und der und hier und da und tralala und hopsibu und chachipä und chingeding und zengderang und du kommst da nicht mehr raus. Also versteht mich da bitte nicht falsch, ja? Wenn ihr wirklich den Samariter im deutschsprachigen Raum sehen wollt, weil in meinen Augen ist er das nämlich jetzt gerade und er tut's halt auch. Er schickt seine Leute rum und macht da was Sinnvolles mit. Bei anderen sehe ich das eher weniger als sinnvoll an. Ja. Drücken wir das so aus. Was ich ziemlich cool finde, wo wir gerade beim Thema waren von wegen Samariter etc., dass er seine Streams auch dazu nutzt, auf bestimmte Projekte aufmerksam zu machen, die im Kickstarter-Bereich sind. Das finde ich ist halt eine wirklich, wirklich gute Sache, weil das ist halt zum Punkt, dass er relativ reif ist und auch schon ein bisschen älter ist, dass er mit seiner Reichweite wirklich was Anständiges anfangen kann und dass man anderen Leuten wirklich damit helfen kann. Und wenn man das im Gedankengang ist, den man greifen kann und den man verstanden hat, kann man da richtig gute Sachen mit anstellen und ich finde, da macht er manchmal, also ziehe ich auf jeden Fall regelmäßig meinen Hut vor, richtig gute Sachen. Und da gehört dieser Kickstarter-Kram mit dazu, dass er da regelmäßig Projekte unterstützt und da probiert er mitzuwirken. Das finde ich ist echt eine super Sache. Ja. Da kommt die nächste Frage sehr gelegen. Und zwar, habt ihr schon mal überlegt, als Mentor für kleine Streamer zu agieren? Hatte schon mal mit Dihan darüber gesprochen. Xeboxy hat das geschrieben. Habe ich eine sehr schöne Antwort drauf.
Dann mach diese. Ich kann mich da jetzt ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. Es tut mir leid, Cevoxy. Nimm es dir bitte nicht übel. Meine Antwort darauf ist, wen sollen wir denn, also als Mentor, wir haben noch gar nichts. Was sollen wir machen? Danke. Wir sind selber noch Krümel und nicht mal Brötchen oder geschweige denn Brot. Und ich möchte mir nicht anmaßen, irgendwem den Mentor zu spielen. Ich meine, ich habe meine Erfahrung, die ich teilen kann, ja, aber ich könnte wen solchen da was anlernen. Ich jetzt. Kann ich gar nicht. Also, wir könnten jetzt wieder jemanden heranziehen mit gewissen Namen. Mit gewissen Namen, der schon genannt wurde, der könnte das vielleicht machen, okay, weil der hat halt was, der hat halt Patte vorzuweisen, ja, der hat was richtig gemacht in seinem Leben. Wir stecken in Kinderschuhen, wir sind kleine Hämpflinge. Also, ich sehe mich nicht in der Situation, ein Mentor für irgendwen zu sein. Ich streame, ich bin Dizzy. Also, ich glaube, Mentor ist vielleicht der falscher Ausdruck, aber ich sag's mal so, man kann, das habe ich jetzt ab und zu mal bei welchen gemacht, wenn die gerne streamen wollten, dass ich denen dann grundlegend geholfen habe, ein paar Ratschläge zu geben, auf was man achten kann, was relativ wichtig ist, etc. So Erfahrungen, die man selber mit der Zeit gesammelt hat, denen mitgeteilt, die dann natürlich nur von mir spezifisch sind, die einen theoretisch gesehen Arbeit abnehmen könnten. Aber letztendlich ist das ja ein Werdegang, den man selber gehen muss. Man muss seine eigenen Erfahrungen sammeln, man muss seine eigenen Erfolge, sag ich mal, feiern und hinbekommen, und da kann er mir eigentlich nicht irgendjemand anderes großartig was vorschreiben. Ich glaube, es geht, aber dann ist Mentor einfach der verkehrte Ausdruck. In meinen Augen. Also ich hatte letztens eine interessante Begegnung. Bei mir ist jemand reingekommen, der hat gefragt, ob ich ihm Tipps geben kann. Das habe ich dann gemacht. Und 2 Stunden später hat er mich dann mit 200 Leuten geradet. Und das hat mich dann doch mit so väterlichem Stolz erfüllt. Also... Das war wie in einem Martial Arts Film, wenn der Schüler besser als der Meister wird, dann plötzlich. Ja, ja. Das, ja. Ja. Aber sonst wäre mir das zu anstrengend, glaube ich. Also, ich sag mal, ich teile gerne meine Erfahrung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerne meine Betriebsgeheimnisse. Also, alles, was so Technik und so anbelangt, ist meins. Weil das ist schon sehr ausführlich, was aufgebaut wurde und gemacht ist. So, das bleibt bei mir. Aber ich habe zum Beispiel auch Guides gemacht zum Streamen und der geht auch 3 Stunden. Also, ob ihr nur 3 Stunden mit mir redet oder ob ich 3 Stunden Monolog führe und ob ihr den hören könnt, ja. Also, ich denke, die Möglichkeiten sind vorhanden, dort was zu nehmen. Nichtsdestotrotz sehe ich mich nicht immer in diese Lehrfunktion. Ich will Leuten das gar nicht beibringen, weil man muss es selber lernen. Und Padawan und Schüler sein, nee, Padawan war doch Schüler, oder? Ja, also einen Padawan zu nehmen oder dir den Mentor geben, dann im Endeffekt läuft das dann wieder auf diese Sharing-Geschichte raus, so, und das kannst du auch einfach so machen. Ich meine, er kann sich die Sachen so reinziehen, es ist alles vorhanden im Internet, also wie gesagt, Ausrufezeichen Stream geht jetzt gerade nicht, aber bei YouTube, bei den Bay Pirates gibt es einen ausführlichen Guide. Wenn man sich den reinknattert, dann ist man von vorne bis hinten gut bedient, so. Und alles andere entsteht dann einfach so. Und ich sage mal so, meine Schäfchen, die bei mir sind, zum Beispiel, ich kenne meine Pappenheimer, auch die auf Twitch rumgurken. Und so ist eigentlich das Beste, was man machen kann, sage ich. Also ich bin ganz ehrlich, als Streamer ist das Beste, was man machen kann. Wenn man einfach nur ein Gast in einem Stream ist, und dort ab und zu was schreibt. So wie zum Beispiel Daniel jetzt, ja. Ich hatte Daniel vorher schon mal auf dem Schirm. Ich mochte ihn früher nicht, bin ich ganz ehrlich. Ja. weil er bei FIFA immer so ein bisschen schnöselig rüberkam. Und jetzt war er halt hier und hat mal offen geredet und hat sich ab und zu mal eingebunden. Dann war ich bei ihm, hab geguckt und so läuft das halt hin und her. Und da ist mir dann egal, wie groß die Leute sind. Das Spiel ist Mumpitz. Das ist völlig Wumpe. Und wenn da jemand, ich guck bei zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Janusi da ist. Ich gucke gerne bei Janusi zu, der spielt Dark Souls und da bin ich auch ab und zu abends einfach nur und hänge da einfach rum. Und wenn ich irgendwann mal Bock habe und er da ist, dann sage ich so, hier Janusi, nimm 200 Leute, hab Spaß und tschüss. Und das ist eigentlich das, was aus dieser ganzen Padawan-Geschichte rauskommt. Nicht Erfahrung oder so, weil Erfahrung ist im Internet. Hunderttausende von Stunden an Videos.
Das Vitamin B ist das, was du aus dem Padawan haben willst. Und das gibt's nicht einfach so. Genau. Vitamin B ist, funktioniert nur bei Menschen, die sich verstehen, denke ich. Weiß nicht, wollt ihr da noch mehr zu sagen? Nein. Was haltet ihr von Creative Streams? Ja, also ich wollte gerade sagen, ich kann auch so antworten. Ich mag Creative Streams. Du machst ja auch selber welche. Stimmt ja, ich mache selber sogar Creative Streams. Oh. Richtig, ich koche. Ja. Koch, super. Ja, mehr kann man nicht so sagen, glaube ich. Was würdet ihr machen, wenn ihr beispielsweise eine hohe Summe im Lotto gewinnt? Boah, ich habe die kürzeste Antwort ever. Ich würde meinem Vater ein Haus kaufen. Ich würde meinen Eltern das Haus abbezahlen. Oh, ich würde mich um meine Schwester kümmern. Ja, du sagst das so. Ja, ja. Die Zeit läuft und läuft und läuft. Ich würde mich um meine Schwester kümmern. Ich würde sie fragen, ob sie ein Haus oder eine Wohnung braucht. Ob sie allgemein, was sie machen möchte, wo sie hin will. Ich würde mich um meine Schwester erstmal kümmern. Ja. Ich würde probieren, so viel wie möglich meiner Mama zu geben. Ja. So einfach. Mama ist halt die Beste, grundlegend. Sind wir alle so eine Kinder-Dinge? Wir kaufen uns daher einen fetten Porsche und dann so, scheiße, wir haben Mama und Papa vergessen. Nee, gar nicht. Und dann in der Öffentlichkeit, Papi. Nee, aber also, ich würde, glaube ich, echt meinem Papa erstmal ein richtig fettes Haus hinstellen. Und dann sagen, hier, zieh ein, keine Miete mehr, Abflug. Also ich hätte auch nichts gegen einen McLaren, aber... Weißt du, was meine Mutter sagen würde, wenn ich ein richtig fettes Haus hinstellen würde? Tolkien. Und wer soll das jetzt alles putzen? Genau, das wäre meine Mutter. Also wenn ich hier nicht noch die lebenslange Putzfrau dazu gebe, würde ich meiner Mutter damit keinen Gefallen machen. So, lieber um meine Schwester mal kümmern. Weitermachen, oder was? Sehr gerne. Wie werdet ihr mit der Funktion von, wie werdet ihr die neue Funktion von Twitch nutzen, Videos wie zum Beispiel YouTube hochladen zu können? Oh. Ich werde weiterhin bei YouTube dafür bleiben. Kurze Frage dazu. Wie unterscheidet sich das gegenüber den Highlights? Also heißt, du kannst ein Video hochladen. Richtig, du machst richtig eigene Upload. Ja, 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 du produzierst ein Video, was nicht live gelaufen ist auf Twitch und kannst es dann hochladen. Okay. Ja. Also jetzt mein Bauchgefühl, das ist für mich irgendwie so ein bisschen gegen die Philosophie von Twitch. Also ich finde, das, was Twitch auszeichnet, ist, dass es live ist und dass es den Chat dazu gibt. Und YouTube ist halt für Videos. Weiß ich nicht, keine Ahnung, das finde ich komisch. Kann ich so jetzt nichts damit anfangen. Bringt eher was also, für so besondere Videos. Ich sage jetzt mal ganz kurz und jetzt haut mich der Dizzy gleich. aber vielleicht solche Videos wie zum Beispiel... Wenn man irgendwo war, also jetzt nicht die Gaming-Content, ist das im Behalten, dass die Gaming-Content halt haben? Nein, das steht nicht mit bei, also. Kann also, vielleicht ganz nett sein. Du meinst also Vlogs. Oh, was? Also wobei jetzt so ein Community-Treffen, wie du es jetzt gemacht hattest, etc., finde ich schon ganz cool. Na? Wenn das da dann auf dem Kanal drauf wäre. Weil man könnte so zeigen könnte, hey, das ist die Community, das haben wir schon gemacht, das haben wir geleistet. Aber wenn ich jetzt ein Video vom Gaming, das lade ich doch nicht bei Twitch hoch. Darf ich ganz, ich habe wieder die zwei Dinge. Ich habe wieder zwei Möglichkeiten. A, es ist kacke, weil du die Reichweite auf YouTube nicht kriegst. Mhm. Und Leute nicht ansprichst, die dann zu dir in deinen Stream kommen. B, du hast endlich alles auf einen Haufen und brauchst diese ganzen Kacke-Accounts bei YouTube nicht mehr. Ja. Diese Kugel Plus schießt mich tot und dann loggst du dich noch irgendwo... Richtig, bei der französischen Fremdlegion ein und dann kommst du erst zu YouTube und dann darfst du auf deinen Kanal was hochladen. Jetzt völlig übertrieben. Aber, also das sind so die zwei Dinge, die ich, also ich find's A cool und ich find's B auch schade. Schade? Ja, schade, dass man, also schade, dass dir dann irgendwann die Reichweite quasi, die Neuerrungenschaften sozusagen von YouTube dann flöten gehen. Vielleicht kommt das ja alles noch. Ich glaube übrigens auch, dass diese Comment-Box, die wir jetzt haben, als Streamer, so eine Art Test dafür ist. Mhm.
Für den Comment-Bereich, schätze ich. So die Beta quasi. Ich finde die aber super. Ja, ja, das ist aber mehr Twitter als Comments, ja, ist aber oder? Cool, weil die Leute auf deinen Kanal kommen können und das alles sehen, für die Leute, ja, die kein Twitter haben. Kriegen die eigentlich eine Benachrichtigung, dass man was gepostet hat? Oder sehen die es nur dann, wenn man auf den Kanal selber kommt? Nee, ich glaube, du musst auch ein Kanal sein dafür. Ich finde es ganz witzig. Ich habe es jetzt ein paar Mal benutzt. Jetzt gerade für mein Special war es eine relativ gute Sache. Von weil ich dann einfach den kompletten Ablauf vom Stream reingeschrieben habe, damit immer jeder einfach runtergescrollt und sehen konnte, was denn Sache ist und wann was kommt. Das war ganz cool. Ansonsten, ja, ist nett. Wollen wir weitermachen? Mhm. Kartoffelsalat ist das Geilste der Erde. Mit Mayo oder Brühe? Mayo. Mayo. Das war die Frage. Das ist Mayo? So. Mit Brühe? Naja, also nicht mit oder Mayo. Mayo oder Essig. Mayo Salz. Mit Brühe? Ja, also Brühe mit Essig und Salz halt. Essig und Öl halt. Ist mir lieber. Wahrscheinlich packst du auch noch Äpfel da rein und Mandarinen. Na, Apfel- und Nudelsalat ist gar nicht mal so schlecht. Also es ist sehr cool, schmeckt. Was wieder aufs Thema zurückführen könnte mit Mandarinen auf einer Pizza und so ein Kram, aber na gut, das lässt man es mal lieber sein. Also ich habe es bisher nur mit Mayo gegessen, Kartoffelsalat. Und das ist schon okay, so wie es ist. Meine Schwiegermutter macht einen fantastischen mit Mayo. Mayo mit Gürkchen. Mit Gürkchen drin und also mit, ich mag, also selber, nee, ich mag, schwierig. Aber da ich bin ja dieses Salmonellen-geschädigte Mensch im Sommer, Essig und Öl und im Winter mit Mayo. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich achte halt im Sommer so auf Mayo-Sachen, dass ich die nicht weiß. Du achtest im Sommer, glaube ich, auf alles. Naja, nur auf Softeis und Mayo. Jetzt kann ich auf Eis nicht mehr sein. Aber im Winter, die darf er was. Im Sommer muss cool werden, Salmonellen. Ich hatte die schon zweimal. Ich hab dich lieb, Sali, alles gut. Mann. wollen wir weitermachen? Die nächste Frage ist echt cool. Die nächsten zwei Fragen sind echt cool. Wie wichtig ist euch das Design eures Kanals? Dafür bezahlen oder sich mit den eigenen Skills zufrieden geben? Oder habe ich auch schon wieder einen 100 Stunden langen Monolog? Dann sage ich besser meine zwei Wörter dazu. Bei mir ist als Hand gemacht. Und das ist auch, das ist mir ehrlich gesagt wichtig, dass bei mir alles aus meiner eigenen Dose kommt. Was, echt? Bist du so, echt? Ja, wenn ich was aktuell aus, also, auf jeden Fall. Wenn ich dir zeige, was aus meiner eigenen Dose kommt, ist das nicht so. Ganz, ganz kleine Dose. Das ist nicht so spektakulär. Also bei mir ist bis dato auch, ich habe noch bislang alles selber gemacht. Aber wenn ich mir jetzt überlege, was manche Streamer jetzt ohne Namen zu nennen, außer jetzt deinen, ich finde bei dir, Dizzy, du hast auch teils ziemlich coole Emotes. Wenn man mal so sieht, was manche Leute für Emotes haben, was manche Leute da gezeichnet haben in diesem Pixelbereich, unschlagbar. Also da könnte ich von vorne bis hinten nicht mithalten. Und dann kann man, um die Qualität des Kanals zu steigern, in so einer Hinsicht, das meiner Meinung nach ohne Probleme dankend annehmen. Aber da muss halt wirklich eine ordentliche Steigerung drin zu verbuchen sein. So, ansonsten habe ich vor kurzem mal unten meine Panels ausgetauscht, die habe ich auch selber gemacht. Und Emotes würde ich mir, wenn nochmal neue kommen sollten oder ich welche austauschen würde, würde ich mir dann probieren, zeichnen zu lassen. Weil das einfach unfassbar gut aussieht. Jo, ich habe, also für die irgendwann mal anfangen wollen zu streamen und ihr wisst nicht, wie ihr eure Panels einrichten sollt, da gibt es eine Seite, ich glaube, die heißt Coole Schrift. Komm, ihr könnt euch solche kleinen, also da habe ich mir meine ersten Bannerchen, da kannst du verschiedene Schriftarten aussuchen und den Hintergrund und da habe ich mal meine ersten selber gemacht. Ich muss sagen, meine jetzigen Panel, die habe ich gemacht bekommen. Also das ist so, da hieß es so, Sally, guck mal, habe ich für dich, gefällt dir das? Und ich so, wow, voll gut. Also ich kriege da ganz oft was von der Community zugesteckt, egal, also ob das Panelbilder sind. Da habe ich auch zu Fallout, habe ich die passenden gehabt und das liebe ich. Ich liebe Abwechslung. Ich finde das ganz, ganz toll. Da ist die Community super, genauso wie bei Emotes. Da kann ich zum Glück auf ganz, ganz viele unglaublich kreative Menschen in der Community zurückgreifen. Aber ich bezahle dann auch gerne dafür. Also, ne? Also, was
Muss schon, ist schon alles super. Ich selber machen sieht aus wie, ich kann das nicht. Ich will, dass das hübsch aussieht und nicht wie, und ich, oh, und ich habe so viele Rechtschreibfehler immer drin und so. Nein, ich lasse das lieber gut machen, als dass ich es selber reinstelle und es aussieht wie gewollt und nicht gekonnt. Ich bezahle kein Geld für alles. Und bei mir ist einfach nur der Faktor, dass Menschen mir gar nicht das umsetzen können, was ich gerne möchte. Und das zeitnah für das Geld. Also ich bezahle unfassbar gut für die Sachen. Ich bin unfassbar mäkelig und da muss man ein, glaube ich, sehr dickes Fell haben, wenn man was mit mir macht. Ich bin echt nicht knauserig bei solchen Sachen, aber ich habe schon einige Leute vergrault, weil sie da einfach nicht damit klarkommen, dass sie auch zwei Pixel noch am Ende ändern müssen, weil ich das sehe. Das ist genauso wie ich was höre. Das muss perfekt sein. Wenn irgendwas kommt, ich meine, ich habe in der Vergangenheit die Fehler gemacht, habe viele so halbfertige Sachen hingeschmissen, aber wenn jetzt was kommt, muss das perfekt sein. Und das zeitnah. Also wenn ich jemanden frage, am besten schon vor 5 Tagen. So ungefähr. Und daran scheitert es immer. Aber ja, ich lasse mir das zeichnen und auch alles anfertigen. Ich bin sehr, sehr stolz auf Vinny. Das ist ein Mod hier, liest man nicht so häufig, aber er macht alles, was mit Grafik zu tun hat. Er hat das ganze Geschnödel gemacht, also das Einheitliche. Und ich liebe den Typen. Da gehst du hin, finde ich, brauch was, fertig. Bist noch gar nicht fertig mit Reden, da ist es dann schon fertig. Und er kriegt auch, ich nenne es immer Taschengeld, weil er noch ein bisschen jünger ist. Und bei anderen, also so für Zeichnungen und so, bezahle ich auch gutes Geld und lass mir das machen. Weil ich habe davon keine Ahnung. Ich habe nur Ideen und andere sind flott in den Finger, sage ich mal. Die können das dann besser. Also es ist schon, um die Frage zu beantworten, die Quintessenz aus der ganzen Sache ist einfach, und das, da gebe ich euch jetzt ein Wort mit auf den Weg, was für euch unfassbar wichtig sein wird. Bei mir hat es ungefähr 2 Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe. CIT nennt sich das. CIT? Warte mal. Corporative ID. CID, ja. Corporate Identity? Oder ja. Ach so. Ja. Ach so. Alles, ja. Leute, ihr habt alles einheitlich. Es sieht alles überall, egal wo. Auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube, auf Schieß mich tot, irgendwelche Präsenzen, euer Stream, alles ist in einem einzigen Muster, eine einzige Farbe, einen einzigen Slogan und da wird nichts anderes gemacht. Und mit dieser Nummer habt ihr schon mal die halbe Miete, weil sowas sieht A, gepflegt aus, immer. B, macht das einen Eindruck von euch, ja? Das ist euer Auftritt quasi im Internet. Und ich denke, damit kann man schon viel gewinnen, wenn man sowas macht. Also steckt einfach ein bisschen Zeit in solche Sachen rein. Ja? Ich hab's nicht getan, okay? Ich hab's nicht getan und hab alles Mögliche hingewürfelt und hier hingeschnoddert und da ein bisschen was hingetüdelt. Und das jetzt weiß jeder schwarz-weiß und Füße hoch und Abfahrt. Und das ist mein Ding und das bleibt jetzt so. Die Emotes sind alle angepasst. Bei mir wird auch kein einziges Emote getauscht, solange es nicht in dem Satz ist. Meine Emotes jetzt alle passen alle zusammen. Und ich habe 3 von mir selber und alle anderen sind Piraten, die gehören alle zusammen. Entweder werden alle getauscht oder nur eine, sodass die alle wieder zusammengehören. Also die müssen halt zusammenpassen. Wisst ihr, harmonieren halt. Und mit solchen Sachen, guckt euch die ganzen großen Streams an. Guckt euch einfach die großen Streams an. Guckt sie euch an. Das ist alles einheitlich, alles dasselbe. Also es sieht nicht alles gleich aus, aber das ist das, was die Leute catcht, ja, weil sie wissen so, damit kann ich mich identifizieren. So. Das ist so ein kleiner Hint, den ich euch mitgeben möchte. Weil bei mir hat es wirklich lange gedauert, bis ich das wirklich mal geschnickt habe. Ich habe dann auch gesagt, als das erste Mal dieses Wort gefallen ist, was willst du? Hast du Husten? Hau mal ab. Das sieht doch alles gut aus.
Und im Endeffekt war eigentlich alles kacke. Also, ja. Schön. Wollen wir weitermachen, oder? Entschuldigt, ich bin heute echt redefreudig, Leute. Ich habe 4 Tage nicht gestreamt, das tut mir echt leid. Soll die sein auf Twitch? An die eigene Nase fassen und ignorieren? Oder bewusst Namen negativ zur eigenen Promo nutzen? Schwierige Frage. Kann ich schnell antworten? Sinntechnisch. Ja, beantworte, vielleicht verstehe ich sie dann besser. Ich verstehe die Frage immer noch nicht. Ich habe das erste Wort überhaupt nicht verstanden. Salty. Im Endeffekt könnten wir Name-Rollen auf jeden Fall an Drecks-Publicity hochziehen. So kürzen wir das einfach mal kurz ab. Jüngst gibt es ja viele Ereignisse dafür. Bin ich absoluter Gegner von. Mag ich nicht gerne. Das ist der Grund, warum ich mich immer weiter von YouTube distanziere. Also innerlich hätte ich gerne ab und zu mal, würde ich mein Sprachrohr anreißen. Aber ich bin immer neutral. Ich möchte im Internet keinen. Also ich mache positiv, call ich Names, aber im Negativen call ich keinen. Ja. Das gehört sich nicht. Weil negativ ist immer, du versuchst halt jemand anderes Kacke in den Schuh zu stecken. Und denk mal dran, wie schön ist das, wenn dir einer Kacke in den Schuh schickt. Nicht so schön. Also entweder klebt man das untereinander wie Jungs oder wie erwachsene Mädels oder gar nicht. Aber es ist auch eine Masche, Toleranz sollte vorhanden sein dafür. Kann man nicht ändern. Der eine macht so, der andere macht so. Mir ist es egal. Also egal im Sinne von, ich mach das nicht. Das sollen die anderen machen. Die RTL-isierung nenne ich das immer gern. Sehr hübsch. Drama. Das ist auch eine schöne Frage. Soll ich? Wollt ihr? Was ist eure höchste Donation in eurer bisherigen Streaming-Zeit gewesen, die euch vom Hocker gehauen hat? Ich gehe mir da noch eine Limo holen. Ich schließe mich bei Sali an. Ich gehe bei Sali Limo holen. Soll ich auch noch eine mitbringen? Ja, bitte. Möchte noch jemand Limo? Ich hab, danke. Die ist lecker. Oh, ich hole mir auch eine. San Pellegrino, Limonade. Sehr sauer. Und Hans, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Isostar, Isolite, Aldi. Haut mich immer vom Hocker. Das ist kein Insider. Okay. Den Insider soll ich dich aufklären? Ja, bitte. Über Geld spricht man nicht. Ja, gut. Dann ist ja alles gut. Ja. Du, Hahn, du bist hier, das ist dein Stream, du darfst über deinen reden. Ach, Quatsch. Nein. Also ich hätte jetzt sagen können, das ist ein Insider, deswegen habe ich jetzt gezögert, weil auf einmal es ging um Getränke und ich habe gedacht, gut, vielleicht kam die Frage in die letzten Plankenschnack schon mal und das sollte jetzt auch was Bestimmtes abzielen. Also ich habe gedacht, vielleicht kommt jetzt noch irgendwas. Nein, also die, keine Ahnung. War also meiner Meinung nach eine relativ schwachsinnige Frage. Wenn man, naja. Auch hier hatte ich jüngst ein sehr schönes Gespräch zu. Ich kann euch echt mit Stunden zuhauen. Also ich sag mal so, Geld verursacht Neid und Neid verursacht böse Dinge, also schlechte Dinge. Und aus dem Grund ist zum Beispiel bei mir alles aus, dass keiner das sehen kann. Weil ich frage euch auch nicht, was ihr verdient, weil ich sehe den Menschen nicht Geld. Geld macht Leute nicht. Leute machen Geld. Und deswegen ich persönlich und wahrscheinlich auch die anderen beiden und vielleicht auch Daniel sagen dann einfach so, keine Ahnung. Ist egal. Es wird zwar bei mir eingeblendet, aber nichtsdestotrotz, ja. Was hat die Hahn schon mit seinem Slicer-Dicer Schönes gekocht? Und wie hat das Gerät sein Leben verbessert? Unfassbar. Fast so gut wie die Softbox und wie der Stuhl. Ist ein Weltklasse-Küchengerät, was ich nur jedem ans Herz legen kann. Unfassbar gut. Okay. So. Der Slicer Dicer, kannst du kurz nochmal erklären in einem oder zwei Sätzen, was der Slicer Dicer ist? Ein Slicer Dicer, morgens auf Sport 1, so ähnlich wie QVC, da werden immer so Produkte vorgestellt von so
angeblichen Produkten, die jeder Mensch eigentlich zu Hause braucht. Zu einem Preis, der natürlich unfassbar gut ist. Und es ist ja letztendlich trotzdem das beste Produkt der Welt. Das ist ein Küchengerät, mit dem man Sachen innerhalb von Sekunden ziemlich gut und richtig, richtig cool schneiden kann. Und das erspart einen sehr, sehr viel Arbeit. Und ich bin morgens immer vor der Arbeit aufgewacht, hab das gesehen, weil ich immer ein bisschen Fernsehen geguckt habe und ich ja nach einem Wochenende immer Fußball geguckt habe. Dann lief das da mal vormittags. Ich habe mir gedacht, ganz im Ernst, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und dann habe ich mir bestellt. Und gestern im 24-Stunden-Stream habe ich dann damit gekocht. Und es war sehr cool. Ich wollte gerade fragen, hat Dings nicht so ein? Ich hab die Woche wieder Regie. Da! Das ist der Nicer Dicer. Ich habe das Nachfolgermodell. Wow. Müsste aber nicht. Das ist kein Scherz. Es ist kein Scherz. Es ist einfach. Es ist so gut. Ist das wirklich gut? Ja! Man nimmt eine Tomate. Beispielsweise, man legt die rauf, macht den Deckel zu, die Tomate ist geachtelt. So innerhalb von einer Sekunde. Also jetzt pass mal, jetzt ganz kurz. Kennt ihr diese Geräte, womit man den Apfel, womit du den Apfel entkernst und gleichzeitig schneidest? Ja. Mein Mann hat gestern, und er hat so einen Plastikrahmen drumherum, der hat gestern das Ding in die Hand genommen, drückt, der Plastikrahmen geht ab und er hat sich links und rechts in die Daumen mit den Metallklingen geschnitten. Also, ich glaube, wenn ich ihm das Ding da zeige, das könnte ich mir eventuell kaufen dürfen. Ne, es ist halt ein Deckel, den man auf und zu macht. Also, wir im ersten Moment haben wirklich viele gedacht, der verarscht mich doch jetzt. Er zeigt mir jetzt irgendein komisches Gerät. Ich habe mich da auch anfangs natürlich ein bisschen drüber lustig gemacht, aber immer die Message dahinter vertreten. Ich glaube, das ist wirklich gut. So, dann habe ich es mir jetzt bei Amazon bestellt. Dann kam es am Freitag und habe dann damit jetzt am Wochenende direkt mehr oder weniger mitgekocht. Ich verkaufe ja nicht nur Küchen, sondern ich koche ja auch wirklich sehr, sehr gerne. Und in das Küchen ist oder draußen? in der Regel in Küchen. Und das Gerät, wenn ich mir so überlege, ich komme 19 Uhr nach Hause, die Zeitersparnis, die ich habe, gerade wenn man frisch kocht mit Gemüse etc., ist unfassbar gut. Also was ich dann in Sekunden hinbekommen habe mit Karottenschneiden, Paprika und Tomate und allem drum und dran. Und gut, richtig, richtig. Die einzige Frage, die sich... Was der Herr Hahn angepriesen hat für Sie heute... Herr Hahn, übernehmen Sie bitte. Einmalig. Wenn Sie es heute bestellen, gibt's noch. Wollen wir da noch eine Hausdame, eine mexikanische Dame rauflegen? Kann man auch. Dieses Gerät für Sie bedienen. Oh. Aber nur für die Leute, die aus der Schweiz anrufen. Passen wir das deiner Zuschauergemeinschaft an. Okay, super. Klasse. Ja. Was für ein Angebot heute. Weißt du, auch nur noch einen Finger zu rühren. Oh mein Gott. Aber nur, wenn sie in den nächsten 5 Minuten anrufen. Bekommen wir denn, wenn wir jetzt in den nächsten 30 Sekunden anrufen, wollen wir dann noch eine Hausdame, eine mexikanische Dame rauflegen? Kann man auch. Dieses Gerät für Sie bedienen. Oh. Aber nur für die Leute, die aus der Schweiz anrufen. Passen wir das deiner Zuschauergemeinschaft an. Okay, super. Klasse. Ja. Was für ein Angebot heute. Was für ein Angebot. Gut, weiter? Ja. Die nächste Frage ist für mich böhmische Wälder, habe ich schon 10-mal gelesen. Was haltet ihr von Streamern, deren Zielgruppe kleiner als 18 ist? Und was? Leute abzielen im GGS-Punkt? Was ist denn im Gegensatz? Im Gegensatz zu Streamern, die 25 und real sind. Was? Was haltet ihr von Streamern, deren Zielgruppe unter 18 ist und Leute abziehen, im Gegensatz zu Streamern, die 25 und real sind? Ich bin automatisch schon raus, weil dadurch, dass ich FIFA gestreamt habe und da schon Leute drunter sind, die teils unter 18 sind, ob ich es will oder nicht, kann ich die Frage schon gar nicht mehr beantworten. Ob mich das jetzt mehr oder weniger real macht, dazu kann ich leider nichts sagen. Also, es gibt immer zwei. Es gibt immer zwei, ja. Der sich abzocken lässt und der die Leute abzockt. Und dann gibt's den, der real ist und dann gibt's der glaubt, dass der real ist. Und 25, also, versteht ihr? ich meine, real ist nicht immer gleich real, also, oder, also ganz ehrlich, ich sag's euch so, wie das ist, okay? Im Endeffekt zockt jeder Streamer die Leute ab. Egal, wie real er ist.
Weil er kriegt von euch Trinkgeld. Und Trinkgeld kriegt man durch Leistung und durch Schickimicki und feuchte Hose reden. Egal wie real du bist, im Endeffekt zockt jeder Streamer die Leute ab. Weil du kriegst kein Gehalt. Du bist darauf angewiesen, dass Menschen dich bezahlen. Also ist das doch scheißegal, ob du erwachsenen Menschen jetzt das Geld abnimmst oder kleinen. Ich finde das so negativ. Ich finde das nicht Abzocke. Wenn ich als Kellnerin irgendwo arbeite und da ein Trinkgeld bekomme, ist das ja auch keine Abzocke. Also ich war letztens im Real. Ich habe da lecker TK-Pizza gekauft. Ach so. Oh, da gehe ich auch immer hin. Einmal hin, alles drin. Ja, genau. Ja, aber da gehe ich erst hin, nachdem ich die günstigen Läden abgeklappert habe. Und wirklich, da gibt es, glaube ich, sogar den Slicer-Dicer. What? Ah, nein, ich bin mir unsicher. Meinst du? Das Originalprodukt von Genius. Ah, okay. Ich kenne niemanden, der nur Sachen produziert für unter 18-Jährige. Ich weiß gar nicht, was streamt man denn dann? Minecraft. Aber da sind doch ganz viele auch nicht unter 18-Jährige dabei, die das Entschuldigung. Also, ja, siehst du? ganz ehrlich, ich geh mal davon aus, dass ich weiß, worum es geht. Okay. Ich weiß nicht, um was es geht. Ja, also ich sag mal so, man gibt ja irgendwie, man verspricht irgendwie einen riesigen Server oder eine Serverfarm, die ach so viel Geld kostet und dafür, das haben junge Menschen. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Ich meine, Leute, im Endeffekt, es ist Boogie wie Letty, wie man das macht. Je dreister du das machst, desto mehr kriegst du. Die Frage ist nur, wie weit willst du die Hose runterlassen? Das hat nichts mit Jung und Alt zu tun. Ältere Menschen lassen sich genauso übers Ohr hauen. Und das ist einfach mal Fakt. Das ist so, so realer kannst du es nicht kriegen. Also eine realere Antwort kannst du nicht bekommen. Und das sage ich dir jetzt nach 3 Jahren Berufserfahrung und sämtlichen Menschen, die ich kennengelernt habe, außerhalb deren eigenen Streams. Im Endeffekt, das Einzige, was sich da sogar noch ändert, ist, wenn du erwachsene Menschen abzockst, oder wie auch immer man ihr das jetzt nennen wollt, da kriegst du sogar noch mehr Geld raus. Also, im Endeffekt musst du nicht fragen, musst du nicht nach den Streamern fragen, sondern nach den Zuschauern fragen. Frag mal die ganzen Zuschauer, die da Geld reinböllern, ob sie denn kurz mal darüber nachgedacht haben, wofür sie Geld bezahlen. Darf ich ganz kurz eine Frage einwerfen? Ja. Was war jetzt genau die, oder was wollt ihr jetzt genau wissen von der Frage aus? Was meinst du gerade mit Serverfarm etc.? Bei mir ist es geht jetzt darum, was ihr von den Streamern haltet. Also ob jetzt Streamer, die unter 18-Jährige abzocken, besser sind? Oder was wir halt besser finden von diesen beiden Sachen? Ja, den habe ich doch richtig verstanden. Diesen realen Streamer oder den Abzocker-Streamer? Für kleine Kinder oder so. Habe ich mich nie mit beschäftigt. Mein Channel ist ab 18 eingestellt. Keine Ahnung. Ich kann nichts damit anfangen mit der Frage. Das ist so, aha. Ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ach, da könnte man schon wieder Monologe drüber führen. Aber nee, also, ja, ich denke mal, das ist, wie gesagt, geht nicht immer zum Streamer hin. Frag mal die Leute, die das Geld dafür ausgeben. Die frag mal. Nicht immer die Streamer, die das machen. Weil da ist das klar, das Konzept. Geld verdienen. Firma, Bude. Frag mal die Leute, die das Geld da reinhauen, warum sie es tun. Und dann frag mal, wer real ist. Der dahinter sitzt oder der andere Typ, der das halt im Stream macht, sozusagen. Hier ist eine schöne Frage. Lasst ihr eure Spielwahl von euren Zuschauern stark beeinflussen oder daddelt ihr ausschließlich das, worauf ihr Bock habt? Soll ich? Mhm. Das, worauf ich Lust habe, weil wenn ich was spiele, worauf ich keine Lust habe, dann habe ich schlecht, dann habe ich nicht so den Spaß davon. Es geht nicht. Also klar, Vorschläge und so, und ich behalte mir dann die Spiele so. Gutes Thema, ganz oft, das war nach irgendeinem Spiel, The Last of Us. Ich habe The Last of Us bis jetzt noch nie gespielt und ich habe das Glück, ich habe mich bis jetzt auch noch nicht wirklich spoilern lassen. Also ich werde noch an das Spiel irgendwann mal rangehen. Und das heißt ganz oft, oh Sally, willst du nicht? Und ich fühle mich halt momentan nicht so, weil ich weiß, das soll emotional sein. Und ich will gerade nicht emotional, sondern ich will gerade Sachen verhauen. Und kaputt schießen und kaputt machen. Und
Und deshalb sage ich, wir spielen das irgendwann, aber wenn es halt so zu der Grundstimmung passt, die so wenn ich darauf Lust habe. Weil dann habe ich Spaß am Spiel und dann haben, glaube ich, auch die anderen Leute Spaß. Wenn ich keinen Spaß habe, dann warum? Also ich gucke mir auch keinen Stream an, wenn da jemand drin sitzt und keinen Spaß hat am Spiel. Fertig. Das, was Sally sagt. In der Regel sieht es so aus, dass ich auch das Spiel, worauf ich Lust habe. Aber manchmal, wenn jetzt jemand Stream fragt, hey, kennst du das und das Spiel? Guck dir das mal an, das ist richtig cool. Und mehrere diese Aussage unterstützen. Dann, und ich mir das Spiel dann innen raus angucke und ich es einfach nicht kann, so mir dann sage, hey, das klingt echt cool, das könnte Potenzial haben, das könnte man auch streamen, wurde ich schon das ein oder andere Mal auf andere Spiele gebracht, wie jetzt beispielsweise auch bei Dark Souls 3. Muss aber auch gestehen, dass ich in den letzten Wochen das ein oder andere Mal FIFA gestreamt habe, um die Gemüter ein bisschen flach zu halten, weil ich mich ja langsam davon distanziere. Und so, aber da mache ich halt auch kein Geheimnis draus. So, sage ich ja ganz offen so. Jetzt sagt ihr FIFA, ich mach's jetzt, es ist in Ordnung. Dann talke ich halt ein bisschen mehr mit dem Chat und gehe ein bisschen auf andere Dinge ein und lasse das Spiel dann so nebenher laufen. Da liegt ja mein Fokus nicht auf dem Spiel. Aber ansonsten, grundlegend, muss man einfach selber Spaß und vor allem auch Lust auf das Spiel haben. Ansonsten kann man das ja meiner Meinung nach gar nicht so wirklich vermitteln. Ja, aber ich habe das ja auch immer so gehalten. Ich bin bei mir der Programmmanager. Aber ansonsten, grundlegend, muss man einfach selber Spaß und vor allem auch Lust auf das Spiel haben. Ansonsten kann man das ja meiner Meinung nach gar nicht so wirklich vermitteln. Ja, aber ich habe das ja auch immer so gehalten. Ich bin bei mir der Programmmanager. Ich versuche mir natürlich dahinter ein Konzept zu überlegen und ich teste immer mal halt aus, wenn mal was ansteht, aber an sich, momentan, muss ich sagen, fahre ich mit diesen ganzen Weltraum und, naja, ich will jetzt nicht so sagen Survival, weil da denken alle an DayZ und sowas, nicht die Survival, sondern halt Survival in Richtung halt Space Engineers und sowas. Oder die Sandbox-Spiele, so. Ich glaube, damit habe ich ein ganz gutes Konzept mittlerweile gefunden und versuche das halt immer da drin zu halten. Klar, irgendwann tanzt ein Spiel mal aus der Reihe. Bald wird bei mir auch Dark Souls kommen oder so, aber im Grunde genommen möchte ich halt immer so ein bisschen im Bereich, ne, Modded Minecraft, Space Engineers und sowas bleiben. Okay, weitermachen? Ja. Was haltet ihr, warte mal. Was hattet ihr davon, Antworten künftig als Elfen, als Elfchen vorzutragen, einfach um ein wenig Kultur und Poesie ins Format zu bringen? Also quasi als Elfen verkleiden. Bitte was? Ich soll mich als was? Als Elfen als verkleiden? Als Elfe verkleiden, ja, um Poesie und Kultur reinzubringen. Also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich nur als Bockwurst verkleiden und mich mit Senf einschmieren. Das ist für mich Kultur. Und Boggy, ich liebe dich, danke. Ja. Hi, Boggy. Darf ich eine Taste drücken? Ja. Halt, setz dich hin und halt deine fiese gut. Schnauze. Gut, danke. Bitte, weiter. Machen wir die nächste Frage? Ja, bitte. Also, Kitana hat gefragt, habt ihr Angst vor dem Zwei-Klassen-Internet? Provider haben schon feste Pläne, die EU-Gesetze lassen es auch zu. Also mich hast du komplett auf den Kalten erwischt. Ich denke mal andere auch. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ich bin in der Schweiz. Ach, das Internet bei euch ist so gut. Mhm. Ich weiß davon auch selber gar nichts. Das höre ich gerade das allererste Mal. Ich dachte mit diesen ganzen Tarifen, die ich hier online vorhatte, etc. mit den Drosselungen, allem drum und dran, dass das jetzt doch nicht mehr kommen soll, dass das eigentlich ein gutes Zeichen ist. Dass jetzt was Neues auf einen zukommt, habe ich nicht mitbekommen. Nee, ich auch nicht. Ich gelobe, dass ich mir das näher angucke. Weiter? Für die, die da sind, das ist meine Katze und die ist krank, die darf das heute. Was haltet ihr von Drunk Streams, Alter? Ich gebe dir 2 Euro und dann trinke ich einen Wodka. Das sind immer wieder dieselben Fragen irgendwie. Ja, Also nicht immer wieder dieselben Fragen, sondern immer wieder dasselbe, dass sich Leute über sowas echauffieren. Das ist genauso wie Frauen und Bubi-Streamer, das ist alles dasselbe. Wer da 2 Euro reinballert, der ist selber schuld. Genau ja. So sieht's aus. Von vorne bis hinten. Schaut euch mal, ich meine, wie traurig ist das, wenn das.
man muss das, das ist eben das, was Dizzy vorhin gesagt hat. Schaut doch mal die andere Seite an. Ja, das bietet jemand an. Und wie viele zahlen dafür? Wie traurig ist das, dass da jemand für bezahlt, dass sich jetzt ein junger Kerl oder ein junges Mädel da komplett abschießt? Also das ist so, weiß ich nicht. Wenn ich mir Betrunkene anschauen möchte, dann warte ich auf bestimmte Jahreszeiten und gehe vor die Tür, das reicht. Weiß ich nicht, ist total... Soll doch jeder machen, was er will. Solange es im Rahmen der Regeln von Twitch ist, kannst du ja eh nichts machen. Von daher ist es relativ Wumpe. Und wenn Leute sich besaufen, sollen sich besaufen. Die Leute, die 2 Euro dafür bezahlen, ist... ganz ehrlich, also wirklich, ganz ehrlich, geht mal in euch, die Leute, die solche Fragen, wo solche Fragen aufkommen, geht mal bitte in euch selber rein. Und dann fragt euch mal, warum tun das denn eigentlich die Zuschauer dafür, das Geld zu bezahlen? Kann ich euch ganz genau sagen, weil sie am Ende wollen sie denjenigen oder diejenige einfach nur brechevoll da sehen, dass vielleicht irgendwie Bub rausslippt oder sonst irgendeine Schote. Und das, ganz ehrlich, dass sie die Kontenance verlieren. Das ist genauso wie im Zoo. Das ist genauso wie im Zoo, als wenn du irgendwo 50 Cent reinwirfst und dann Affenfutter rauskriegst und das der Giraffe gibst. So. Was anderes ist das nicht. So sehe ich das. Also bitte stellt mal diese ganzen Fragen immer, wie findet ihr Streamer XY und dreht das einfach mal rum und fragt mal die Viewer-Seite. Das ist viel interessanter. Nächste Frage? Selbiges lässt sich auch ohne Probleme auf YouTube projizieren. Das ist ja auch relativ ähnlich. Also warum bestimmte Leute halt überhaupt geguckt werden oder welchen Content die liefern, so, der doch so fragwürdig ist. Solange sich die Leute angucken, warum nicht? Die Frage finde ich sehr witzig. Welche Games habt ihr vor, nicht zu streamen? Also ich muss irgendwie immer sehr lachen bei dieser Frage. Also ich lese sie mittlerweile schon zum dritten Mal. Aber welche Spiele habt ihr vor, nicht zu streamen? Die einzige Antwort, die mir hier einfallen würde, an der Stelle, einige. Ich kann das ziemlich gut beantworten. MOBAs, Ego-Shooter oder im Allgemeinen Shooter, vor allen Dingen Multiplayer. Und Strategie, aber da muss ich schon wieder Abstriche machen, weil... Civilization würde ich vielleicht doch mal streamen. Aber so Strategie auch nicht. Das sind so die drei Arten, die ich, glaube ich, nicht spiele. Und sonst? MMOs. Sachen, die mich zu dolle... ne? Also MMOs wissen alle. MMOs fasse ich nicht an. Nicht, weil sie mir nicht gefallen, sondern aus eigenem Schutz. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich niemals mir mal LOL anschaue. Kann ich nicht sagen. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ja, die Community, bla bla bla. Aber ich sag nicht, dass ich ein Spiel niemals spiele, wenn ich es nicht vorher mal einmal gespielt habe. Ich muss ja mal gucken. Ich glaube, ich würde Sportspiele. MMOs und Sportspiele sind nichts. Und Angeln zählt nicht zum Sport. Angeln ist Tiefenentspannung. So, das ist jetzt nicht so meins. Oha. Oh oh. Jo, Moment. Wie muss ich reconnecten hier? So. Okay, technische Schwierigkeiten. Sind wir schon wieder da? Nee. Weil man ja echt also einen Vollidioten um sich hat. So ein Mist. Bei dir noch nicht? Ihr scheiß hirnrissigen Vollspastis. Nee. Moment. Also ich kann Sally auf jeden Fall sehen. Yay! Ja, ich kann Sally auch sehen. So, ich kann Dizzy sehen. Ihr müsst auf das Kamerasymbol müsst ihr klicken. Jo. Ich geklickt. Es fehlt nur noch... So sage er, wenn er es wieder anmacht, bitte. Ja, sag ich. Es fehlt aber noch Herr Hahn. Oh. Da wir können ja trotzdem die Frage beantworten, oder? Was war denn die Frage? Also solange es das bei PlayStation gibt und man Trophäen holen kann, kann es sein, dass ich über... Vielleicht spiele ich auch mal Ark. Oder eben Minecraft. Und so. Herr Hahn ist wieder da. Ja? Ja. Ja. Gut. Ich hänge nur ein bisschen. Oh. Sport, so FIFA-Sachen und MMOs. Das werde ich nicht spielen. Selbst wenn. Ah, Mist. Ich suche. Das sehen wir dann. Das Dings.
Ah, hast du, alles klar. Sollte alles wieder. Ja. Machen wir die nächste Frage? Ja. War ich die Einzige, die geantwortet hat? Nee. Ja, da, also nee. Ich hab keine Spiele. Also, weiß ich nicht, was ich nicht spielen werde. Alles, was so im Index ist, wäre jetzt meine Antwort. Ah, ja. Das ist auch gut, ja. Und nee, auf der Twitch-Bannliste steht, weil das... Ja, da, also nee. ich hab keine Spiele. Also, weiß ich nicht, was ich nicht spielen werde. Alles, was so im Index ist, wäre jetzt meine Antwort. Ah, ja. Das ist auch gut, ja. Und nee, auf der Twitch-Bannliste steht, weil das... Und auf der Twitch-Bannliste, ja. Würde mir jetzt nichts einfallen, ehrlich gesagt. Das ist auch wieder eine sehr interessante Frage. Wieso beziehen so wenige Streamer Stellung zu politischen Themen, wenn Twitch teilweise das TV ersetzen soll? Wäre das interessant? Weil Politik mich nicht interessiert. Wenn mich Politik interessieren würde, wäre ich Politiker und nicht Streamer. Oder? Weil es so viele eigene Meinungen gibt und das so schnell ausartet im Stream. Und für mich ist das Streamen etwas, um einfach abzuschalten und Spaß zu haben. Und ich block Politik ab, weil viele darüber dann einfach nicht klar und deutlich sprechen können. Jeder bringt seine eigene Meinung rein und zack, zack, zack hat man innerhalb von 5 oder 10 Minuten nur noch schlechte Laune und nur noch der gegen den und so und nö. Und ich keine Lust habe, mich in dem Moment damit auseinanderzusetzen, sondern ich möchte zocken. Und darum nein, block ich das ab. Ja. Nicht ähnlich. Sehr ähnlich. Ich bin ganz ehrlich, ich bin manchmal sehr straightforward. Das hat viel, bringt sehr viel Schlechtes mit sich und viel Gutes. Und ich sag einfach, mein Stream ist ein Happy Place und das wird auch immer ein Happy Place bleiben. Und das Internet ist prinzipiell voll mit Menschen, die Wikipedia-Wissen haben. Und ich brauche kein Wikipedia-Wissen. Ich muss mich mit keinem unterhalten, der über Wikipedia sich unterhält. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich wählen gehe und dann hört's auf. Alles andere interessiert mich nicht. Die Welt ist, in meinen Augen ist die Welt kacke genug, dass wir uns nicht in unserer Freizeit, was ich anderen Leuten ja quasi verschöne, mich noch mit solchen Sachen auseinandersetzen müssen. Ich würde mich auch nicht in ein Gemeindehaus setzen und dann dort mit 100 oder 200 Leuten über solche Themen sprechen. Mit einzelnen Personen, so in einer kleineren, ne, in einer wirklich kleinen Gruppe, 2, 3, 5, da kann man vielleicht darüber noch sich mal austauschen, aber ansonsten... Hans, aber du Schluck Wasser, was war das gerade? Hast du Luft reingestellt? Hast du Hunger gehabt, oder? Nee, ich hab gegähnt. Die Müdigkeit setzt langsam ein. Wir haben nur noch 3 Fragen, Mignon. Wir haben es fast geschafft. Ah, alles gut. Gar kein Problem. So, daran soll rauf dich aber auf. Steh auf und mach den Just Do It, man. Aber richtig laut. Ich hab mein Eistee, der hält mich gut. Schade, hätte ich gern gesehen. Aber wenn du nicht möchtest. nee, nicht gerade. Hat jeder geantwortet? Ja, oder? Ja. Dann würde ich sagen, angenommen, euer Kanal wird geschlossen. Warum auch immer, würdet ihr neu anfangen, so von null nochmal? Kann ich ganz kurz beantworten und die anderen 3 werden, glaube ich, diese Antwort folgen. Wenn dein Kanal irgendwann geschlossen werden sollte, aus irgendeinem Grund, ist es dir nicht mehr möglich, auf Twitch zu streamen. Oha! Ende, okay. Gelände. Das ist ja wie gebannt werden und sich einen neuen Account machen, um weiterschreiben zu können. Ja. Das ist auch verboten. Und dann kriegt man irgendwann Shadow oder ein IP-Ban. Währenddessen du gebannt bist und die das aufkommt, wirst du wieder gebannt. Oder, was auch passieren kann, du kriegst einen IP-Ban. IP-Ban. Ja. Und dann ist Ziggy-Laddy. Also falls für immer Feierabend sein sollte, ist für dich auch für immer Feierabend. Natürlich wieder mit Umwegen, Yadi und so kannst du auch machen, aber dein Gesicht, wenn du dann, ne, dann ist auch wieder Schluss. Aber münzen wir die Frage doch mal um, wenn der Account irgendwann weg ist, weil der gehackt wurde und man kann den nicht mehr reaktivieren, würden wir denn dann einen neuen Account aufmachen und dann wieder mit null anfangen? Wir würden ja nicht mit null anfangen. Ja, eben. Ja, die Frage ist ja wieder nicht berechtigt. Die Frage ist halt, wenn wir sie wirklich auseinandernehmen, ist sie auch nicht... Ist ja auch wieder nicht, wir würden nicht von null anfangen.
die Leute, die uns jetzt zugucken, die würden uns auch am nächsten Tag zugucken. Ja. Die würden dann halt kurz bei Twitter reingucken, sehen, aha, der hat einen neuen Kanal, gehe ich halt dahin. Nur eine Followerzahl, die eigentlich verschwindet und ein Name. Genau. Und die sind ja auch unwichtig. Fast. Nicht ganz, ein bisschen. Okay. Welche Superkraft hättet ihr gern? Dumme Fragen gut beantworten zu können. Oh, jetzt kriege ich wieder das Stechen. Okay, der war gut, Slavi. Der war gut. Okay. Ja. Ich wäre gern unsichtbar. Ich auch. Ich wäre gern unsichtbar. Und stumm. Super, Sally, super. Der war echt gut. Ja, mag jetzt noch jemand eine Antwort geben? Also, was wärst du denn gerne, Hahn? Was hättest du gern? Gibt nichts Großartiges, bin zufrieden. Hä? Ich wäre gerne Phönix von den X-Men. Was kann der? Sie! Ich guck kein X-Men. Mutantstufe 4, hallo? Ja, was kann sie denn? Sie kann alles. Ach, sie. Okay, aber toll, der toll, Phönix. Tolle Antwort, sie kann alles, ja. Sie kann mit dem Slicer Dicer umgehen, ohne sich in die Finger zu schneiden. Also ich finde tolle Sachen. Krieg ich auch hin. Es gibt so viele Sachen, ich würde vieles gerne können. Also ich will nicht fliegen können, aber so Telekinese wäre toll. Oh, Telepathie wäre super. Und, also wenn ich da durchgehe, ja, aber Phönix ist schon... Das Problem bei Telepathie ist, wenn du irgendwann auf jemanden triffst, der auch Telepathie kann, Teletubby, dann explodieren eure beiden Köpfe, weil ihr euch dann gegenseitig quasi, dann habt ihr ein, wisst ihr, so eine Rückkopplung habt ihr dann. Ja, kein Problem, Stefan kriegt die Telepathie nicht. Telepathie. Der wird super stark. Die Regie wird Schnelligkeit. Flash. Flash. So schnell ist die Küche aufgeräumt, so schnell kannst du gar nicht blinzeln. Flash. Wie war die Frage? Entschuldigung. Nächste Frage? Okay, geht los. Um die Frage zu verallgemeinern. Was haltet ihr von Geld? Und könnt ihr euch eine Welt ohne Geld vorstellen? Ja, da muss ich mit Nüssen zahlen. Ja. Eine Welt ohne Geld ist eine Welt ohne Mensch, weil Geld ist Mensch. Es wird immer etwas zum Austausch dargeboten werden. Also von dem her ist die Abschaffung von Geld nicht die Abschaffung von ich geb dir das, gib du mir das. Das ist genau dasselbe. Ja, das ist so. Das ich habe da eine 10-seitige Hausarbeit drüber geredet. Geschrieben. Was? Geschrieben. Echt? Mhm. Wenn ihr die haben möchtet. Da wird ganz genau beschrieben, was Geld ist. Und wo das herkommt. Oha. Also, das ist einfach nur, wir können uns doch einfach von, nehmen wir jetzt einfach Gisela, die Tochter von Tanja, und die malt die ganze Zeit irgendwelche Clownsgesichter mit Prittstiften auf Papier und schreibt daneben eine Zahl. Das könnte auch Geld sein. Ja, was anderes ist es nicht. Aber nur, wenn es überall akzeptiert wird. Ja, selbstverständlich. Ne? Wenn nicht, dann ist es nichts wert. Also diese Aussage ist im Endeffekt, würde auf Handel hinausgehen und dann würde es auch einen Tauschgut geben. Dann wäre es Ware gegen Ware. Ja. Oder du hast Anarchie, die beiden Optionen hast du. Oder Ware gegen Dienstleistung. Genau. Also ich verstehe nicht, woraufhin die Frage geht. Die Frage, was haltet ihr von Geld, Ja.
Die einen haben's, die anderen sprechen drüber, ne? Ja. Die einen haben's, die anderen sprechen drüber. Der eine hat's, der andere nicht. Slappy kommt jetzt aber in den letzten Jetzt kommt Jahr, er raus, ne? Jetzt kommt er aber richtig. Aber jetzt kommt, jetzt zeigt er richtig die Kessen. Zwei Fragen haben wir noch, das sind die letzten beiden Leute. Noch einmal von C-Roig und dann First Private. Das sind die letzten beiden Fragen für heute. Und dann kommt noch, weil ich wollte auch nicht so lange, ich bin hier nämlich nur zu Gast. Derjenige, der hier, wenn ihr das sehen könnt, die Kommandozentrale, ich glaube, der kriegt die Krise da, wo er gerade sitzt. Viele gucken ja Sport im Fernsehen. Meint ihr, dass im E-Sports-Bereich auch so ein Hype entstehen kann, wie bei einer WM zum Beispiel? Ist doch schon. Wollte ich gerade sagen. Ist doch. Ist schon. Bestes Beispiel im asiatischen Raum. Wenn da LOL und so Kram die Weltmeisterschaften sind, die werden da gefeiert oder größer gefeiert als jeder andere Sportler, der da im Land rumläuft. Ist das der Wahnsinn? Oder das ist so unglaublich, was da abgeht. So, oh, toll. Ja, ich finde das mega. Oder ein StarCraft-Spieler, der Star der ganzen Nation ist und so ein Kram. Absolut verrückt. Und diese Riesenshows, die da drumherum machen, ne? Also das ist ja riesig. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass jetzt bei League of Legends, ich spiele League of Legends relativ selten, aber die Competitive-Szene verfolge ich relativ gerne, weil das einfach extrem gut aufgebaut ist und echt Spaß macht zu gucken. Ich meine, da war ja das Finale jetzt von der letzten WM in einem Stadion, wo 2002 die WM war. Und das spricht ja schon letztendlich dafür, was das für ein Ausmaß hat, wenn sich das live so viele Leute angucken, plus Fernsehen etc. Und hier wird das vielleicht nicht ganz so extrem, aber nur eine Frage der Zeit, bis es sich auch weiter ausbaut. Kommt ja jetzt schon. Ja, ist ja dabei, sich weiter auszubauen. Aber ich habe vor kurzem gehört, dass es mittlerweile sogar schon Olympische Spiele gibt, ne? Oder soll es jetzt geben für E-Sports? Da haben sich jetzt schon ein paar 10 Länder oder so ein Kram sind da jetzt schon eingetragen. Irgendwas habe ich ja vor kurzem mal gelesen, irgendein Bericht. Ach. Nee, davon habe ich noch nichts gehört. Ich auch noch nicht. Das ist ja super. Gesundheit. Entschuldigung, danke. Ich kann sein, dass es jetzt natürlich auch irgendwie aus einer Nase herbeigezogen war, aber ich bin der Meinung, dass ich da irgendwas vor kurzem drüber gelesen habe. Vor 2-3 Wochen. Pi mal Daumen. Ich denke, wir sind schon auf einem guten Weg dahin. Ich denke nur, dass im deutschsprachigen Raum das nicht so groß ankommt. Ich meine, in Amerika ist schon bei ESPN, läuft schon. E-Sports. Und bei uns dauert es wieder noch ein paar Jahre, bis der Hype hier ankommt. Aber er wird auch bestimmt vielleicht irgendwann, vielleicht hier ankommen, ja. Ja, aber war doch schon in Köln oder in Leipzig oder nicht, da schreiben schon Zeitungen drüber und so riesengroße Veranstaltungen. Ja. Definitiv. Wollen wir weitermachen, oder? Okay, glaubt ihr, auf Twitch wird es irgendwann auch eine FSK 18-Rubrik geben? Ich glaube, die Frage ist so schnell beantwortet. Die gibt's auch schon. Dankeschön. Es gibt eine plus 18-Region, FSK 18-Region. Wenn ihr müsst nämlich jedes Mal, bevor ihr auf den Kanal kommt, wo jemand den gefleckt hat, ab 18 müsst ihr bestätigen, dass ihr mit Schuhe Content euch anschaut. Das macht ihr einmal und dann ist das in euren Cookies gespeichert. Und es gibt einige Streamer, die das eingestellt haben. Zum Beispiel ich streame, selbst wenn ich Snoopys niedliche Welt, selbst dann ist mein Stream ab 18 gekennzeichnet. Ja, meiner auch, genau. Ja. Meiner nicht. Deiner nicht, ne? Hm. Ich mag Kinder. Ja, okay. Oh Mann. Wollen wir zum Ende kommen heute? Ich würde echt super gerne noch viel länger machen, aber ich bin hier echt nur zu Gast, Leute. Und wir sind, glaube ich, schon wie lange dabei? 3-4 Stunden? Ja, es ist schon 11:30, ey. Das ist 11:30 schon wieder. Das ist halt der Wahnsinn, ja? Ja. Wie die Zeit rumgeht. Aber, Leute, wir haben für euch da draußen noch was. Und zwar den Streamer der Woche. Mhm. Und wir würden euch gerne jeder noch einen Stream empfehlen. Slappy, sag an, wen du pickst und dann derjenige. Ich hab übrigens, Hahn, du hast das Schlusswort heute, denk dran, ja? Ja, sehr gerne. Mein Pick ist jemand, den ich schon gepickt hatte, aber mein Horizont, der ist halt schon bei 120 Follows. Ich kann nicht noch mehr Leuten followen, sonst verliere ich den Überblick. Deswegen wird sich das jetzt häufiger wiederholen. Aber den habe ich auf jeden Fall in den letzten 2 Wochen sehr, sehr viel geguckt. Und den mag ich sehr, auf jeden Fall. Der ist extrem cool, ist auf jeden Fall auch mature. Also wenn ihr unter 18 seid oder noch in einem Alter, wo ihr
denkt, ihr seid beeinflussbar, guckt da nicht, weil der hält sich nicht so sehr an gewisse Regeln, wie wir jetzt hier zum Beispiel. Der raucht zum Beispiel im Stream. Aber ich mag ihn. Der ist immer sehr, sehr entspannt. Richard Hammer oder Dick Hammer, wie man ihn nennt. Oder wie er sich mal genannt hat. Bevor er Partner geworden ist, musste er sich umbenennen. Und deswegen hat er sich in Richard Hammer umbenannt. Spielt viel Indie und so ein Zeug, aber immer sehr, sehr, sehr gechillt. Und deswegen. Heute habe ich ihm zum Beispiel auch zugeguckt bei RimWorld. Geiles Spiel, muss ich auch irgendwann mal spielen. Ja. Wen hast du denn als nächstes auf? Wen habe ich als... Ich habe gar keinen auf. Wie gesagt, ich kann leider diese eine Übersicht nicht anmachen. Ah, okay. Deswegen müsst ihr die Links in den Chat schreiben. Dann müsst ihr... das, also ach so. Ich kann... Dann mache ich schnell, okay? Okay. Also ich hatte den Genuss, dieses Wochenende persönlich mal einen Streamer kennenzulernen und er hat mich quasi entertained live in 1080p und voller Breite. Und ich finde einfach, dass er ein klasse Typ ist und ich denke, dass er ein bisschen Aufmerksamkeit verdient hat. Und zwar ist das nämlich der JNK Chris. Sehr, 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 sehr netter Typ. Spielt alles quer durch den Gemüsegarten, ist sehr viel auch bei uns vertreten. Guckt einfach mal vorbei. Seine Freundin ist auch bei Twitch unterwegs. Das ist ein super, super liebes, nettes Pärchen. Und ich habe den Typen echt, ich habe den gern gewonnen übers Wochenende. Und ich gönne ihm das, dass ihr dort mal vorbeischaut und vielleicht mal einen netten Abend mit ihm verbringt. Und ich habe ihn live gesehen, live in 1080p mit der höchsten Bitrate, die es gibt. Kann ich euch empfehlen. Klasse Typ, guck mal vorbei. Darf ich? Ja. Bitte. Oh, super. Ich bin die letzten Tage auf einen nur noch sehr, sehr kleinen Streamer aufmerksam geworden. Das ist der Drew Kurt. Er streamt momentan Salt and Sanctuary, dann Skyrim und ich glaube auch sonst alles, was ihm so zwischen die Finger kommt. Es geht ihm dabei nicht drum, was für ein Spiel er spielt, sondern er spielt einfach und verbreitet gute Laune. Ein unglaublich goldiger und liebreizender Mensch. Also das ist so eine unglaublich nette und liebe Community und da fühle ich mich einfach wohl. Das ist wirklich toll. Ah, ich muss ja noch her. Moment. So. Ja, also wenn man da einfach nur mal so ein bisschen Seele baumeln lassen möchte und Spaß haben möchte, ich bin da momentan öfter mal und schau vorbei. Ohne Helm und ohne Gurt? Einfach Kurt. Einfach cool. Okay, the true code, follow da gelassen, bam. So, dann will ich... du kannst übrigens posten, du hast du kannst... Das wäre jetzt mal genau die nächste Frage gewesen. Alles schon geklärt. Ah, super, vielen, vielen Dank. Ja, und zwar hat, wie der eine oder andere mitbekommen hat, vor einigen Wochen oder jetzt vor knapp eineinhalb Wochen hat sich aber für mich die Tür von Dark Souls 3 so ein bisschen geöffnet und die... öffnet sich mittlerweile immer weiter und dank Desi bin ich auf den Streamer The Sturgeon 2 aufmerksam geworden und der macht unfassbar krasse Speedruns im Bereich von Dark Souls, ist da auch regelmäßig Weltrekordhalter, was sowas angeht. Ich hatte bislang für Speedruns nicht sonderlich großartig was übrig, aber das, was der Dark Souls anstellt, das hat mich wirklich mehrere Stunden gefesselt und es ist wirklich absolut krass, wie man das da, die ganze Spielweise komplett perfektionieren kann, wie man das Spiel bis ins kleinste Detail beherrschen kann. Da habe ich in den letzten Wochen, sage ich mal, meine meiste Zeit verbracht. Und dann habt ihr hier noch einmal den Link. Und ja, kann ich euch nur ins Herz legen, wenn es um Dark Souls geht, etc. Also es ist wirklich extrem, extrem krass, was man da geboten bekommt. Hat mich total, umgehauen. Und muss ich jetzt auch noch zum Schlusswort kommen, direkt? Nee, jetzt sagen wir erstmal alle Tschüss und dann bist du als letztes die Tschüss sage und das Schlusswort. Wer möchte denn anfangen von euch drei? Ich. Okay, Sali, bitte. Schön war's. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ich drücke nochmal all die, wo ich nicht, ich wäre ja auch gerne auf dem Community-Treffen gewesen, aber ich drücke trotzdem nochmal alle die, ne, und es war schön. Und die Hand, schön, dass du da warst. Das war mega, mega. Ich habe erst gedacht so, FIFA. Ne? Aber ich war da auch schon ein, zwei Mal bei dir auf dem Stream. Es war wirklich mega angenehm. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Dankeschön. War schön. So, danke, und alle anderen noch einen schönen Rest Sonntag und danke für alles. Tja, ich mach weiter, ne? Am besten. Bitte. Ja, ich sag auch danke. Danke, 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 dass ihr die beste Community aller Zeiten seid. Was wollte ich noch sagen? Tschüss eigentlich nur, ne? Danke natürlich, Daniel, dass du da warst. War mir eine Freude, ein innerliches Butterschneiden, Blumen pflücken und so, dich kennenzulernen. Man sieht sich jetzt wahrscheinlich häufiger. Sehr gerne. Gehe ich von aus. Ansonsten, ja, gut, dass wir das alles so gut über die Bühne gekriegt haben. Ich war ein bisschen gestresst heute schon den ganzen Tag und gestern. Das ist das erste Mal, dass das hier über mein Backend gegangen ist und ich hierfür zuständig war. Das. Hast du gut, wirklich super. Ja. Ja, genau. Daniel. Oh Mann, kann ich jetzt pennen, ey? Ich habe 24 Stunden gestreamt gestern, ey. Oh nein, so soll es nicht wirken. Alles ja. Gut. Alles good. Gut. Und deswegen, wir sehen uns morgen. God bless. Oh. Das war eine schöne Anekdote. Leute, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr alle da wart. Richtig geil. Ihr seid wunderbar. Hier finden sich so viele Leute zusammen aus so vielen Communities auf dem Sonntag. Heute war es ein bisschen wild, muss ich sagen, so vom Eindruck her, aber habe ich mit gerechnet. Vielen lieben Dank, Herb, dass wir pünktlich losgefahren sind und ich quasi unfassbar schönes Gefühl mit Jetlag habe sozusagen. Ich war vorhin noch da und habe heute hier gestreamt in der Schweiz. Danke fürs Umbauen, richtig cool auf jeden Fall. Danke an Sali, dass du auch wieder eingesprungen bist. Weil Garak ja super busy ist. Es freut mich immer sehr. Freue mich auch, dich die Woche zweimal sehen zu dürfen. Daniel, ich habe dich lieben gelernt. Sag ich dir so, wie das ist. Du bist gar nicht so ein Pfosten, wie ich dachte, der du bist. Jetzt bist du die Latte, verstehst du? Ja. Nee, aber schönes Ding. Hat mich echt gefreut. Ich lade dich nochmal ein, wenn du kein 24-Stunden-Stream in der Beine hast, so. Und gerne. Ich würde mich sehr freuen und vielen lieben Dank. High Five. Ich wünsche einen wunderschönen Abend, Leute. Schaut bei Twitter und Facebook bitte vorbei. Vergesst das nicht. Ich werde nachher irgendwie kurz vorm Knacken gehen nochmal den Plankenschnack schneiden. Also so in 3 Stunden ungefähr. Und YouTube ist auch umgehend da für euch. Und dann gebe ich mein Wort an Daniel weiter. Ah, Slappy! Dankeschön an dich, Mignon, dass du das gemacht hast hier. Finde ich stark von dir. Hast du endlich mal Verantwortung übernommen? Endlich mal. Ich bin stolz auf dich. Danke. Ja, dann sag ich jetzt auch erstmal vielen Dank vorweg dafür, dass ich diesmal an der anderen Seite vom Tisch Platz nehmen durfte. Diesmal bin ich mit vor der Kamera, sonst war ich ja immer mehr oder weniger als Gast da. Möchte mich nichtsdestotrotz für manche Leute, die sich da am Anfang ein bisschen was rausgenommen haben, schlimm genug, dass das 2 Mods von mir waren, nochmal dafür entschuldigen. Also vor allem bei dir, Dizzy, und dementsprechend auch bei der Community. Die muss ich mir auf jeden Fall nochmal zur Brust schnappen. Ich hoffe, die haben schlechtes Gewissen. Ja, ich fand das Thema grundlegend super, vor allem, weil es bei mir momentan wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Ich stecke halt wirklich selber mittendrin und setze mich da momentan sehr viel auseinander. Dementsprechend hoffe ich, wenn da irgendjemand einen Einblick zu haben wollte, dass ich dem dann gewissermaßen weiterhelfen konnte. Ich würde mich freuen, nochmal wiederzukommen. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von allen. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen guten Abend, schönen Restsonntag. Und ich werde jetzt sofort schlafen gehen. Ich kann nicht mehr, ich bin fix und fertig. Da geht nicht mehr viel. Vielen, vielen Dank. Einmal winken für die Kamera. Ja, tschüss. Papa bless.